Yeah, and you're going to get some big noise here on Radio Emergency tonight. Hallo and welcome back to the show. 20.05 Uhr ist das an dieser 8. Juni-Tag 2016. I'm with Alex and Frank Stoner for euch wieder am Start. What's going on, everybody? Schön, dass ihr dabei seid, man. And wenn wir reden über Big Noise here from the band Pressure Drop, Big Noise wird es heute geben bei uns in the show, man. Denn wir haben wirklich heiße und haarbestrebende Themen wieder an den Start. Noch nicht mal eine Woche schon wieder vorbei. And man, a whole bunch of action. Guten Abend, Frank, man. Schön, dass du dabei bist. War auch wieder am Start mit uns hier. Ja, guten Abend, Alex. Guten Abend, liebe Stammhörer, neue Hörer, Freunde, uns positiv gewogene Hater. Ey, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Endlich wieder Mittwochabend. Wir sind wieder live zusammen. Und es ist, genau wie du sagst, Alex, das ist der Hammer, was zur Zeit einfach abläuft. Das ist wirklich, jede Woche kommen hier krasse Dinge ans Licht. Und auch heute haben wir wieder einiges mit euch zu besprechen. Auf jeden Fall mehrere größere Themen. Wir werden sprechen über dieses bizarre Eröffnungsritual, ja, hast du auch gesehen. am Gotthard-Basistunnel. Also, ja, das ist für die Zuge, ne? Aber hey, ist nur Folklore, oder? Ja, Schweizer Folklore. Ja, aber gut, beschäftigen wir uns ein bisschen mit Folklore. Wir haben auch Kulturauftrag, machen wir gerne. Schweizer Folklore bringen wir heute Abend. Yeah. Was haben wir noch? Ja, dann hier in Dresden, in Sachsen. Es geht los morgen. Morgen geht's los. Ja. Morgen geht's los. Das super wichtige Treffen der super wichtigen Leute. Ja, man, Bilderberg. Bilderberg-Treffen und wir haben ein paar verschiedene Sachen mal dazu zu sagen, Frank, und es könnte mal eine brenzlige Wochenende am Start sein. Ne? Ja, EM ist auch mal demnächst am Start, glaube ich mal. Wenn ist das mal diese Woche? Wer? Die Europameisterschaft. Europa, das fängt auch morgen. Freitag fängt die an, genau. Freitag fängt ist auch die das erste an. Spiel. Ja, aus einer zuverlässigen Quelle habe ich auch mal Informationen heute mal aus Frankreich bekommen, was da zurzeit jetzt abgeht. Aber unser Mann in Frankreich, unser Mann in Paris. Ja, ja, sozusagen. Es ist unser Außensteller von Radio Emergency. Aber hey, es ist cool, weil letztens, so ist es doch hier auf Radio Emergency. Ich meine, hier entwickelt sich so eine Community und ich kann es auch immer wieder nur sagen, es ist großartig, wie viel wir von euch bekommen, wie viel Feedback, also auch wie viele Anregungen, wie viele Links, Themen. Man kann es gar nicht alles bewältigen. Von mehrsprachigen Menschen. Trotzdem gut, schickt uns das und ich meine, und macht das untereinander auch, wie wir alle wachsen. Ja, Frank, das Interessante dabei ist, dass mehrsprachige Leute auch, nicht nur Deutsche, aber Franzosen, die mal in Frankreich wohnen, die hören mal und die verstehen teilweise das Deutsch und Englisch und so weiter, die auch schreiben teilweise, okay, in Englisch würde ich dir gerne mal schreiben, aber das ist nicht so gut. Und also für mich ist das klar, der Punkt, was er rüberbringen möchte. Wir haben das mal auch aus Deutschland, Österreich kriegen wir auch Informationen aus der Schweiz. Wir haben unsere Leute tatsächlich da, die mal uns unterstützen. I mean, großartig. Das zeigt allein, was hier alles bei uns passiert. Und wir können mal, also danke, das reicht nicht auszusagen von Frank und meinerseits mal, oder Frank? Ja. Aber ich denke gerade drüber nach, so cool, Leute in Frankreich hören uns. Könnt ihr auch ein bisschen Deutsch lernen? Da könnten wir ja mal beim Goethe-Institut in Amerika anfragen. Auch, Goethe-Institut, Frank. Die haben doch da in fast allen Ländern der Welt irgendwelche Dependancen. Wenn wir mit denen fragen, ob sie uns zusammenarbeiten und dann immer livestreamen, so Goethe-Institut in Paraguay und so, weißt du. Also wenn man spricht darüber, wer mit uns Kontakt hat, Frank, der gibt's eine Möglichkeit, wenn du mal deine eigene Webseite hast, vor allem als Künstler oder sowas, wo die Verbindungen sind. Und das ist mal ziemlich interessant immer wieder, wenn du mal hier diese sogenannte Insights mal reinschaust und die Leute, die bei uns, und das sind tatsächlich allein über unsere Facebook-Seite. Es ist über Facebook, weil sagen wir dazu, ihr Radio Emergency, was ihr euch hier in den Chat reingeht, da wissen wir gar nichts über eure Daten. Well, das geht darum, ist, man hat die Möglichkeit, Facebook, über Internet kann man weltweit, aber am ersten Stelle liegt Deutschland bei uns, Hörer. Österreich am zweiten Stelle, dritte Stelle USA. Vierte Stelle ist der Schweiz, denn wir haben hier, guck mal hier, Nigerien, Italien, UK, Netherlands, Spanien, Indien, Kanada, Schweden, Belgien, Russland, Philippines, Malaysia, Brasilien, Frankreich, Neuseeland, Polen, Thailand, Ägypten, Australien, Ungarn, Tschech, Republik, Saudi-Arabien, Türkei. Oh, nee, Saudi-Arabien haben wir auch Türkei, das ist bestimmt der Ali, he is wieder on board. Wer hört denn aus Saudi-Arabien? Aber seid gegrüßt, wer auch immer es ist. Ja, genau. Sollte jemals tatsächlich aus Dänemark, Rumänien, das ist die NSA bestimmt. Aus Rumänien, das ist bestimmt diese Basisstelle mal vom Abschussraketen. Norwegen, Ivory Coast, Mali. Ach, diese komischen Berge da in Rumänien. Wie ist das da? Diese Bucegi Mountains. Bucegi Mountains, ja, genau.
Marokko, Luxemburg, Tunesien, Japan, Kolumbien, Mexiko, Malta, Belarus, Tschad, Hong Kong und Kongo. The Democratic Republic of Congo ist sogar eingetunt. In Zaire? So, ja, was ich gleich wieder an Mohammed Ali denken. Aber das sind die Leute, die bei uns mal am Start sind, mal auf die Facebook-Seite, zumindest bei der Amok Alex und Frank Stoner Show. Und wenn du mal einen Internetanschluss hast, dann natürlich sind wir auch mal weltweit mal zu hören. Witzigerweise, ich verstehe nicht, warum mal die Vatikan mal bei uns nicht mal eingeloggt ist. Hat sie keiner eingeloggt, ne? Nee. Ah, müssen wir noch an uns arbeiten, müssen wir noch die Qualität ein bisschen hochsetzen. Alex, bist du die Jungs von den Jesuiten oder dem Vatikan mit irgendwas beeindruckst, da musst du noch mehr freakiges Zeug auf den Tisch legen. Bisschen, das reicht noch nicht. Wir müssen mal ein bisschen an die Schrauben, an die Kreuzigung mal ein bisschen fester drehen. Das ist jetzt gemein. Weißt du, was das INRI bedeutet, mal oben auf dem Kreuz? INRI? Das ist Lateinisch, oder? Ja, soll es ja sein, so offiziell. Ja, ja, siehst du, die amerikanische oder die englische kommt auch mal einen großen Teil aus dem Latein. Und INRI heißt mal I'm nailed right in. Gleich so ein grobes Foul, der Mann. I'm nailed right in, man. There you have it. Naja, aber ihr in Amerika, ihr habt ja damals in der Schule auch gelernt, dass wenn da irgendwo eine Zeitangabe steht, so zum Beispiel 1230 AD, habt ihr auch gelernt, das heißt After Death. Wer bei uns sagt mal Anno Domini im Jahre des Herrn, so Geburtsort, also Geburtsjahr des Herrn, aber yeah, you know. After Death. Naja, so kann man die Welt sehen, es fängt von uns ab. Ja, spannende Themen am Start. Eins haben wir noch gar nicht angekündigt, dabei wird es auch einen prominenten Platz heute einnehmen. Die Geschichte mit dem Hubble-Teleskop. Ja. Oh man, Frank. Das hat mich auch das Wochenende echt beschäftigt. Du. Frank, das, you know something, Alter, als ich das mal angehört habe in Englisch, man, es wäre für mich mal, als wenn das mal gerade minus 20 Grad draußen gewesen war. So kurz ist der geworden. Ich habe mal einfach da mit Staunen einfach gehört, weil dieser Typ, dieser Veritas, Planetas Veritas, oder wie der heißt, mal seine YouTube? Planate Veritas. Planate Veritas, okay. Ich frage mich jetzt nicht, ob das lateinisch korrekt ist. Naja, aber nicht desto trotz, ich meine, der Typ, der war beim Militär gewesen und ich meine, das, was er darüber spricht, der kennt sich mal ein bisschen aus. Na, okay, und ich muss mal sagen, das hat mir mal richtig wie ein Schlag in die Brust mal getroffen. Aber darüber sprechen wir mal weiter, weil die Ansage ist, dass eventuell Micha vom Kulturstudio, weil ihr habt mal gerade mal diese Video bearbeitet, dass ihr wolltet zu uns steigen, dass wir mal über dieses Thema mal zusammen mit Micha mal ein bisschen unterhalten, ne? Ja, richtig, den werden wir im Laufe der Sendung heute mal reinnehmen, wenn wir über das Thema Hubble reden, weil Micha aus der Sippe der Grabe hat ja vom Kulturstudio, der Micha. Genau. Der hat ja dieses hier eine deutsche Version gemacht zu diesem Video, weil er das auch so wichtig fand. Und ich meine, wir können ja unmöglich alles übersetzen, was wir angucken auf Englisch. Naja, aber es gibt so Dinge, die sind solche Knaller. Diese Info muss man irgendwie teilen. So, ja. So wie wir auch hier schon zusammengearbeitet haben, ja, mit dem 9/11, dem User Clemo. Genau. Ja, so Hörer Clemo haben wir zusammen was gemacht von Atom Media, genau. Atom, der hat ja hier diese eine deutsche Version gemacht über die Dinge von Judy Wood. Und da haben wir zusammengearbeitet und so ist eben dieses Thema auch, das ist so wichtig, da hat Michael hat am Wochenende gesagt, ey, boah, wir müssen das übersetzen und es ist aber ziemlich schwierig, muss ich sagen, es ist halt eine Stunde lang und die reden da auch so ganz schwer verständlich zum Teil und lauter technical stuff und da haben wir am Wochenende einiges an Zeit verbracht, auch große Credits gehen ja auch noch an einen Hörer, sowohl vom Kulturstudio als auch von uns, der Uwe. Ja. Der auch da ganz viel reingebracht hat und deswegen, Micha ist da auch voll on fire gerade bei dem Thema, gerade weil wir am Wochenende da so viel uns damit beschäftigt haben und wenn wir nachher über das Hubble-Teleskop sprechen, dann werden wir versuchen, den Micha vom Kulturstudio einzuziehen bleiben. Auf jeden Fall, ich könnte was so gut wie mein Deutsch ist, also ich habe mal festgestellt, dass das war eine sehr, sehr gute Übersetzung, ihr habt das prima gemacht, na, also, und ich bin der Meinung, man sieht das auch mal von den Reaktionen von dem Publikum, dass ihr habt das mal wirklich richtig mal auf den Treffer gebracht. Micha hat das war super gut gemacht und wir würden mal über diese Thema auch sprechen. Was auch interessant ist, ist, dass ich muss mal auch mal wieder Kredit oder wie sagt man an unser Hörer hier mal erstmal bedanken für die Unterstützung, denn der sogenannte Ingenieur hat mir eine Liste von Leute, die teilnehmen an diese Bilderberg-Treffen in Dresden, Frank. Und wie das eventuell uns mal zu diesem Thema Bluebeam Project hinausbringen könnte,
Es ist erstaunlich, um zu hören, wer diese Teilnehmer sind. Ne? Und das wird auf jeden Fall auch heute in der Show darüber mal ein bisschen diskutiert. Und ja, Frankie, ich weiß es nicht. Also wir haben, es ist ziemlich gestreut, weil in Frankreich brennt hier Hubble Teleskop, dieses Saber Strike 16 am Laufen und das ist diese große Militärübung. Ja, und NATO dann an, ja, aber Air Land and Sea, die machen mal Übungen an der Baltiksee und sowas und alles drum und dran. Aber wir sind die Guten. Ja, ja, und nochmal. Das ist eine Verteidigung. Nochmal, Angela Merkel hat offiziell jetzt zugesagt oder zugegeben über Nachrichtensendungen, dass Russland ist keiner Partner mehr, sondern eine Rivale. You know, also das sind auch solche Dinge, dass ich mal, wenn ich das sehe, ich denke so, you know. Aber ich muss dir was sagen, Frank, you know, immer mehr, wenn ich mal bei solchen Sachen und es bezieht sich mal da, ich will mal jetzt nicht gleich mal ins Hubble reingehen, aber schon da wieder eine Faden, die sich bezieht mal zu Hubble, ist das an diese große Agenda habe ich mal das Gefühl, dass auch mal, dass die alle involviert sind. Die ganze Welt, das heißt Russland, Deutschland, Frankreich, Amerika, die sind alle ein Teil von der Gang und wir als Menschen weltweit, unabhängig von Farbe, unabhängig von Glauben, unabhängig von Creed und alles drum und dran Kultur, ist, dass wir sind einfach die Ameisen, die mal irgendwann ausgerottet werden sollten. Die Kakerlaken sozusagen. Und ja, das wird immer deutlicher. Ja, in der Tat, das ist, also, ich habe immer gesagt, ob es diese auf dieser allerhöchsten Ebene, so diese globale Verschwörung gibt. Letztens wissen wir es nicht. Aber in der Tat, es ist so, je mehr wir über diese Themen sprechen, von den großen, großen Lügen, dann erkennen wir auch, dass diese großen, großen Lügen ja von allen, also wirklich von dem, was sie so die Staatengemeinschaft nennen, getragen wird. Weil sehen wir denn wirklich einen echten Rebelsstaat, wo wirklich auch mal versucht wird, so an der Wahrheit zu arbeiten? Das sehen wir nicht, ja. Das ist dann egal wo. Das ist wirklich überall auf der Welt. Also keiner spricht ja dann von diesen ganzen NASA-Fakes oder keiner spricht von den Zweifeln, die es so gibt an dem herkömmlichen Erdmodell oder auch keiner spricht von dass das mit dem Universum so nicht hinaus. Diese ganze Einsteinsche Theoretikerphysik. Überall gilt es. Also es gibt manche Länder, wo auch anders geforscht wird. Ich weiß das zum Beispiel in Indien, da gibt es auch Universitäten und da haben die Physiker einen ganz anderen Ansatz. Yeah. Auch schon aus diesem östlichen, auch buddhistisch, obwohl Indien wenig buddhistisch ist, aber Buddhismus ist auch mit Indien zu tun. Vereinfacht gesagt, die stehen auch in so einer östlichen Tradition und da haben die es nicht so mit diesem Big Bang. Weil diese Big Bang-Theorie, das ist ja letztens auch eine westliche Denkweise. Das ist wie es in der Bibel steht. Weißt du, es gab halt einen Gott und dann hat er irgendwie was Start gemacht und dann gibt's eine Heilsgeschichte, so sagen die Theologen, eine Heilsgeschichte vom Urknall, Moment der Erschaffung bis zum Ende der Apokalypse. Und dann, das ist die Heilsgeschichte und da ist vorbei. Ja, während so im Osten sieht man das ja sowieso ganz anders. Grundsätzlich ist deren Weltsicht traditionell seit Jahrtausenden eher so zyklisch. Ja? Ja. Deswegen gibt es dann auch dort dann viele Physiker oder auch Universitäten, auch Schulen, wo das gelernt wird. Die lernen dann nicht unbedingt die Urknalltheorie, sondern die lernen halt die sogenannte Steady-State-Theorie. Mhm. Steady-State, also irgendwas, was konstant halt einfach ist. Ja? Und also da gibt's schon Unterschiede. Aber so in diesem ganz großen Thema, was man so, und vielleicht hier Wagand hat einen guten Begriff gebracht, Weltenbetrug, da sehen wir tatsächlich, alle spielen da mit. Ja. Ja. Und obwohl ich mir sicher bin, dass manche schon wissen, was Sache ist. Ich meine, das Interessante dabei ist dass da gibt es schon mal auch so welche Observations in die Truther-Szene, ist, dass die Pyramide wechselt sich jetzt. Dass sie auf den Kopf gestellt wird. Weil wenn du betrachtest, dass die Menschen alle auf das niedrigste Ebene stehen und wenn du das Pyramid auf den Kopf stellst, na, das wird, man sieht das mal bei die Rentenversicherung, man sieht das mal bei die ganze Sozialsachen, was Medizin betrifft und was mal, das Gute für das Menschen, dass das immer weniger wird und oben mal die obere Elite immer breiter und voller und fetter und dicker wird. Mhm. Weißt du, das war eine andere Betrachtung. Ja. Was auch ein gutes Beispiel ist mal für diese Pyramide. Ja. Ja, denn sprechen wir über
diese Chalice again, ne? Was diese angebliche, so das weibliche und das männliche. You know what I'm saying, Frank? So das ist dann auch, wie man das betrachtet. Und das bezieht sich dann wieder auf Religion, ne? Und diese Geschichte, was aus der Bibel kommt und so weiter und was uns mal geben wird. Ich habe mal ein Video gepostet. Ich weiß es nicht, wie viele Leute das mal gesehen haben an meiner privaten Seite, so wie auf die Amok Alex und Frank Stoner Show Seite, wo dieser Bischof sitzt da und er sagt, ich glaube... Er glaubt an Wiedergeburt und der sagt, dass die Hölle ist von der Kirche entwickelt worden, um Kontrolle über die Menschen zu haben. Echt? Ja. Sagt das. Der spricht in Englisch und er sagt, der hat gesagt, für das Leben, für das wir sind, ob da mal eine gute oder eine böse, Anerkennung für dich ist, der hat gesagt, das ist mal ein reines Kontrollemaßnahmen und nichts anderes. Ja? Und der geht in ein paar andere theologische Details rein und sowas. Frank, ich habe auch mal in meine Zeit so viele Sachen mal reingezogen, aber das fand ich mal sehr interessant und das musste ich mal posten, weil das, was er gesagt hat, also man sieht das. Der sagt, okay, der Tradition hat man gefolgt. Er sagt, aber der sieht nicht diese verschiedene, der sagt, wenn da eine Gott gibt, Gott ist nicht Christ, der ist nicht Jude, der ist nicht Islamist oder so weiter. Der hat gesagt, der ist keine Religion. Und wenn man das endlich mal erkennt, da wird man dann von sich befreien. Hm. Na, der sagt, diese Beschreibungen von Religionen sind mehr eine Fingerzeichen zu Gott, ne? Dass der ist dort, aber wie man das mal für sich glauben möchte, you know, Menschenkontrolle wieder. Mm. Na, die beste Beispiel ist das, wo du siehst, mal Schlachthaus und eine Kuh steht und da gibt's mal eine gespaltene Eingang, links oder rechts. Aber im Endeffekt, es geht alles in dieselbe, es geht alles im Schlachthaus rein. Das ist echt interessant, dass du sagst, ich habe am Montag hier auf Radio Emergency den Vintage Club gemacht, wo ich immer Musik so Oldie spiele, 60er, 70er, 80er. Und jetzt am Montag habe ich die ganze Sendung Muhammad Ali gewidmet. Ja. Mm. Cassius Clay, Muhammad Ali, der große Boxer. Großer Mann, mehr als nur ein Sportler oder so, sondern eben auch einfach so eine Ikone 60er, 70er Jahre. Deswegen auch viel mit Musik zu tun. Und deswegen habe ich die ganze Sendung nur ihm gewidmet. Auch ein Aktivist, Frank. Auf jeden Fall. Aktivist. Richtig, und der war auch jemand, der mal sich, wie sagt man, nicht ein Blatt vor den Mund genommen hat. Ja, der Mann hat sich geweigert, in den Krieg zu ziehen. Ja, nicht nur das, hast du gesehen, was der mal mit diesem Journalist, der versucht ihm, hat mal bei dem Interview einzulocken, um ihm da schlecht darzustellen. Und ein Muhammad Ali ist auf ihn losgegangen. Der hat gesagt, du hast die Eier in der Hose, Mann. Und sagt, siehst du bist mal genauso ein Stück Scheiße wie alle anderen. Der mir hier einlädt und versucht mich mal in eine Ecke reinzudrängen, was in einem Buch. Er hat gesagt, ich habe noch nie mal diesen Typ, der das Buch geschrieben hat über mich, gesehen. Und sowas, ne? Oder sehr interessant. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Großartiger Mann, ich meine Muhammad Ali. Ja, können wir vielleicht auch ein paar Worte drüber verlieren, ne? Ich meine, das ist ja auch eine also, wichtige Story. So, die trifft auch vieles von dem, was wir hier oft in dieser Sendung reden. Ja. Also, das hat auch mit Muhammad Ali ist auch eine Figur der Popkultur, ja. Also, und 60, 70 ist überhaupt sehr interessant. Aber ich weiß noch, als er Cassius Clay hieß, ne? Das weiß ich nicht mehr. Aber tatsächlich kann ich mich als Kind auch noch erinnern, wie der da diesen letzten Kampf gemacht hat gegen diesen Joe Frazier. Nee, gegen Lynyrd, wo er dann verloren hat, den letzten, wo dann die Karriere vorbei war. Lynyrd. Leon Spinks, genau. Leon da kann ich mich erinnern, ne? Das war irgendwie da in Deutschland auch so ein Ding. Wenn Ali gekämpft hat, dann war das ein Thema. So, weißt du? Leon Spinks. Was hat er gesagt? I ain't got nothing to lose. I ain't got no driver's license and I ain't got no teeth. Er hat keine Zähne und keinen Führerschein, er hat nichts zu verlieren. Na, das ist auch eine Einstellung, so kann man dann Boxer werden, na klar. Ja. Nee, aber jetzt wieder ernsthaft, was ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe eben dann Musik für den Champion gespielt am Montag und unter anderem eben auch so Tracks aus dieser Zeit, wo Black Panther aufkam und überhaupt dieses ganze schwarze Aufbegehren in den USA, ja, wo die gesagt haben, hey, wir wollen auch raus aus dieser ganzen Sklaven- und Opfermentalität und der Selbstbewusstsein. Ja. So wie Chef durch die Straßen latschen, weißt du, so Körpersprache aufrecht, strong.
Yeah. Strongman, ne? Proud. Und da bin ich auch immer dabei, weißt du, weil das ist was ich zu allen Menschen sage auf der Welt. Ist mir egal. Also ich meine, das ist die gleiche Message, die wir hier in Deutschland bringen. Und, yeah. und dort haben es halt die in Amerika die Schwarzen für sich erkannt, hey, wir brauchen ja eine Identität so. Hm. Ja? Und im Zuge dessen sind ja dann auch ganz viele, haben sich ja da von der christlichen Religion verabschiedet. Yeah. Weil sie gesagt haben, so wie es Malcolm X halt in seiner Rede ganz rausragend gesagt hat, Malcolm X hat gesagt, so ungefähr, ja. Er hat gesagt, meine Vorfahren, die haben die ganze Zeit, ihr Leben lang nur gearbeitet. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Jeden Tag, kein Urlaub, keine Rente. Solange, selbst bis du halt tot warst, da. Ja. Ihr ganzes Leben haben sie gearbeitet. Außer sonntags. Hm. Sonntags sind sie in die Kirche gegangen. Hm. Und in der Kirche hat ihnen vorne der Prediger, hat ihnen erzählt, ihr werdet ins Paradies kommen. In die Glückseligkeit. Wenn ihr tot seid. Ich meine, das ist so wirklich auf den Punkt gebracht. Boah, was für eine Art von Religion ist das, weißt du? Die sagt dir, wenn du tot bist, dann kommst du dorthin und dann wird's Leben schön und weißt du, und dann kannst du Paradies und alles ist toll, ja. Ja. Aber solange du am Leben bist, da bist du Sklave, da musst du arbeiten, und das ist Gott gewollt. Das ist, und wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, das ist lange her, 19. Jahrhundert, ja. 18. Jahrhundert, Sklaverei, diese ganzen Geschichten. Nee, aber es ist auch heute. Ich war selber in Lateinamerika, so in Ländern wie Guatemala, wo die Hälfte der Einwohner noch so Indios sind, Indigenias, sagen sie. Ja. Und, das ist genau das Gleiche. Ja, die sind nicht mehr direkt Sklaven, so wie im 19. Jahrhundert, aber die sind auch, deren Land wird halt enteignet und dann sind es so Tagelöhner. Mhm. Und die müssen dann arbeiten für irgendwelche amerikanischen, oder nein, mittlerweile viele amerikanische, aber auch, kannst du sagen, internationale Großkonzerne. So, sowas wie Chiquita für oder so. Vor allem Kaffee, Chiquita, ja, Banane. Und Chiquita so. Heißt da eigentlich, das ist nur ein Markenname, die Firma dahinter heißt, der Konzern Dole. Heißt United Fruit Company oder so. Vielleicht heißen die auch John Dole, weiß nicht. Das ist Dole, weil die haben auch die Plantagen, und für die müssen die Ananas-Plantagen auf Hawaii und sowas. Und das ist wie Zwangsarbeit, was die da machen, ja. Und gleichzeitig sind dort auch so Missionare am Start in Lateinamerika. Da ist ja die katholische Kirche ist ja da noch harmlos. Weil die haben ja ab den 60ern, 70ern in Lateinamerika diese Befreiungstheologie entwickelt. Mhm. Ja. Aber daraufhin sind dann diese ganzen amerikanischen Freikirchen, die sind dort runter nach Lateinamerika mit viel Geld. Die arbeiten Hand in Hand mit den Konzernen zusammen. Ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, das ist kein Scheiß. Mit eigenen Augen gesehen im Hochland von Guatemala, so ein Dorf, ja, wo halt nur so Indigenias wohnen. Die arbeiten den ganzen Tag auf den Plantagen von diesen Konzernen, was eigentlich ihr Land ist, ja, weil es gehört ihnen nicht mehr. Und da ist am einen Ende vom Ort so ein kleines katholisches Kirchlein, so total verfallen, keine Kohle dort, nichts. Ja. Und am anderen Ende des Ortes, da stand so ein neues, so das größte Gebäude in dem ganzen Dorf. Und das Einzige, was irgendwie aus festen Materialien gebaut war, das war von irgendeiner amerikanischen Freikirche. Ja? Und die hatten dort Lautsprecher draußen und die haben, das ist kein Witz, 24 Stunden lang haben diese verdammten Lautsprecher die Leute gebrainwashed. Nein. Ja, haben sie halt ihre so irgendwelche Predigten reingedrückt. Und der Content, der Inhalt von diesen Sachen war die ganze Zeit auch sowas wie, was Malcolm X in diesen einen Satz Krass. Reinbringt, weißt du? Hier, das Erde ist ein Jammertal und der Sünden und weißt du, und im Schweiße deines Angesichts sollst du den Boden bearbeiten, all das. Das ist wirklich, die haben wie zu den Sklaven gesprochen so. Und ich fand das so schockierend da. Könnte mir nicht vorstellen, ne? Naja, wie auch immer, aber ich wollte ja echt zu Muhammad Ali kommen, zu letzten Montag. Ja, da habe ich dann unter anderem einen Track gespielt von Curtis Mayfield. Ein Album von 1970, Curtis. Und die Nummer, die heißt If There's a Hell Below, We're All Gonna Go. Ja? Wenn es eine Hölle gibt, dann werden wir alle darunter gehen. Ja, und nicht nur die Schwarzen oder nicht nur die Weißen oder die Juden oder so. Und der ist auch wirklich so, dieser Song ist so stark, weil der dir das zeigt, dieser Bullshit mit dem Angstmachen. Ja, wenn du jetzt hier nicht brav im Schweiße deines Angesichts die Sklavenarbeit machst, dann kommst du nachher auch noch in die Hölle oder sowas. Nein, wenn es sowas gibt, dann sind wir da alle wieder drin. Ja? Und diese ganzen Trennung durch Religion, das ist nur Illusion. Ja? Mhm. Und es ist so ein großartiger Track, weil man auch so politisch unkorrekt ist. Ja? Ich meine, der hat auch, gehört das auch, was er hat's ausgesprochen. Der ist so das Intro von dem Song. Da ist er wie so ein Prediger und da ruft er so aus. Ich zitiere es ja nur. Ja? Also ich kann es machen. Da ruft er so aus, so Niggers. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber er darf das. Niggers, Jews, Juden. Whiteys, ja, Policeman und so, ja. Und er ruft halt all diese aus und sagt, es geht euch alle an. If there's a hell below, we're all gonna go.
dann werden wir den gleichen Quatsch wieder machen. Also komm, lass uns doch auch jetzt schon irgendwie diese ganzen albernen Dinger mal zurückstecken und zusammen hier auf der Erde leben. Ja, und in Frieden und Respekt miteinander. So. Yeah. Das muss so möglich sein. Yeah. Und dieser Spirit ganz stark. Ja. Und Curtis Mayfield hat auch mal die Soundtrack für Superfly gemacht. Genau der. Ja, Curtis Mayfield. Also so, der war mal bei diese Black Movement auch mal ganz, ganz groß. Und da sehen wir mal, hey, Tupac Shakur's Mutter, Vater, na, Tante, Bronx-Szene, na, Black Panthers und richtig, so weiter, ja. Ganz groß. Da ist die Linie wieder, deswegen passt absolutely. Da in unsere Sendung rein. Absolut. Eins übrigens noch zu Muhammad Ali, ich weiß, wir haben heute so viel vor. Also ist es nun mal. Einem von den Leuten ist es aufgefallen. Also ich habe so ein Foto auch gepostet und da ist Muhammad Ali halt in seiner Boxershorts halt ein T-Shirt an. Und auf dem T-Shirt steht drauf so Lonsdale London. Ja, das war so die Marke, die Muhammad Ali immer getragen hat, Lonsdale. Ja. Und ich habe es ganz bewusst ausgesucht. So. Und einem Leser ist es auch aufgefallen. Ne? Und der hat dann gesagt, was, Muhammad Ali im Lonsdale-Shirt und so. Nicht, dass der jetzt noch von rechts instrumentalisiert wird. Ja, und so. Weil der Lonsdale ist doch die Marke, die auch tatsächlich so Rechte gerne anziehen. Am besten so mit dem Reißverschluss schon offen, drunter so ein T-Shirt, und so, dass du nur die Buchstaben in der Mitte von diesem Lonsdale siehst. Das ist dann NSDA. Das ist wie NSDAP. Ja. Aber da kann ich nur sagen, hier, guck mal, Lonsdale war auch die Marke von Muhammad Ali. Ja, Black Panther, you know, Black Man. Und das ist auch nur, um zu zeigen, dass das einfach auch so Bullshit ist. Ja, ist, natürlich. Wenn da jemand so ein T-Shirt an steht in der Ecke. Ich meine, Lonsdale hat Muhammad Ali getragen. Ja, natürlich. Du? Natürlich. Also Lonsdale habe ich auch mal zu der Zeit getragen. Ja, das ist einfach eine hippe Marke gewesen. Ja, natürlich. Das ist alles. Also das man mit diesem Markenzeug, das ist mal teilweise Bullshit. Das ist alles natürlich. So. Ja. Da müssen wir uns auch lösen von diesem Quatsch. Ja. Deswegen habe ich es ganz bewusst genommen, weil mir es gefallen hat. Hier, guck, Muhammad Ali, der nicht nur ein Schwarzer ist, sondern eben ein Black Panther war. Nein, Black Panther war er nicht, das kann man nicht sagen, aber ein Black Muslim. Ja, der war mit dieses, wie hieß der Prediger? Der hat bei ihm immer einen Schutz genommen. Elijah Muhammad war. Genau, war genau. Elijah Muhammad, das Elijah war der Muhammad. Anführer von dieser Black Muslim Party, heißt das überhaupt? Weiß nicht, Black Muslim Movement oder ja, so. Ja, genau. Auch eine spannende Geschichte, dieses Black Muslim Movement, würde ich sagen. Well, ich glaube, Kareem Abdul-Jabbar, Luel Cinder, der ehemalige Basketballplayer from the Los Angeles. Der Typ mit so dieser riesen Brille auch immer yeah, so. Ja, The Lakers, diese Riesenmensch da. Well, der hat mal mit Bruce Lee in The Game of Death mal auch gespielt. Na, der hat mal diese Riesentyp, auch Schwarzer. Der hieß Luel Cinder. Na, der hat für die Lakers gespielt und großartige Basketballspieler. Übrigens von ihm, da kam ein anderer Ton, ein paar Tonschuhe. Da gab's mal Walt Frazier, der mal diese Puma, die Clydes, mal dieses wie sagt man, Wildleder Tonschuhe. Von ihm kamen die, so wie die Converse mal kamen von die ist auch eine Basketballspieler. Mhm. Aber nicht desto trotz. Aber Luol Cinder ist dann auch in diese Black Muslim Movement mal mit eingestiegen und dann wurde seine Name Kareem Abdul-Jabbar geboren. Genau, da haben die sich dann immer neuen Namen gegeben. Ja. Gibt's auch im Music-Business natürlich auch viele. Chaka Khan zum Beispiel, die Sängerin, ne? Die ist auch nicht als Chaka Khan geboren. Ja, das ist auch eine Schwarze, die hat auch so einen Ghetto-Namen halt gehabt, wie alle anderen auch. Aber die hat sich dann Chaka Khan genannt. Und die Idee dahinter, vielleicht kann man darauf eingehen, so, die Idee dahinter war ja eben viele von denen, die dann auch eher extrem waren oder so, die haben halt gesagt, hey, okay, wir lösen uns aus diesem Christentum. Das kann ich ja verstehen. Also ich kann Malcolm X, was er da gesagt hat, völlig verstehen. Nee. So. Nur, aus meiner Sicht sind sie ja dann vom Regen in die Traufe gekommen, wenn sie dann vom Christentum dazu ein bisschen abkommentieren. Weißt du, ich meine, das ist ja dann nicht wirklich sehr viel besser. Well, ich meine, noch ein gutes Beispiel, obwohl der ist kein Schwarzer, das ist ein weißer Musiker. Wir reden über Cat Stevens. Cat Stevens, ja, aber der ist ja dann nicht in der Black Muslim. Nein, das ist richtig, Muslim, aber der ist auch mal dann, der heißt Josef irgendwas mal jetzt im Moment. Der Cat Stevens, ja. Nee, aber diese sie haben damals die schwarzen Leute, so wie Malcolm X und dieser und der Guru von denen alle, das war eben dieser Elijah Muhammad. Ganz ehrlich, zwielichtige die Figur. Mhm. Ja. Aber auch er, auch da ziehen gut, auch er hat den Kriegsdienst verweigert. Schon im Zweiten Weltkrieg, also er, der ein junger Mann war, der ist nicht in den Zweiten Weltkrieg gegangen. Ja. Er hat gesagt, nee, was soll er da für die Weißen Amerika einen Krieg kämpfen? Macht er nicht. Wer auch immer da in Deutschland ist, eben also die Deutschen da in Europa, die haben da mir nichts getan. Ja. Kämpfe ich nicht. Und der ist dafür auch ins Gefängnis gegangen. Damals 40er noch krasser. Also der hat immer 5, 6 Jahre bei dem Knast gesessen oder noch länger so. Ja. Ja. Aber was sie sich halt gedacht haben, die haben halt, oder zumindest haben sie so halt gesagt, sie haben halt gesagt, das Christentum ist die Religion der Weißen und der Islam ist eine afrikanische Religion.
Und das ist natürlich ein grober Unfug. Ja, das tut mir fast ein bisschen leid, weil wie gesagt, ich kann ja verstehen, so dass die Schwarzen sich da aus dem Christentum befreien. Hey Frank, und das ist auch kein Bashing gegen den Islam. Aber der Islam ist natürlich keine afrikanische Religion, sondern eine arabische. Und wenn du die Geschichte vom afrikanischen Kontinent anschaust, bis zum heutigen Tag, dann ist diese Frontlinie zwischen Arabern, die auch in Nordafrika sind, Ägypten zum Beispiel, Sudan, da kannst du es direkt sehen, diese Frontlinie zwischen Arabern oder arabischstämmigen und wirklich Afrikanern, Schwarzafrikanern, die ist so groß. Da gehen wir in die Sklavenzeit. Das waren ja arabische Leute, die Sklaven eingefangen haben. Ja? Also ich meine, die Amerikaner haben ja die Sklaven gekauft, aber eingefangen wurden sie von Arabern. Wait a second, da gibt's schon auch die Spanier. Wir dürfen auch mal. Ja, aber die waren niemals so tief in dem Kontinent drin. Ja? Die haben das an den Häfen gemacht. Die waren in Sierra Leone gewesen. Ja, aber die, an den Häfen natürlich. Dort muss man übergeben so an die Sklavenhändler. Aber in dem Kontinent selber, es waren vor allem arabische Clans. Das geht ja bis zum heutigen Tag so. Das ist ja, diese Linie haben wir heute noch. Du kannst es direkt sehen im Sudan. Ja, so ein Land, was früher ganz groß war, das ist ja zerbrochen in Nordsudan, Südsudan. Nordsudan ist arabisch, Südsudan ist eben afrikanisch, schwarzafrikanisch. Die sind dann auch eher dann christlich so. Und dort ist der älteste Bürgerkrieg. Wir haben dieselben Dinge gesehen, wenn du dich erinnerst, nachdem man Gaddafi und Libyen ins Chaos gestürzt hat. Dort sind da gab es ja ganz viele Afrikaner, also Schwarzafrikaner in Libyen. Ja. Weil der Gaddafi hatte eben diese panafrikanische Vision. Und der hat auch viele Leute aus Schwarzafrika als Gastarbeiter ins Land geholt. Ne? Die haben diese Bewässerungssysteme und alles drum und da mal angefangen und alles. Die hatten viele Projekte und der hatte auch diese Vision eben für ganz Afrika. Und deswegen waren in Libyen ja ganz viele Schwarzafrikaner auch. Das fand ich so schrecklich, wieder im Nachhinein, also kaum war der Gaddafi weg, wieder ganze Siedlung da, diese eine Stadt, wie heißt sie nochmal, fällt mir jetzt nicht mehr ein, eine Stadt, da haben glaube ich 40 oder 60.000 Schwarze haben dort gelebt, die wurden alle vertrieben, Alex. Ich weiß nicht, wie viele von denen überhaupt überlebt haben, die wurden halt abgeschlachtet, ja. Echt? Nur weil sie Schwarze sind, von diesen Dschihadis, ja. Ich sage jetzt auch nicht alle Araber, das ist schon klar, Leute, ihr versteht das schon. Aber so diese Dschihadis, diese revolutionären Islamis, die hassen die Schwarzen, weißt du? Und das hast du dort gesehen, das siehst du in Sudan heute, oder da gab's auch noch sowas anderes, wo man dann auch eventuell so von nach UNO-Truppen gerufen hat. Wo war denn das? Auch irgendwo so in Zentralafrika. Nicht mal Kongo. Nicht Kongo, weil da ist dann nur noch Schwarzafrika. Das ist dann nur noch Schwarzafrika, Kongo. Aber Rhodesien? Nee. Weil Rhodesien, da gab's mal einen Brennpunkt. Südafrika war dort. Aber das ist ja dann weit weg von der islamischen Welt. Also die islamische Welt ist ja in Nordafrika. Da unten ist es alles nicht mehr, ne? Warte mal. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Ist auch letztens egal. Aber wir sehen das wirklich, das ist historisch, ja, dieser Konflikt. Ja. Ah, deswegen, Burkina Faso. Ja, das könnte sein. Burkina Faso, glaube ich. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Kann ich nicht bestätigen. Egal. Es ist eine große historische. Ah, Front klingt so fies, aber so eine Schnittlinie, versteht ihr? Zwischen der arabischen, islamischen Kultur und der schwarzafrikanischen, die auf der Oberfläche christlich ist, aber tiefer dann einfach auch animistisch halt diese alten Traditionen hat. Ja. Das ist ein Riesen-Cut. Ja? Und das geht schon lange, das geht über Jahrhunderte so. Ja? Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht natürlich, waren die schwarzen Afroamerikaner in den 60ern, 70ern nicht gut beraten, dann dieses Black-Muslim-Ding so zu folgen, weil das ist letztens nicht heilsam. Das hat sie, es war aus meiner Sicht nicht dann der richtige Weg. Ja. Tja, die Frage ist, Frank, ist das, you know, der richtige Weg ist scheinbar immer wieder das zu sein, back to the roots, man, so wie wir mal gesprochen haben, über here it comes, folks. Die Himmelscheibe vom Nebra, wenn wir mal früher mal miteinander gewohnt haben in Harmonie. Das gilt für uns alle, genauso. Sonst gilt für die Afrikaner genauso so. Ja. Und diese Black-Muslim-Geschichte, um das vielleicht noch abzuschließen, so. Ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, aber vor ein paar Jahren habe ich das mal intensiver mir angeguckt. Ich ziehe das alles nur so aus Erinnerungen so. Aber dieser Elijah Muhammad, der diese Black-Muslim-Geschichte da gestartet hat, so. Es ging ja schon in den 30ern los. Und der war auch nicht der Erste, so. Das ist noch ein bisschen älter, so. Da stecken nochmal andere Leute dahinter, die das so angeschoben haben. Ne? Ja. Um eine gewisse Spaltung herbeizuführen. Ne? Ja, und das ist halt, deswegen ist es so tragisch, dass dann eben viel von dieser Energie, die ich verstehe, wie gesagt, wenn die Leute damals, als die Schwarzen aufbegehrt haben in den 60ern, kann ich wohl verstehen,
Ich meine, in den 60ern, wenn du Filme aus den 60ern anschaust, wenn ein Schwarzer mitspielt, dann ist da entweder der Butler, der Gärtner oder die Nanny, das Kindermädchen. Die Musik haben sie nur für Weiße gemacht, immer in irgendwelchen Anzügen, so Happy-Go-Lucky-Musik. Frankie. Und dann kam der Vietnamkrieg, wo halt die meisten, die dort in den Reisfeldern ihr Leben gelassen haben, waren halt Schwarze, weißt du? Und ich meine, irgendwann war einfach der Punkt da, wo die aufbegehren. Ja, aber Frank, das selbe Narrativ damals mal, Bruce Lee war ein großer Aktivist für die chinesischen Menschen, weil dasselbe Narrativ gab es mal bei den Chinesen. Na, die waren immer mal die Blöden, die mal irgendwelche Klamotten gewaschen haben, Butler oder sowas, wo Bruce Lee damals gesagt hat, mal, als er mal mit den Green Hornisse angefangen hat, mal dort zu filmen. Der hat gesagt, er wird mal aber nicht hier der dumme Chinese sein. Ne? Und ja, und somit ist der mit seiner Kung Fu, hat er diese Tradition, was die Chinesen bricht. Zum Beispiel diese Serie, nur dir zu eine Idee zu geben, wie das funktioniert, auch in Hollywood, wie sagt man, Racism und bessere Menschen und sowas. Bruce Lee hat das Skript für dieses Kung Fu geschrieben, wo David Carradine, wo das jede Woche kam, wo der mal durch Amerika, diese Shaolin Temple Priest und sowas mal durch Amerika geht und sowas. David Carradine hat der Dings gespielt. Und Bruce Lee hat dieses Skript für Fernsehen geschrieben oder für Film. Und er sollte eigentlich in der Hoffnung, dass er mal die Rolle spielt. Und die haben das Ding an David Carradine gegeben, weil Bruce Lee zu asiatisch ausgesehen hat. Hm. Ja? Naja. Und als Beispiel, so, you know, wir sehen viele, was, ich weiß es nicht, wie diese Leute mal überhaupt mal die Audacity bekommen, um verschiedene Kulturen als Untermenschen zu bezeichnen. Absurd, ja. You know, und dass man sagt, ja, du bist mal zu asiatisch für das, was ich mir vorstelle oder so weiter, you know. Weil sowas kann ich ja theoretisch noch verstehen. Das ist ja, das ja, ist ja aber, dieses, ich meine, wenn du jetzt ein ich meine, wenn das offensichtlich ist. Wenn man ein afrikanisches Folklore-Stück aufführt, dann musst du ja auch nicht unbedingt ein Norweger da die Frontrolle geben. Es ist ja verständlich. Da bin ich ja noch dabei, weißt du? Das kann ich ja noch verstehen. Warum muss man da nicht? Besser hätte ich mal das nicht sagen können. Wenn die Schweizer ihre Folklore machen, na gut, okay, Schweiz vielleicht ein anderer Fall. Da ist die Folklore noch anders. Aber grundsätzlich, verstehe ich ja. Es ist ja okay, ja. Ja, ich bin halt, jeder soll halt glücklich werden. Ich persönlich stehe halt auf die Vielfalt der Kultur. Ne? Ja, also ich freue mich, wenn es irgendwo schwarze Kultur gibt. Da kann ich da hinreisen. Ich finde das obergeil, wenn ein Afrikaner mal im Fernsehen auftritt mit einem derbe bayerischen Dialekt. Das ist schon fett. Ja. Ich freue mich, wenn es in Thailand Thailänder gibt, weißt du? Dass die das auf ihren Style machen. So. Das finde ich gut. Natürlich. Und so sollten wir es in Europa aber auch halten, weil Europa eben auch diese Vielfalt der Kulturen hat. Und wir müssen nicht überall alles gleich machen. Und es ist okay, wenn ein Unterschied ist zwischen Portugal und Deutschland. Ja. Das ist okay, weißt du? Ist gut so. Das ist, was Europa ja überhaupt erst so stark gemacht hat. Absolut. Diese vielen Kulturen auf kleinem Raum, die sie die ganze Zeit gegenseitig inspiriert haben. Ja. Und okay, manchmal vielleicht auch mit Kriegen und so, aber das haben wir doch auch überwunden. Ich meine, Europa zwischen den Völkern sieht überhaupt kein Krieg mehr kommen. Ich glaube, weder die Franzosen noch die Deutschen hätten irgendwie Bock auf Krieg gegeneinander. Das haben wir durch. Ja. Aber diese Vielfalt der Kulturen hat auch was Unglaubliches, Dynamisches gehabt. Ja, was Innovationen angeht, ob das technisch ist, ob das Kunst ist. Mm. Kultur, immer dieses gegenseitige sich stimulieren. Ja. Dass da die einen fangen auf einmal an, da so tolle Kirchen zu bauen. Boah, wollen wir auch. Und dann bauen wir die vielleicht noch besser und sowas. Ist dann ein unglaubliches Wachstum entstanden, was du in anderen Erdteilen in dieser Dynamik nicht hattest. Das ist auch eine Stärke gewesen von Europa, so, weißt du? Tja, Frank. Und die will man aber nicht mehr haben, so. Ja. Da wäre schon fast mit dem Bild. Vielleicht sollen wir alle zurück an die Elbe ziehen. Und in unsere kleinste, wie heißen die, Barracks? Durch die Gegend schippen und mal Leute anfangen, mal wieder Trade zu handeln. Ja. Also, als Beispiel. Ja. Naja. Nichtsdestotrotz, Frank, man, nee, ohne Scheiße. Das Ding ist, dass aber du hast mal diese beiden Kriege wieder denn erwähnt. Der Erste und Zweite Weltkrieg. Ich meine, offensichtlich war das mal nicht die Menschen, die sich gegenseitig mal kriegen wollten. Natürlich, das wurde wieder angestiftet von dieses Leute, die das Gleiche heutzutage hier in Europa machen. Und man sieht langsam, und ich hoffe, dass man tatsächlich mittlerweile, dass die Leute haben die Schnauze fucking voll. Und das ist, es scheint, dass es kommt zu der letzten Strohhalm sozusagen, weißt du? Mhm. Wo die Leute sagen, jetzt nicht mehr. Mhm. Ich meine, damals so beim Ersten Weltkrieg erinnert man sich natürlich schon an die Bilder,
dass eigentlich in allen kriegsführenden Ländern die Leute auch begeistert waren, dass endlich der Krieg losgeht. Und die sind alle mit Begeisterung, haben die sich freiwillig gemeldet, bitte schickt mir, gebt mir ein Gewehr, damit wir endlich gegen die Franzosen kämpfen können. Und das ist natürlich dann schon irgendwie bizarr. Aber ich glaube wirklich, ganz ehrlich, das hat Europa hinter sich. Das würde ich heute in keinem europäischen Land mehr sehen, dass die Leute da begeistert werden. Jetzt gegen diese uralten Feindschaften oder sowas, wie zwischen Deutschland und Frankreich, das scheint mir, also das ist vorbei, das ist passé, so weißt du. Dadurch haben wir eben im 20. Jahrhundert in Europa alle einen viel zu hohen Preis bezahlt. Ja. Deswegen, weil das wird auch oft angeführt so als Argument, ja, guck mal, wir haben ja, die EU sorgt für den Frieden und so, das ist Bullshit so. Ja. Diese Zeiten von großen Kriegen sind in Europa einfach vorbei, weil die Europäer das gecheckt haben so. Und weil jetzt auch durch diese extreme Modernisierung von Waffen und so, ich meine, wir können uns so einen Krieg nicht mehr leisten. So. Oh, das Frank, man, I don't even want. Das haben wir gesehen, im Ersten, Zweiten Weltkrieg hat ja keiner in Europa gewonnen. Auch Frankreich oder so, oder Großbritannien kann sie ja nicht als Sieger sehen. Die haben alle verloren. Alle haben verloren, ne? Ja. Gewonnen hat das Atlantische Bündnis, aber in Europa hat verloren. Oh, Frank, man, wenn du mal schon anfängst mal mit Waffen und so weiter und so fort. Ich habe mir schon wieder, ich habe dir ja davon erzählt letzte Woche, dass ich mal eine neue Dokumentation, da gibt's mal eine Buch darüber. Das ist von einer Wolfram Bench geschrieben worden. Das heißt das Doppelmord an Uwe Barschel. Mm. You know, die Barschel-Story. Oh my God. Und das ist neue Sache. Warte mal, wieso Doppelmord? Was war ja nur ein Uwe Barschel? Oder haben wir da Doppelgänge so wie bei Paul McCartney? Nein. Die Doppelmord ist so betrachtet, ist das, es fing an, erstmal mit des Rufmord, was natürlich ihm völlig kaputt gemacht hat, und dann das Mord in Genf. Den Rufen, zuerst der Rufmord und dann der, genau, der tatsächliche. Genau, ja, das mit dieser Stoltenberg und der Barschel. Diese schmierigen Agenten, da wie ist der ja, Mauser. Frank, oder der, das ging da, also. Das ging darum, ist das, was passierte dort, wenn ich mal das so, ich habe meine Notizen jetzt für diese Dings nicht dabei, weil das ein paar interessante Dinge, dass ich mal darüber machen muss. Aber es geht in Groben darüber, ist das, Uwe Barschel war das Kandidat, um Kanzler zu werden nach Helmut Kohl, 87. Der war der neue starke Mann, weil der war noch ganz jung auch. Ja, oder? Ganz jung. Charismatisch, Leute haben ihn geliebt und so. Ja. Und der war Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gewesen. Genau. Und das Ding war, ist, dass als er zu diesem Amt gekommen ist, er sollte irgendwelche Waffenhandel-Dinge abstempeln, weil der auch Notar gewesen war, und alles drum und dran, und es ging um dieses U-Boot Handel nach Südafrika, genau, zu die Apartheid Regime. Na, da steckt noch mehr dahinter. Well, das Ding ist, dass als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, diese U-Boote sollten mal in der Werft von Kiel gebaut werden. Und der ist völlig durch die Decke gegangen, weil der hat gesagt, keiner hat mich mal gefragt, und er und dieser Stoltenberg haben eine heftige mal Auseinandersetzung gehabt. War ja auch gegen unsere Gesetze. Gegen die deutschen Gesetze. Man verkauft keine U-Boote in Südafrika. Well, wait a second. Damals. Nicht nur, das war ein Verstoß. Undercover. Verstoß gegen das Grundgesetz. Das war ein Verstoß gegen das UNO-Embargo. Das war ein Verstoß gegen das, Waffen, irgendwas mal Recht in Deutschland, was da gibt. Ich habe, wie ich gesagt habe, das ist in meinen Notizen. Aber das Interessante dabei ist, dass nachdem, dass der sich geäußert hat, der Rufmord fing an, ist das, ja, der ist derjenige, der das alles geplant hat und so weiter und so fort. Wo der war, ist das zufällig darauf gekommen, wo der gesagt hat, what the fuck ist das mal mit U-Booten, die mal hier in mein Bundesland mal hier gebaut werden, mal um illegale Geschäfte. Und letztendlich, was diese Wolfram Bench sagt in diesem Buch, ist, dass Deutschland ist in, ganz Deutschland ist in diese illegale Waffengeschäfte mittlerweile schon längst verwickelt. Das Interessante dabei ist, dass im Auftrag von Israel über Angabe von USA. Und der Grund dafür ist, das wird erklärt, ist, dass
für diese Waffen, die in Nahosten gehen oder zu anderen Krisengebieten, so wie Ukraine und sowas, um das nicht nachzufolgen, dass das von Israel in Auftrag gegeben wird, wird das über Nordeuropa mal reingeschifft, so dass man zu sagen, ha, guck mal, die böse Deutschen oder die böse Dänen oder die böse Belgen, so die haben wir schon wieder. Und das haben wir gesehen mit diesen Schießwaffen, was mal in fucking Italien war, die direkt aus der Türkei, die auf dem Weg nach Belgien waren und dann rüber in Nahosten. Na, und das Gleiche haben wir dann nochmal gehabt in Spanien, wo die 20.000 Uniformen für die ISIS gestoppt haben. Also Frank, da sind wir mal, you know. So ist es. Und da gibt es zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Zum einen hier ganz aktuell, hast du es gehört, letzte Woche hat man einen jungen Franzosen an der, ich glaube es war an der ukrainisch-polnischen Grenze, hat man den aufgehalten. Der hat einen ganzen Lieferwagen voller Sprengstoff und Waffen. Ganzen Lastwagen voll. Okay. Und der selber, der arbeitet irgendwie so bei so einem landwirtschaftlichen Ding oder so. Und das war jetzt so sein Kuhlaster oder sowas. Er war voll mit Waffen, ja. Und das Narrativ, was man uns präsentiert, ist... Der nimmt teil an die Pyro-Games. Nee, das Narrativ, was man uns präsentiert, weil das ist hier, das ist ein junger rechtsradikaler Franzose. Okay. Und der hat eben da aus der Ukraine da Connections gehabt und hat von dort diese ganzen Waffen bekommen, hat die dort gekauft, um dann zur Europameisterschaft in Frankreich Terroranschläge zu machen. Und die Rede ist von Anschlägen. Also das ist auch so eine Wahnsinnsgeschichte, so an sich schon so offensichtlich Quatsch. Dieser Typ alleine, ich glaube, ich habe es irgendwo in der Zeitung gelesen, so eine Zahl von 8 Attentate hatte der geplant. Mhm. Ja. Der hat die ganzen Wagen voller Sprengstoff. Wie bist du das alleine überhaupt einsetzen? Also ich bin da kein Experte und so, aber ich meine, das ist an sich schon... Das ist halt die Story, die man uns präsentiert. So. Aber auf was man da schon hinweisen muss, ist diese Ukraine ist halt auch jetzt mittlerweile durch diesen Outlaw-Status und da im Osten, das ist halt jetzt auch so ein Zentrum geworden für internationale Waffenschiebereien. So. Also, ja, aber nicht nur wo das. Wo auch immerhin dann die Waffen dann gehen sollten, das steht auf einem anderen Blatt, aber... Frank, erleben wir. Aber es gibt auch diese Gerüchte hier, dass die auch mit da gewisse Kreise in der Ukraine auch schon Connections haben zu dem, was man ISIS nennt. Also dass auch diese schon austauschen. Also Frank, ich meine, look, das ist offensichtlich, weil man spricht darüber, ist das durch dieses Operation Saber Strike 16, was in die Baltikum stattfindet, ist das während diese Übung dort gemacht wird, natürlich in die Ukraine. Mit ihrer Waffenstillstand oder Waffenruhe da und sowas, das kannst du mal alles vorstellen, dass das mal in die Hose geht. Weil die würden da sitzen und die würden mal erstmal mehr hier die Eier schaukeln und genauso wie George Carlin gesagt hat, mal eine big fucking dick waving prick party. Ne? Da schwingen die mal mit ihrer Schwänze und sagen, hier, guck mal, wir haben die ganze Alliierten, mal die stehen mal jetzt direkt an die Grenze und jetzt machen wir mal ein bisschen radikal, um den Krim zurückzuholen. Was eigentlich, die wollen mal gar nicht mal zum Ukraine gehören. Und das sagen die Leute selber. So, das ist jetzt schon wieder mal eine motherfucking Ding, ne? Wo ich sage, und diese Poroschenko oder diese Yatsenyuk, die sitzen da und die winken ihre fucking Penis mal in der Luft. Gegen Putin. Und andererseits, ich sage dann schon wieder, wenn wir mal zu diesem Hubble-System kommen werden und diese ganze NASA-Geschichte und Outer-Space-Programm, Frank, ich muss dir mal sagen, ich glaube, die sind alle drin. Die wissen ganz genau, was da abläuft. Und die spielen das nur aus, mal, um uns mal hier eine Mindfuck zu geben. Ja, unstabil zu setzen. Mhm. Unstabil zu setzen, sodass wir selber nicht wissen, wo fucking vorne und hinten ist. Mhm. Das ist meine Meinung. Bevor wir jetzt so unser Intro dann durch haben, eins wollte ich noch ergänzen, jetzt zu dieser Barschel U-Boot-Geschichte. Du hast es ja hier aufgeführt, diese U-Boote gingen nach Südafrika. Ja. Ja, ja. Man weiß ja nicht, ob die in Südafrika geblieben sind. Oh. Weißt du? Und da möchte ich nur mal dran erinnern, dass es auch noch ein anderes Land gab, was auch gerne entgegen allen internationalen Boykott gute Geschäfte gemacht hat mit Südafrika, insbesondere was die Rüstungsindustrie angeht, und das ist Israel. Und Israel hat auf, ich weiß nicht, ob diese U-Boote von Südafrika nach Israel gingen, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Wobei man auf jeden Fall sagen muss, mittlerweile verkauft mir die U-Boote gleich direkt nach Israel. Ja, genau. Also müssen wir jetzt nicht mehr so rumauschlagen. So, diesmal ist halt so, ja, hier kriegt der U-Boot von uns. Aber hey, genau. War eben damals vielleicht auch schon so. Aber was auf jeden Fall eben eine Connection ist zwischen Südafrika und Israel, Südafrika
hat dem israelischen Atomprogramm das notwendige Uran zur Verfügung gestellt in Rauenmecken. Okay. Ja. Das ist ein Deal. Das hat dieser eine, wie heißt er denn? Es fällt mir spontan der Name nicht ein. Es gibt einen ganz bekannten Israeli, der hatte ich glaube die Stadt heißt Diodoma oder so. Das ist so eine Stadt in der Negev-Wüste. Israel ist ein kleines Land, aber dort mitten in der Negev-Wüste, da gibt's auch so ein Nichts, weil einfach gar nichts ist. Und dort haben die so Didoma oder sowas ähnliches. Schreibt's mal in den Chat rein, wer es gerade weiß. Mir fällt's noch nicht ein. Dort haben die so ein geheimes Nuklearprogramm aufgebaut. Und da gab es einen Whistleblower, das ging glaube ich schon in den 80ern. Ah ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, Der hat genau diese Dinge eben erzählt. Der hat mal im Gefängnis gesessen, ich glaube 10, 15 Jahre. Oh yeah, wir haben ja auch in der Sendung schon mal drüber berichtet, weil der festgenommen wurde letztes Jahr oder so. Und der sein Leben lang wird er nicht mehr froh. Ja. Ja. Und der hat eben in diesem geheimen Atomprogramm der Israelis gearbeitet und der hat das halt dann veröffentlicht. Ja. Genau. Und da hat er eben auch darauf hingewiesen, auf diese illegale Connection hin nach Südafrika, wo man zum einen hat Israel Militärtechnologie dem Apartheid-Regime gegeben und dafür haben sie halt aus Südafrika Uran bekommen, so viel wie sie halt gebraucht haben. Ja. Jetzt muss ich gerade mal schauen im Chat, ob es jemand geschrieben hat. Ja. Ah, sehe ich gerade nicht. Ich kann mich auch nicht mehr drauf verlassen hier. Na egal. Ich guck mal gerade in meine Notiz, man. Ich habe mal irgendetwas über Mossad heute. Ja, Dimona, jawohl, danke. Ja, wieder hat's geschrieben, Dimona, genau so hieß diese verbotene Stadt sozusagen in der Negev-Wüste. Genau, danke dir. Wenn jetzt noch einer den Namen schreibt von dem israelischen Whistleblower, der da wirklich jahrzehntelang auch im Gefängnis war, dann haben wir das abgeschlossen. Ja, hier, das ist jetzt zu Uwe Barschel, das ist, wo ich das gehört habe. Über diese U-Boote, die mal in Kiel gebaut werden sollen, da hat man das mal von einem Journalist, wo die ihm vorgehalten haben, dass er diese Journalist angeheuert hat. Aber die haben mal festgestellt, dass diese Journalist hat für die Opposition und gleichzeitig für ihn so eine fucking Deutschlands Watergate. Verstehst du, was ich meine? Und dieser Typ, der hat darüber der hat Geheimakte von dem Mossad bekommen und er wollte mal mit denen veröffentlichen, ne? Und das ist dann der Grund, warum er wie man das sagt eliminiert werden müsste, ne? Und das haben die, weil Frank, kennst du über diese Flugzeugabsturz mal mit Barschel? Ja, das ist auch. Ja, siehst du, dieses Ding ist, dass man spricht darüber, ist, dass das die erste Attentatversuch an ihm. Der flog in eine Cessna mit diesem Typ, der mal mehrmals und von der Black Box hat er immer geschrien. Dieser Michael Heiser hieß der Pilot. Na, der hat geschrien, dim the lights, dim the lights, dim the lights. Und in Mitte von diesem Flugding stand eine Mast. Und der hat das Ding gestoßen und Uwe Barschel ist die Einzige, der das überlebende rauskam. Ja, heftig. Na, und man sagt jetzt darüber, ist, dass das mal eine Attentat ist. Und da gibt's mal eine Tatsache, ist, dass da gibt's mal eigentlich eine Zeugenaussage bei der Staatsanwalt, die eine Ohrenzeuge war, die gehört hat über wortwörtlich, dass ein Mordanschlag an Barschel stattfinden würde. Krasse Story. Übrigens, ja, über einen Flugzeugabsturz habe ich auch noch was am Start. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch in die Sendung einflechten, die Story, aber... ist das von Barschel? Nein, nicht von Barschel, aber auch freaky shit seid ihr. Okay. Antarktis. Ja. Aber hey, hier im Chat, der Chat hat uns wieder unterstützt hier. Holy Knights hat's geschrieben, Mordechai Vanunu, ganz genau. Mordechai Vanunu, das war dieser israelische Whistleblower, der in Dimona gearbeitet hat und der all diese Infos rausgebracht hat und er lebt zwar noch... Weiß nicht, ob er der Mossad war bei Mossad, glaube ich. Oder war der ein Journalist? Oder ihr Techniker oder sowas. Also der hat an dem Ding gearbeitet. Ja. Vanunu, ganz genau. Und der hat das bezahlt. Der ist immer noch am Leben, aber wirklich glücklich und richtig sicher ist der nicht. Ganz schwieriges Leben. So. Ja, krasse Sache. Ja, ja, Frank, also wir haben mal hin und her mal ein bisschen gesprungen. Wollen wir mal eine kurze Musikbreak machen? Eins muss ich noch reinschmeißen. Ja, go ahead. Weil es passt auch, wo wir gerade bei Thema Israel sind. Heute, 8.6.1967, USS Liberty Tag. Heute, vor 1967. Ich kann es nicht genau ausrechnen, ja.
Vor 49 Jahren, jetzt habe ich es ja. Heute okay. Vor 49 Jahren, die USS Liberty wurde heute vor 49 Jahren versenkt. Das ist doch diese Story von diesem amerikanischen Aufklärungskreuzer, der vor der israelischen Küste war, 1967. Da war gerade Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn, also Ägypten und Syrien, glaube ich auch. War das diese Suezkanal-Situation? Nein. Ja, das kam dann auch im Suezkanal. Ja, das war dort auch, glaube ich, war auch in dieser Geschichte. Das ist das, der Sechstagekrieg gewesen. Ist das, wo die Israelis manchmal sich getarnt haben als Ägypter? Ja. Da gab's USS Liberty. Die war ja, aber nicht im Suezkanal. Okay, alles die war, klar. Ist im Mittelmeer alles gewesen. Klar. Weiß ich Bescheid. Wollte man nur dran erinnern, weil es ist 8. Juni. Es ist heute, es ist ein historisches Datum, ja. Und das ist halt irgendwie auch so ein Klassiker, so was man False Flag nennt. Ja. Genau. Für die es noch nicht wissen, das war eben ein amerikanischer Aufklärungskreuzer. So Beobachtungsschiff genau. War das, ne? Nichts, was große Waffen an Bord hat, sondern mehr halt viel Technik, aufklären, gucken, Luftraumüberwachung. Wollten genau. Halt gucken, was dort so abgeht, genau. Weil da gerade der und die Amis, der die waren, Sechstagekrieg, was ja, glaube ich die schon Amis, am Start die, war. Die Amis waren nicht am Starten des Krieg. Die haben man nur beobachtet. Und nur als Beobachter da. Und die Israelis war, also laut der Geschichte, weil die gab's mal hier, glaube ich, auf ZDF für ein paar Jahre mal als Dokumentation, könnte man das mal im Fernsehen sehen über diese USS Liberty. Es geht darum, dass die Israelis, die haben sie irgendwelche so MI, so Mossad oder MI6 haben sich getarnt als ägyptische Krieger und die haben das Boot von den Amerikanern überfallen, um denen irgendwie einzulocken in dieses Krieg hinein. Ja, aber es war jetzt schon ein bisschen krass, es war nicht nur Mossad-Leute, es war ein richtig militärischer Angriff zu Wasser und zu Luft, also mit Torpedos wurde diese USS Liberty geschossen und auch getroffen und auch von Flugzeugen angegriffen. So. Und da sind einige amerikanische Seeleute gestorben. Das Ding wär fast gesunken und wahrscheinlich wollte man es auch sinken lassen. Das war auch das Krasse, dass die amerikanische Regierung da kommt natürlich sofort über die den Notruf, hallo, wir werden angegriffen. So. Ja. Die haben dann die ganze Zeit versucht, da zu schweigen und keine Hilfe hinzuschicken. Allerdings, und das ging auch lange gut, 17 Stunden lang. War dieses Flugzeug, dieses Schiff mehr oder weniger unter Attacke, also nicht permanent, aber innerhalb von 17 Stunden wurde es immer wieder angegriffen, so. Und das Ding ist einfach nicht gesunken. Es gab aber da schon etliche Tote drauf und fette Brände und so, ja. Man hätte es am liebsten eben sinken lassen, damit halt da auch dann alle schweigen, so, damit man dann das vertuschen kann. Ja. Weil die Amerikaner dann schon wussten, dass das die Israelis sind. Das ist relativ schnell klar gewesen, so, ja. Es ist bis heute mir nicht klar, ob man das so machen wollte, ob die Israelis wirklich die Amis täuschen wollten, weil ich weiß nicht, kann ich mir kaum vorstellen, weil das erkennst du dann schon, also wenn du auf so einem Schiff bist, was sind das da für Flugzeuge, sind es jetzt die von Ägypten? Ja, yeah, aber Frank. Wie auch immer, aber dadurch, dass das Schiff nicht versenkt wurde, sondern dann nach 17 Stunden doch ein anderes amerikanisches Boot, dieses SOS gehört hat und die hältst du nicht mehr auf, ich meine, was ist denn Seeleute, wenn da ein SOS kommt, dann fahren die los, da kannst du nicht von Washington aus sagen, hey, ihr fährt jetzt da nicht hin, die fahren da hin. Ja. Und da fahren halt ganz viele Schiffe hin, so, es ist halt so, ja, und nach 17 Stunden kam eben dann amerikanische Hilfe und da war halt diese USS Liberty immer noch über Wasser und einige Seeleute haben das auch überlebt. Ja? Und dann zu Hause, zurück in Amerika, wurden die aber dann alle zum Schweigen gebracht und keiner von denen darf da irgendwas erzählen. Dennoch ist die Geschichte natürlich rausgekommen. Ja? Und ist so die Mutter aller False Flags. Man wollte es den Ägyptern in die Schuhe schieben, um dann der internationalen, der Weltöffentlichkeit zu sagen, hey, die bösen Ägypter, guck mal, die greifen einfach unseren Aufklärungskreuzer an. Geht nicht. Und dasselbe Muster, was man in Vietnam ja gemacht hat. Ja, klar. Diesen, wo man auch da dem Vietcong das so in die Schuhe geschoben hat, diesen legendären Zwischenfall im Golf von Tonkin, wo angeblich eine amerikanische Flotte mit einem Flugzeugträger. From Admiral Morrison. Genau, wo der Kommandant, das wissen manche immer noch nicht, ja, der Kommandant von dem Flugzeugträger und dadurch der Kommandant von dieser ganzen Flotte in dieser Tomkin-Affäre war der Vater von Jim Morrison. Der gleichzeitig dann Jim Morrison. Falls, dass du nicht weißt, wer Jim Morrison ist, das war der Frontman from the Doors, ja. Genau, der gleichzeitig in Amerika so die Counterkultur anführt, so gegen den Krieg. Ja, der Vater ist, ja, es ist eine kleine Welt in den USA letzten Endes auch. Und übrigens, wir haben ja schon über Muhammad Ali gesprochen, ja, der hat den Kriegsdienst verweigert. Ja. Keiner von diesen Laurel Canyon Rockstars hat irgendeinen Draft bekommen, weißt du? Nee, also Jim Morrison muss den Kriegsdienst verweigern. Manche haben das bekommen, was ich mal noch in einem Buch gelesen habe. Und teilweise, die haben sich mal so ausgegeben, als wenn die mal schwul gewesen waren und solche Für die Dinge. War das aber alles ganz einfach. Ja, wenn ja, du als einfacher Mann ich dort rede mit schwul Papa. Gemacht hast, was wäre dann gewesen? Ja, ich rede mit Vater. Keiner von diesen Rockstars ist irgendwie dort in den Krieg gezogen. Ja? Muhammad Ali hätte es sollen. So.
Wobei man spricht. Aber hey, wenn dein Vater halt Admiral Morrison ist. Ja, yeah, you know, aber andererseits hat die Familie schon genug Dienst geleistet. Ja. Frank, wir dürfen auch mal nicht vergessen, ist, dass solche Leute so wie Crosby oder Stephen Stills, das wird denen behauptet, dass die schon in Vietnam, bevor das Krieg mal ausgegangen ist, mal als Agenten. Der Stephen Stills, wenn ich mich recht erinnere, hat es selber so erzählt. Ja. Und das ist auch wirklich dubios, weil er hat erzählt, er hat in Vietnam gekämpft. Aber als der Vietnamkrieg offiziell anfing, offiziell nach diesem Golf- und Tonkin-Incident, zu der Zeit war der Stephen Stills definitiv schon wieder in Amerika. Ja. Und dann stellt sich die nächste Frage, entweder es ist nur eine Angeberei, oder der hat tatsächlich dort gekämpft. Well, aber dann weißt du auch genau, was für einen beruflichen Hintergrund der Mann hatte. Well, da war der halt Eliteeinheit, Geheimdienst. Gute Freunde mit David, so. David Crosby, und der Hintergrund von David Crosby, na, kennen wir mal, das geht bis zu die Vandenbergs. Van Cortlandt. David Van Cortlandt Crosby. David Van Cortlandt. Van Cortlandt muss man mal in die englische Wikipedia eintippen, den Namen. Ja, da kommt ganz viel. Nicht nur das, gucken wir mal an die Declaration of Independence. Ich glaube, der ist eine Fan. Das ist auch ein Van Cortlandt dabei. Ja. Leute der ersten Stunde. Wir haben es doch letztens erst einmal gehabt. New York wurde gegründet als Neu-Amsterdam. Neu-Amsterdam, there we go. Und die Familien, die da am Anfang waren, das waren auch nicht irgendwelche armen Flüchtlinge aus Europa. Nein, das waren schon Leute, die in Holland schon groß waren. Und ich meine, wir driften schon wieder ab. Aber zieht euch den Gedanken rein. Wir haben euch erzählt, wo diese ganzen holländischen Handelsgeschichten herkamen. Ja. Wir haben euch erzählt, wo die Dutch East India Company gegründet wurde. Und wir haben euch erzählt über Holland, das nordische Venedig und so. Ja, das sind diese Venezia Company. Ja, und dann bringen wir lombardische mal das mal Banker. Ein bisschen näher, ne? Royal Dutch Shell und Shell Oil und alle diese Dinge. Ne? Und dann wären wir schon wieder fast bei Bilderberg. Ja. Weil nämlich auch hier der König von Holland ist dann auch am Start hier in Dresden. Tja. Da kannst du mal sehen. Und das ist ein guter Einleit, Frank, dafür. Wir spielen mal ein oder zwei Titel mal erstmal. Vorab machen wir mal eine kurze Pause, Pinkelpause für alle, mal Joints drehen oder Zigaretten anzünden, mal ein bisschen was zu mampfen, mal dabei. Ich weiß, dass du die Munchies hast, ne? Wir spielen mal ein bisschen Music. Gleich geht's los hier, Where is Life? Und das kommt vom Funk is Blue Album von Keziah Jones, denn natürlich viele von unseren Hörern da draußen haben mal mir extra geschrieben, haben gesagt, hey, danke, dass du mir bekannt gemacht hast, mal mit Keziah Jones, der ist mal in Vergessenheit geraten und cool. Ein paar Leute haben gesagt, hey, super geile Musik. Und ich spiele mal heute noch einen Titel von diesem Album und die heißt Where's Life? Und ich sage, wir haben mal jetzt im Moment 21:06 auf der Rock'n'Roll Uhr. Es ist die 8. Juni 2016. Amok Alex und Frank Stoner am Start. Und wir kommen gleich hier zurück auf Radio Emergency und wir hauen mal ein bisschen auf die Bilderberg-Treffen, mal schauen, was da alles so passiert ist. Und diese Liste an interessanten Personen, die dort mal am Start sind, mal ein bisschen zu naschen, mal nachmittags für Kaffee und Kuchen. So, don't touch that dial, stay tuned, we'll be right back here auf Radio Emergency. Yeah, Freaks. Da sind wir wieder, Little Luft Schmitz, man, from the Toys in the Attic Album, with some sweet emotions, ne? Und das hoffe, dass wir geben wir euch mal, heute und jedes Mal, dass wir mal eine Sendung haben, ist ein paar sweet emotions, ne? Wenigstens musikalisch, mal, vielleicht nicht alle Themen sind sweet emotions, aber nicht desto trotz. Davor Keziah Jones from the Funk is Blue Album, man, and, oder Blue is Funk, heißt die Album, glaube ich mal. Where's Life? Und das hast du hier in die Amok Alex und Frank Stoner Show gehört. 21:16 ist das an dieser 8. Juni-Tag 2016. Man, wie die Zeit schon mal vorbeigeht. Hammer. 8. Juni schon, man. Mein Gott. Ja, ist wirklich krass. Ja. Ja, und wir sind hier auf Radio Emergency und wir freuen uns mal, dass wieder eine Menge von Leuten mal an den Start, man. Erstmal schönen guten Abend. Es freut uns tierisch, dass ihr dabei seid. Und morgen geht's los. Morgen ist der Startschuss. Hm. Aber bevor wir zu den Bilderbergen kommen, muss ich noch eins aus dem Chat aufgreifen hier. Okay. Das ist ja wieder Wahnsinn. Wirklich, ihr schreibt so viel. Wir können ja nicht folgen auch die ganze Zeit, weil sonst verlieren wir wieder unseren Flow. So. Ja. Also, es ist wirklich so. Für mich ist es so, wenn ich mich nicht auf dich konzentriere und auf unser Gespräch so, dann verliere ich den Flow. So. Ich kann währenddessen nicht, während du was erzählst, kann ich nicht im Chat schauen. Ja. Dann bin ich automatisch, komme ich dann schon raus irgendwie. Aber hier in der Pause habe ich mal kurz reingeguckt hier. Zwischen all den Bedürfnissen, die wir auch noch zu erledigen haben. Ja. Und Alpha Kaya schreibt im Chat. Schöne Grüße
Grüße aus Venedig. Also, ach so, Venedig. Ja, und, genau. Und ey, das hat mir auf einmal dann so einen kleinen Kick gegeben, weil das letzte, von dem wir da vorhin gesprochen hatten, vor der Musikpause, war doch auch hier über Laurel Canyon und diese Rock'n'Roll-Szene, so Hippie, wie das losging. Yeah. Und über Jim Morrison, okay, dessen Vater der Kommandant war bei dem Golf von Tonkin. Genau, okay. Genau. Und da ist mir plötzlich, der ist mir da eingefallen, hey, bei Jim Morrison, da geht doch die Story so, dass der, bevor die Doors gegründet wurden, genau, soll er doch einen Sommer lang mit ganz wenig Kohle so auf dem Flachdach bei einem Kumpel gewohnt haben und dort die ganze Zeit nur LSD genommen haben. Und dort soll er angeblich in diesen 2-3 Monaten so, soll er, glaube ich, die ersten 20, 25 Doors-Songs geschrieben haben. Okay. Ja, vorher nie Musik gemacht und so, aber auf einmal bang. Na gut, aber okay, mit LSD mag ja alles möglich sein. Es kann ja sein, dass es denen so gebeamt hat. Okay, ja, bin ich ja noch dabei so. Aber jetzt ist mir eingefallen, wo hier Alpha Kai uns Grüße aus Venedig schickt, ja, war nicht die Story so, dass diese Hütte, wo der Jim Morrison die ganze Zeit nur getrippt hat, war das nicht in Venice Beach? Ich glaube, das war in Venice Beach. Ich glaube schon, ja. Venice Beach. Ja. Venice Beach ist auch bekannt als Muscle Beach. Ja, das ist dann, wo später dann auch die ganzen Poser waren und so. Und ja, dann, genau. Schon in den 70er mit Rollschuhen rumgefahren ist und ja, so. Ja, genau. Diese Geschichte, ne? Genau. Ja. Aber Venice Beach. Ich meine, okay, es ist ja vielleicht nur ein Zufall, wie so viele Dinge, aber es ist mir einfach nur eingefallen, ne? Interessanter Link. Können wir also hier in unserer großen Amok Alex und Frank Stoner Saga, die wir jetzt seit 2 Jahren schon stricken hier, bald könnten wir auch wieder so einen Link setzen zwischen dem Laurel Canyon Thema und Venedig Story, weißt du? Venice Beach, Baby. Ja, ich möchte das nur bekannt die geben. Die Acid Bridge. Ich möchte das nur bekannt geben an unsere Hörer da draußen, ne? Da Frank der Einzige ist, der Zucker mit seinem Kaffee trinkt, ne? Ich habe ihm jetzt mal runtergefahren auf Naturbraunzucker, ne? Hoffentlich mal diese Gedanken mal laufen. Ja, aber sag das nicht ehrlich, weil die Leute verstehen es wieder falsch, weil Brown Sugar ist ein Slangwort für hier dieses rohe Heroin oder sowas. Nein, das ist so Brown Sugar. Wenn du die Top von Brown Sugar singen, dann singen sie von Heroin. Ja, aber das ist nicht so gemein, Frank. My friends all told me, something's gonna change your mind. Brown Sugar. Also damit haben wir absolut gar nichts zu tun. Natural Sugars, ne? Unraffinierten. Unraffiniert, ja, weil diese raffinierte, da haben wir gemerkt teilweise... Bio-Rohrohrzucker. Genau. Nicht nur Rohrohr. Rohrohr. Bio-Rohrohrzucker. Ja, Hauptsache süß. Ja, was ziemlich, okay. Hey Frank, was ziemlich roh ist, ist, dass diese ganze Betonpfeiler, dass die mal vor dieses Hotel mal aufbauen. Jetzt, ich weiß es nicht, soll das mal wirklich mal irgendwas mal zurückhalten, wenn es das Shit brennt? Ja, ich weiß auch nicht, du Alex, das hat so viele Aspekte, so dieses Bilderberger-Treffen, was jetzt da morgen anfängt. Bei mir war schon vom ersten Mal, also wo ich das erste Mal davon gehört habe, ja, Bilderberger-Treffen in Dresden, empfand ich zum einen... Wir haben gleich darüber berichtet. Und meine ersten Gefühle, also wirklich, noch nicht mal nichts recherchiert, sondern einfach nur so mein Eindruck, so wie es was bei mir auslöst, ist, zum einen ist es empfinde ich es wie eine Provokation. Yeah. In your face, weißt du? Yeah, yeah, in yeah. your face. Yeah. Nicht nur, weil ich jetzt hier in Sachsen lebe. Es wäre auch, wenn es in Nürnberg wäre, wäre es auch nicht anders. Oder, Frank, oder wir in brauchen Hamburg uns mal gar nicht vorzumachen. Das war gerade nachdem das 70-jährige Krieg und sowas und der Angriff mal auf Dresden und alles drum und dran und diese ganze richtig. Geschichte. Ne? Dresden hat schon eine besondere Symbolik. Das ist auf jeden Fall richtig. Nicht nur das, wir haben auch darüber gesprochen, mal ist das ist auch mal den Heimat von dieser sogenannten Pegida, die mal immer wieder. Ja. In Gespräch mal auffällt, ne? You know, und diese Provokation, ich meine, ich stimme dir zu, ich sehe das auch genauso. Warum plötzlich in Dresden? Interessant ist es, dass, you know, es ist auch da gleichzeitig, als diese fucking Saber-Strike-Übung mal da stattfindet. Ja, auch in Osten Europa dann, ja. Ja, und das ist schon mal klar, also Dresden hat eine besondere Symbolik, aber überhaupt schon allein die Tatsache, dass es auf einmal in einer Großstadt stattfindet, ja, das ist an sich schon heftig, weil bisher war es immer so, und es ist eine Musterdurchbrechung, bisher haben die sich immer zurückgezogen, oft im Wechsel Europa-Amerika, und in Amerika waren sie eigentlich fast immer in Chantilly,
oder Chantilly, sagt man wahrscheinlich dann in den USA, in Virginia. Ja. Das ist dann so, sozusagen ihre Homebase oder sowas. Ja. Und das ist halt echt auch schon ein bisschen abgelegener Ort. Da kommst du nicht so einfach hin. Das ist auf jeden Fall nicht in der Großstadt drin. Und wenn sie in Europa waren, dann waren sie auch immer eher so zurückgezogen. Ja. Mal in den Schweizer Bergen oder letztes Jahr waren sie auch schon in Europa. In Österreich. Ja. Also es ist nie in den Städten. Aber dieses Jahr ist es eine Musterdurchbrechung. Allein, weil es eben zweimal hintereinander in Europa stattfindet. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch wurscht, irgendwo muss es stattfinden. Nee, es ist nicht egal, weil das tatsächlich auch immer schon Teil der Symbolik ist, wo die sich treffen. So. Dass sie sich in Deutschland treffen, lässt dann auch nichts Gutes vermuten. Also zumindest stehen wir da auf der Agenda so. Ja. Und da werden wir dann gleich in ein paar Details noch vielleicht näher drauf eingehen. Aber das war schon mein erster Eindruck. Ja. Und dann habe ich von Anfang an auch grundsätzlich schon die Sorge gehabt, ohne dass ich sage, es ist jetzt so, ohne dass ich jetzt irgendwelches Insiderwissen habe oder so, aber das könnte auch das Szenario sein von einer richtig, richtig miesen Aktion. Du hast einen Haufen super wichtige Leute, scheinbar wichtig, in Wirklichkeit sind sie ja nicht wichtig, ja, aber in dieser Welt, so in diesen weltlichen Strukturen, da sind sie wichtig, super VIP oder so. Du hast einen Haufen zusammenkommen, mitten in der Altstadt, die du so niemals irgendwie so abschotten kannst, wie du es jetzt in den Österreicher Bergen machen kannst oder gar in Virginia, so, ja. Hm. Ich hoffe, dass da nicht irgendein Mist läuft. Irgendeine Art von größerer False Flag, ja. Und, meinst du so Maidan-Situation, Frank? Maidan-Situation, wo man eventuell offen geschossen wird. Ich will jetzt sagen, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber lass uns mal mit offener Karte spielen. Ja, genau. I mean, ist das eine Possibility? Möglich ist alles. Ich habe ja keine genauen Hinweise. Ich habe auch nicht mehr Hinweise als alle anderen auch. Das ist nur mein erster Eindruck gewesen. Frank. Warum machen die es in der Stadt? Du bist auf einmal angreifbar. Jetzt sehen wir da, und du, deswegen kommen wir auf das Thema. Du hast ja gesagt, die haben da jetzt diese Betondinger gemacht. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie groß was auffällt, oder? Nein, genau. Da, ganz ehrlich, da haben wir, wenn du es vergleichst mit den G7, wenn du kommst mal mit einer 7,5 Tonne mal angefahren, mal mit irgendwelchen Sprengstoffen als Suicide, das fucking konkret, das hält gar nichts. Ja, also du siehst das mal alleine auf die Autobahn, wenn die mal irgendwelche Baustellen haben, wenn ein Fahrzeug mal zufällig mal über dieses Ding kreuzt, mal entweder das schleudert das Ding in die Luft oder das kippt um durch die Momentum von das Fahrzeug und das ballert durch, man. Hm. Also deswegen sage ich das, ne? Es hat dieses Dresden, diese ganze Veranstaltung hat das Potenzial, nur das Potenzial, ja. Das könnte die richtige Wiese sein für eine False Flag Aktion oder eben auch so eins von diesen inszenierten Geschichten, die wir in letzter Zeit immer wieder sehen, wo Dinge inszeniert werden, wo vielleicht auch wirklich was passiert. In solchen Ereignissen verlieren zum Teil auch wirklich Menschen ihr Leben und gleichzeitig ist aber manches, was wir sehen, auch nur inszeniert und gar nicht echt. Das ist eine Mischung aus solchen Dingen. Ja. Das könnte man dort, das wäre halt eine gute Voraussetzung. So wie in Frankreich. Es geht sogar so weit, letztens, wir wissen ja noch nicht mal, wer dort überhaupt einfliegt. Kommen die dort wirklich zusammen? Wer ist dort wirklich am Start? Das wissen wir nicht genau. Und hier ist nochmal zu dieser Aktion, dass es vielleicht sowas sein könnte. Ich hab das schon mal erzählt. Als ich das gehört habe, dass es in Dresden ist, das erste, was ich gemacht habe, war auf Google Maps mal zu gucken, wo ist denn nochmal genau dieses Hotel Taschenberg Palais. Naja. Ja. Und mein erster Gedanke war, es ist, glaube ich, in der Altstadt. Taschenberg habe ich irgendwie schon mal gehört. Aber ich muss da nachgucken. Genau, es ist richtig in der Altstadt. Ist das nicht gegenüber von unweit von die Frauenkirche? Ja, unweit. Also das ist genau dort in der Altstadt von Dresden. Das ist wirklich ein Steinwurf dann zum Zwinger und sächsische Könige und so. Das ist wirklich so. Das ist Altstadt Dresden so. Okay. Schauenbergpalais. Okay. Und wenn du deswegen in Google Maps eintippst, ja. Hotel Schauenbergpalais. Ja. Heißt es überhaupt so? Jetzt bringe ich es gerade durcheinander. Taschenbergpalais, Entschuldigung. Taschenbergpalais heißt's. Wenn du das eingibst, als ich das gemacht habe, das war das erste, was ich gemacht habe, weil ich nochmal genau gucken wollte, wo ist die Location so. Und dann gibt dir Google so als Service, weil du das als Hotel eintippst, dann wird dir eine Zahl angezeigt. Das ist der Mindestpreis für ein Zimmer wahrscheinlich oder für eine Übernachtung in diesem Hotel. Ja. Das erste Mal, wo ich das gemacht habe, war dem ersten Tag, hat das angezeigt, 112. 112 Euro. 112. Das ist in Deutschland die Notrufnummer für die Feuerwehr. Genau. War schon, naja, okay, gut. Man nimmt es halt zur Kenntnis, ja. Also, ich nehme es einfach zur Kenntnis. Ja. Wir haben darüber einmal gesprochen, genau. Auch sogar. Dann zwei, drei Tage später oder so, hatten wir doch zusammen Radio mit den Kollegen von, haben wir NASA gemacht, der notorisch abtrünnige Schwarzanstalt. Genau. Und da haben wir drüber gesprochen. Und da habe ich live in der Sendung auch nochmal das geguckt, so. Ja.
dasselbe gemacht. Also das war 2 Tage später. Auch wieder bei Google Maps eingetippt, Hotel Taschenberg, Palais Dresden. Und dann kam das wieder und dann ist der Preis gesunken. Das fand ich schon so cool. Der ist gesunken. Ja. Kaum ist die News raus, dass sie dort die Bilderberge treffen, fallen die Preise so. Es hat nicht mehr 112 Euro gekostet, das Zimmer, sondern 110 Euro. Oh, 110. Okay. 110? Feuerwehr. Polizei. Notruf in Deutschland. 110. Okay. Ja. Ja. Also wir hatten halt 112, 110. Und jetzt pass auf, jetzt gestern oder vorgestern habe ich das wieder gemacht. Ja, jetzt eben wir als Vorbereitung für heute Abend. Habe ich es nochmal angeguckt so. Und was stand jetzt da? Der Preis hat sich wieder geändert. Und jetzt stand da 119 Euro. 119. 9-11. Hautschat, das ist, was ich dort halt, das ist, was da steht. Weil sie können ja nicht den Preis auf 911 Euro machen. Nee, nee, klar, so. Ja. Es kostet 119 Euro. Ja. 119, das ist 11,9, 9,11. Also ich meine, diese Dinge kommen immer im werden auch gern gespiegelt. Das ist ja, wenn wir von 9-11 reden, dann, wir haben es ja in der Show auch schon angesprochen, dann können wir auch durchaus vom 9.11. reden, diesen schicksalshaften Tag, gerade für Deutschland. Der und 9.11. auch für Paul McCartney. Ja, und Paul McCartney auch, da ist auch dieses 9-11. Man weiß auch nicht genau, ist der 11. September gemeint oder 9. November? Ja, genau. Das steht dort 119 Euro. Ich meine, okay, das beweist jetzt gar nichts, das sagt nichts. Ich wollte es einfließen lassen. Ich meine, interessant. Wenn dann irgendwas ist, dann denkt man sich im Nachhinein, boah, guck mal, ja, das haben sie es uns schon vorher gesagt. Ich sage jetzt nicht, dass so kommt. Und ich wünsche es mir auch nicht, weil ich meine, da werden auch Leute ja hingehen. Und das kommt ja schon zur nächsten Frage. Ich meine, gehst du hin, Alex? Nee. Ist ja nicht weit von uns. Also, ich meine, es sind auch Demos und da kommen auch Leute zusammen. Nee, ich gehe dort nicht hin, weil ich habe mal das, was ich mal verdiene, um meine Miete zu bezahlen. Na, ich bin mal auch eine Sklave des Kapitalismus und ich muss mal die Miete bezahlen und sowas. Und da bin ich mal leider beschäftigt. Ansonsten wäre ich mal, ich weiß es nicht, ob ich unterwegs wäre. Ich kann das nicht sagen. Das ist interessant, weil wenn du guckst mal, ich habe mal mehrere Videos dazu gesehen. Das Interessante dabei ist, dass okay, man kann mal betrachten, das so wie man möchte, aber sogar Anonymous in Amerika hat aufgerufen, dort zu treffen bei Bilderberg. Die haben aber ein paar so Bedingungen reingelegt. Das heißt, zero Alkohol. Ansonsten würden die Leute von Anonymous dich gleich dann platt machen. Weil das wollen die nicht sagen oder zeigen. Ja, anständig angezogen werden. Oder weiß ich schon nicht, ob wir dann... Nein, diese krasse Dinge, die haben mal dort... Check it required, weißt du, da kann ich nicht... Die wollten mal einfach mal, dass ich glaube, das macht den Menschen, beziehungsweise den Massen darstellen. Ist schon klar, dass mal die Lumpen kommt, dann, ja, das ist schon richtig. Genau, ja. Und die wollen keine Sachen und die haben gesagt, guck mal, die Polizei nimmt immer Gruppen von Menschen, die mehr als 15 Leute bilden, auseinander. Und die haben gesagt, dass die wollen nur 10 bis 15 Leute in jeder Gruppe haben. Ich meine, Anonymous ist damit in Amerika so fett auf YouTube gewesen. Mhm. Und ich sehe, dass da wird eine Massen an Menschen auftauchen, denke ich mal. Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das habe ich auch mir in den letzten Tagen so versucht zu überlegen, wie viele Leute glaubst du, werden da hinkommen? Na, ich sehe jetzt auch nicht wirklich überwältigend in den deutschen Alternativen, dass das jetzt permanent überall thematisiert wird. Und das sehe ich auch nicht wirklich. Also ich meine, klar, die einen oder anderen sprechen schon an. Well, look, so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so großartig so eine Dynamik hat, dass jetzt, sagen wir mal, wirklich die Mehrzahl von denen, die sich so mit Themen beschäftigen wie wir halt hier, Frank, dass wir sagen, da müssen wir alle hin. So. Du musst mal es ist auch die Rammstein-Geschichte, das ist auch diese Ja, Sache, genau, ja. Und das ist, was ich meine. Ich meine, das sind auch solche Dinge, ist das, wo so diese Menschenmassen, die werden auch mal verteilt. Wo die Leute, ich meine, eigentlich hat das mal das eine und das gleiche damit zu tun.
Aber das sind manche Leute, die denken, dass eine Sache ist viel wichtiger als die andere Sache. Und dazu würden die mal ihre teilnehmen. Ich bin gegen alle diese Geschichten. Gegen die Bilderberg, ich bin mal gegen diese Rammstein-Ding, ich bin mal gegen diese Amerikanisierung und dass die mal die Deutschen sagen, was die mal tun müssen. Und diese Aufträge von diese Kriegshetzung und so weiter. Aber ich denke, dass mein Platz ist hier. An Mikrofon, weil ich bin so bescheuert in meinem Kopf, dass ich versuche mal alle möglichen Wege, die Leute weiterzugeben, zu überlegen und zu denken, bevor die eine Entscheidung treffen. Viele Leute fragen mich, hey, du hast dich geoutet als Flat Earther. Und ich sitze da und ich sage, nein, wo willst du wissen, was ich denke? Ja. Ich sage, das sind die Möglichkeiten, ne? Und wo ich mal tendiere zu gehen, das ist mal meine eigene Meinung. Und wenn die Leute das wissen wollen, dann sage ich denen. Und wenn nicht, Ja, und selbst wenn es so wäre, ich meine, wir leben in einer Welt der Vielfalt. Also ich meine, man kann doch nicht Leute nur wegen irgendwas in ihrem Leben gleich komplett in eine Schublade stecken. Ah, du bist Flat Earther. Ja, du bist Mönchengladbach-Fan oder so. Das ist dasselbe so. Ich meine, vielleicht ist der Mensch so viel mehr. Bei der Sache hat er vielleicht eine Meinung, die dir nicht gefällt. Na gut. Und? Aber vielleicht hört ihr dieselben Lieblingsbands oder so. Ich meine, das geht doch nicht. Die Leute da so simpel dann immer gleich Stigma drauf, bumm. Ich meine, das ist so. Aber you know something, das ist ein gutes Keyword, was du gerade gesagt hast. Fächer, ne? Denn ich, was hier bei Bilderberg stattfindet, man kann in einer Fach, was wir darüber da, gesprochen haben, spezifisch, diese Project Bluebeam. Und wie ich mal dazu aufkomme, also für die Leute, die das nicht wissen, was Project Bluebeam ist, bevor ich das mal jetzt erkläre, weil es braucht mal Zeit, ich empfehle immer, unsere Sendung anzuhören, mal auf YouTube, über Project Bluebeam. Und warum ich das in Relation jetzt mal zu Bilderberg bringe, es geht um Folgendes, ist, dass wir sehen verschiedene Chaos in dieser Welt jetzt mal am stattfinden und Durcheinander, Spaltungen und alles drum und dran. Und in dieser Project Bluebeam Sendung, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kommen wird. Und interessant dabei ist, dass bei diesem Bilderberg-Treffen hat der Ingenieur, ein von unseren Hörern, vielen Dank erstmal für diese Information, hat mir das mal hier geschickt. Und ich lege das einfach so raus und du kannst mir mal die Verbindungen für dich selber mal zusammenstellen. Eine Chris Hadfield, eine Astronaut, nimmt teil an diesem Bilderberg-Treffen. Michael O'Leary, das ist der Vorsitzende von Ryanair, nimmt teil an diesem Bilderberg. Thomas Enders, das ist Vorsitzender des Airbus-Gruppe. Demis Hassabis, Neurowissenschaftler, künstlicher Intelligenzforscher und Softwareentwickler, nimmt teil an dieses Bilderberg-Treffen. Martin Vetterli, Fachmann für digitale Bildtechnologien. Melody Hobson, Vorstand von DreamWorks Animations. Und nur nebenbei die Frau von George Lucas. Und außerdem CEOs von Telekom-Unternehmen aus Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Nur mal die Frau, ist es die Frau von dem George Lucas, der auch, dem George Lucas, der auch, Lucas der auch 1969 Limited auf dem Altamont Festival gefilmt hat? Ja, wie beim Rolling Stones Konzert. Hier die Hells Angels einen Schwarzen abstechen. Frank, alles ist möglich. Der mit den zwei Sonnen. Frank, alles ist möglich heutzutage. Wenn du mich mal fragst, ich glaube, das war sein Klon. Ja, genau, ja. Das war sein fucking Klon, das war nicht George Lucas. Wir können das mal. George Lucas oder sein Klon. Ja, egal. Okay, die ist eine Frau. Wie heißt sie nochmal? Über den Namen von der Mary Hobson, warte mal, Melody Hobson. Und die ist, was nochmal? Vorstand von DreamWorks. DreamWorks, das ist auch so ein großer Filmgeschichte, die so diese Animationsfilme machen. Ja, nicht nur. Man erkennt DreamWorks dazu, ist das, weil
du siehst, wo einer beim Angeln, wie heißt diese Dinge? In Englisch heißen die Floats. Das ist so eine rot-weiße Kugel. Der Köder, sitzt. So der. Der nein, nee, nein. Der wie heißt das so? Der Wackler oder der Schaukler? Ja, ja. Das ist das Ding. Und das, wo du siehst, dass jemand anbeißt, ja. Ja, genau. Also. Und das landet so ins Wasser und dann du siehst so einen Junge, der sitzt so eine Halbmondkreis. Na, mit seiner Angelstock. Und das ist der DreamWorks-Logo. Ah, ja, sehr schön. Ja. Ja, ja. Wir haben euch am Haken, ja, Leute. Schein und Sein, Hollywood, was Neues. Ja. Also. Aber interessant, ich meine, okay, du hast jetzt hier, das sind ja viel mehr Leute auf Bilderberg. Warum hast du jetzt diese Namen so? In welchem Zusammenhang siehst du die hier? Project Bluebeam. Project Bluebeam. Wir haben mal darüber gesprochen. Ich meine, also Leute, das leitet uns mal so in etwa mal an diese Hubble-Geschichte. Oder skim das ran mal, das, man könnte davon mal einleiten. Es geht darum, ist, dass man diese Bluebeam, Project Bluebeam, na, wir reden über diese holographische Darstellungen, wie das man eigentlich in Alien Attack sehen soll. Und jetzt haben wir mal ein Gespräch mit dieser Hubble und nach dem Gespräch sitzt man dann im Zweifel, ob das Ding mal überhaupt existiert oder nicht, aber dazu kommen wir nachher. Aber das Thema ist sozusagen Fake oder Illusion. Illusion. Ja. Und, was ist und, Schein und Sein? Was ist echt und was genau, ist nicht echt? Und meine, ich meine, guck mal, das bringt uns zu 9-11. Na, there were no planes. Man spricht über holographische Darstellungen. Zaubertrickser. Ja, genau. So und, wie und, David Copperfield. Und, so. Und wir haben mal das mal Big auch Style. In diese Project Bluebeam und auch mal mit Chemtrails mal festgestellt, dass die haben zwei bestimmte Chemikalien, dass die benutzen. Apropos Chemtrails, da ist ja Ryanair auch immer schon lange im Gespräch. Mehr, ja. Ryanair und Chemtrails, ich weiß nicht, aber es ist Frank, ganz viele Leute bringen das Frank, in Verbindung. Frank, deswegen sage ich das. Deswegen sage ich das. Na, und wir reden über diese zwei Chemikalien, die ausschließlich mal für holographische Darstellungen, wo keine Bildschirm oder irgendwelche Abdeckung von gebraucht wird. Siehst du? Da sind wir wieder bei dem, wo wir letzte Woche drüber geredet haben. Wir haben ja doch erzählt, da haben wir noch viel über das Wetter geredet. Und wir haben gemeint, dass diese Chemtrails eben die Leitfähigkeit erhöhen. Ja. Und das hat natürlich zu tun damit, diesen Unwetter, Wettermanipulationen und Blitzen und all diese seltsamen Dinge, die da ablaufen. Und auch da, hey, da kam gute Resonanz auch von manchen Leuten, haben uns angeschrieben, haben gesagt, haben Ähnliches berichtet. Und das freut mich zu hören, weil dass ich sie nur alleine so sehe. Ja. Weil, ich meine, ich bin aus dem Alter raus, wo ich da mir selber zweifle, weißt du? Ich nehme die Dinge wahr, wie sie sind und dann ist es für mich so, ja. Mhm. Aber ja, du trotzdem gut zu hören. Das ist, andere Leute empfinden es genauso so, hey, boah, das, die beobachten es, es sieht anders aus als früher. Ja. Ja? Aber ja, es geht um Leitfähigkeit. Und genau die gleiche Leitfähigkeit bräuchte man, wenn man dann eben für so David Copperfield Big Style Tricksereien am Himmel irgendwas erscheinen lassen will, was da nicht ist. Ja. Dazu brauchst du sozusagen die Leitfähigkeit. Das ist so wie die Leinwand, die aufgespannt werden kann, genau. Auf die man dann mit welcher Technik auch immer diese Bluebeam Illusionen dann hervorrufen genau. kann, ja, über die wir da gesprochen genau. haben. Und die Typen sind ja alle so schön vereint. Ja, ja. Ja. Und du ja. siehst das, alles hier. Du siehst mal hier mal vor allem hier künstliche Intelligence Forscher, Softwareentwickler. Neurowissenschaftler, das ist natürlich da eine fucking... Neurowissenschaftler. Ja. Na? That's working with the brain. Verstehst du, was ganz ich genau, meine? Ganz genau. Das ist sehr That's working richtig, with ja. the brain, man. And das ist genau, was ich mal meine, Frank. Und also, you know, je mehr dass man sagt, ah, das ist alles Conspiracy Theories und so weiter und so fort, ist, wenn man ein bisschen von Technik oder sowas mal versteht, zum Beispiel auch mal mit diesem Gespräch, wo über das Hubble-Antenne mit dieses Deputy Manager, du wirst mal hören, ist das für einen normalen Laien heutzutage, wenn er nicht etwas Ahnung von Physik oder Mathematics hat oder sowas, ist es natürlich alles zu viel für ihn, das mal zu digestieren. Verstehst du, was verdauen, ich meine? Ja, ja. Zu verdauen. Na, ich meine, für manche Leute, die können nicht so weit mal rechnen oder sowas. Das geht darum, ist das okay? Ich glaube, dass das liegt an die Imagination an den Person und natürlich auch in welcher Fächer der sich befindet. Because skills, das ist das, was wir alle haben. Ja. Das ist Skills. Und wenn für Leute, die mal mehrere Dinge machen können, mit Technik arbeiten oder irgendwas bauen und mit die Hände oder sowas, mal diese logisch denken. Wenn man diese Fähigkeit hat, na,
das zu machen, man sieht Dinge komplett anders und es ist einfacher zu verstehen, der Technik und die Philosophie dahinter. Genau. Kannst du ja, lass es uns eben selber rausfinden. Das ist auch unsere Einstellung, die wir hier haben und viele von unseren Hörern. Ja. Lass es uns selber rausfinden. Vertrauen wir auch mal uns selbst so. Ja. Und nicht immer nur warten, was uns irgendwelche Experten erzählen, weil wir mittlerweile eben merken, ey, die Experten, die erzählen so oft einfach nur Bullshit oder sie lügen sogar bewusst. Frank, ich Deswegen müssen wir das selber drüber sprechen. Auch wenn wir vielleicht mal den einen oder anderen Fehler begehen, auch mal Dinge falsch machen. Hey, aber wir gehen den Weg zusammen. So. Ist die einfachste Erklärung, das mal zu zeigen, was ich mal meine damit, ist das, guck mal, deine Waschmaschine geht kaputt. Na? Du hast keine technische Ahnung, du guckst mal rein und du sagst mal, oh Scheiße, du rufst mal den Reparaturtyp an, der kommt rein und er sagt dir als Experte, oh man, die ganze Schaltung ist mal abgebrannt und sowas und das ist eventuell nur ein oxidierter Kontakt. Wo ein bisschen Feuchtigkeit mal durch die Waschmaschine, von was auch immer, und das braucht man nur mal wieder sauber gemacht zu werden, angesteckt und da, 60 Euro. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Alex, ich gehöre zu den Typen, so, weil ich muss ja schon, wenn was für sich vom Ikea so Nachtregal zusammenschrauben, dann muss ich schon meine Frau zu Hilfe rufen. Aber das ist zu den Typen gehört. Nee, ich verstehe. Aber hier, das ist die andere Ding. Das ist, wo die Freundschaft und das Mitmenschen hinkommt. Ist, dass du kennst aber Leute. Du kannst mich anrufen. Du hast mal sicherlich auch einen anderen Freund oder Kumpel, der sich mal ein bisschen damit auskann, der dir dabei helfen kann. Und das ist das Basics, was ich versuche dir jetzt mal zu erklären, wo wir versuchen auch mal die Leute mal dort draußen zu bringen, ist, das ist diese Basics, wo wir mal zurückgehen müssen. Ja. Eine Hand nimmt die andere. Genau. Und wir schaffen das zusammen. Ne? Als Kreis, genau. Wir haben vorher so von den Pyramiden geredet, aber unser Ding ist als Kreis. Also, ja. wo jeder ist ein Individuum, jeder hat was Eigenes, jeder ist ein eigener Charakter, ein eigener Mensch, weißt du, so eine eigene Seele, ja. Und als Kreis sehen wir dann, okay, das ist unsere Gemeinschaft und dann, ey, da können wir alles schaffen. Absolutely, man. Und so ist halt das ist die Einstellung, mit der wir jetzt in dieser interessanten Zeit, in der wir leben, mit diesen ganzen Lügen und den einfallenden Denkgebäuden umgehen. Wir machen es als Kreis. Also ich muss mal sagen, ich bin ein 60er Kind. Ne? And I gotta tell you something, man. Die letzten 10 Jahre, also ich weiß es nicht, ob ich das jetzt mal schneller, die Zeit geht vorbei, schneller empfinde, da ich mal fast ein alter Sack bin. Aber so viel Excitement. Ja. So viel Excitement habe ich schon lange nicht mehr gehabt, hey. Ja, sag ich auch, das geht mir auch ganz ähnlich. Oder? Ich hab auch krasse Zeiten. Okay, ich hab mal den Nachkrieg mal ein bisschen. Ich bin ein Auslauf der Hippies. Aber ich sage, ist das so viel Excitement, Alter. Da habe ich mal schon lange vielleicht nicht mehr gemacht. Vielleicht ist auch tatsächlich 2012 was passiert ist. Ne? Damals 2012 war ja für die meisten enttäuschend. So, es ist nichts passiert an diesem zur Wintersonnenwende 2012. Ja? Ja. Aber vielleicht ist da doch was passiert. Weil tatsächlich, ich meine, die Dinge sind ja in jedem Fall im Fahrt. Aber sei es wie es sei, ich wollte mal noch zurück zu Bilderberg. Ich wollte mal einen von den Namen aufgreifen, die du hier vorgetragen hast. Erzähl hier. Mal. Demis Hassabis. Okay. Hassabis, ne? Hassabis. Ist aber Engländer. Mhm. Ja? Der ist der Gründer und heute CEO, also Vorstand von einer Firma, die heißt DeepMind. DeepMind. Ah ja. Und das ist auch interessant. Ich hab jetzt hier mal den Wikipedia-Eintrag auf Englisch. Ich lese es mal vor. Ich lese es mal vor und danach können wir so das vielleicht noch auf Deutsch irgendwie zusammenfassen. So. Mhm. Die Firma heißt jetzt übrigens Google DeepMind. Ja? Also die wurde gekauft 2014 von Google. Also jetzt heißt sie Google DeepMind. Okay, jetzt geht's los. Zitat. Google DeepMind is a British artificial intelligence company founded in September 2010 as DeepMind Technologies. It was renamed when it was acquired by Google in 2014. The company has created a neural network, a neural network that learns how to play video games in a fashion similar to that of humans, as well as a neural Turing machine or a neural network that may be able to access an external memory like a conventional Turing machine, resulting in a computer that mimics the short-term memory of the human brain. The company made headlines in 2016 after its AlphaGo program beat a human professional Go player for the first time. Das ist DeepMind. Eine professional was? Go. Dieses Go ist dieses die chinesische Spiele mit also so das ah diese Steine mit, ja mit ja diese Steine auch schwarz-weiß ja. wo man sagt, dass das halt noch komplexer ist als Schach und noch mehr
potenzielle Möglichkeiten hat. Also es ist dann eben mathematisch noch krasser als Schach, weil Schach ist es schon seit ein paar Jahren, das habe ich hier, weil diese mit Deep Blue oder wie hieß dieser Computer, der die Weltmeister geschlagen hat. Aber jetzt eben dieses Jahr, und wir haben es glaube ich auch erwähnt hier in der Sendung, das war keine Nachricht. War das Boris Spassky? No, Bobby Fischer. Ah ja, das Bobby, ist auch geil. Bobby Fischer hat das mal. Hey, Alter, warte mal, das war die große Schachspiel damals. Ich habe mal gerne damals, Schach gespielt. Ne? Boris Spassky und Bobby Fischer. Und Bobby Fischer, glaube ich, hat Deep Blue geschlagen. Ja, ja, aber später hat er dann Deep Blue, also mittlerweile haben die alle geschlagen. So. Und sie haben es jetzt eben dieses Jahr, diese AlphaGo von eben diesem Bilderberger DeepMind, die haben eben das erste Mal in der Geschichte einen der Weltklasse Go-Spieler geschlagen. Und das ging bisher nicht, weil Go ist noch komplexer als Schach. Mhm. Aber jetzt auch das. Und was stand jetzt drin? Also diese Google DeepMind ist eine Firma, die baut in künstliche Intelligenz Neural Networks. Wie nennt man sowas? Ein neurales Netz. Hey, da gehen bei mir die Alarmglocken hoch, weil Neural, du hast es vorher erwähnt, das ist auch ein Neurobiologe da. Neural ist eigentlich ein Begriff aus der Biologie. Das hat man mit... Well, so Nervensysteme. Ja, yeah, well, das Neural ist das eine lernfähige, ich würde das übersetzen als eine lernfähige Intelligenz. Ja, wahrscheinlich, genau. Das ist, was da gemacht werden wird. Das ist wirklich... künstliche Intelligenz, die so von sich alleine lernt. Genau, die unsere Art, unser Gehirn versucht nachzumachen, ja? Genau. Indem es lernfähig ist, also nicht mehr nur das, was du programmierst, geht dort rein, sondern lernfähig. Und das machen die dann so spielerisch natürlich. Ja, guck mal, da kann dann der Computer ganz super spielen und so und sogar Go. Frank. Wir haben letztens erst drüber geredet, über diesen tollen Chatbots, die es jetzt gibt. Weißt du, Frank, mit denen kannst du dich unterhalten und das so. Das ist was dahinter steht, diese DeepMind. Nee, aber DeepMind ist die Firma, die mal, weißt du, das ist hier die Oberfläche. Ja, das ist hier die Oberfläche. Ja, das ist die Oberfläche. Weißt du, was dahinter steckt? Ja. I bet you fucking Jade Helm 15 steckt dahinter. Weil das ist dieses Programm, das die benutzt haben, um festzustellen, ob du mal eine feindliche mal Gegner bist oder nicht. Richtig. Und bring das jetzt noch zusammen, das ist sozusagen diese Geschichten sind letztens ja nur die Software dann für diese Supercomputer, über die wir auch schon gesprochen haben. Wie ist die nochmal? P-Wave, glaube ich. Nur ein Zufall. Die zufälligerweise so die Form haben eines schwarzen Kubus. Ja. Aber hey, das ist halt ein schönes Design. Ja, zeitlos, schön. Und dann, absolutely. Ich glaube, P-Wave ist ein Quantencomputer. Das ist die Hardware. Und das ist die Software. So arbeiten diese Dinger mit. Und sie stellen den Menschen nach. Sie wollen den Menschen innerhalb von sozialen Netzwerken, also da, wo du dich nicht wirklich Auge in Auge siehst, wo du chattest, wo du auf Facebook bist, wo du Followers hast, wo du vielleicht eigene Seiten gründest. Das ist, was da jetzt reinkommt. Verstehst du? Es wird, vielleicht, wie sehr das jetzt schon ist, wissen wir nicht. Wie viele Leute, die in Facebook schreiben, vielleicht gar keine echten Leute mehr sind. Aber das ist, wo die Reise dahin geht. Um Meinung zu kontrollieren, um zu steuern. Denn das führt uns jetzt mal hier, gehen wir mal weg von den DeepMinds, so, aber wir halten es mal so im Kopf so. Ich habe ja auch nochmal so die 10 Themen aufgelistet. Das habe ich aus theactivistpost.com. Okay. Activist Post heißt es. Mehr ist nur eine Seite, ist eine Plattform. So. Ja, ja. Und die haben auch die Liste rausgegeben von allen Teilnehmern. Und unter anderem haben die diese Themenliste hier rausgebracht. Ja. Mhm. Es sind 10 Themen, die auch in der Tagesordnung stehen dieses Mal. Ja. Ich lese sie mal vor. Das erste ist Current Events, also aktuelle Ereignisse. Das zweite ist China. Das dritte ist Europa. In die Unterpunkte Migration, Growth, Reform, Vision und Unity. Ja. Viertes Thema ist Middle East. Fünftes Russland. Sechstes US Political Landscape, Economy, Growth, Debt, Reform. Auch sehr interessant, da sollte man darauf eingehen, gell? Yeah. Das siebtes Thema ist Cyber Security. Oh ja. Jetzt wird es langsam spannend. Aber Security ist immer so, wir müssen immer hinter die Begriffe gucken, ja? Cyber Security. Ja. Es geht um Kontrolle. Cyber Control müsste da eigentlich stehen. Also, versteht ihr? Cyber Security müssen wir übersetzen als. Genau, die wollen uns schützen. Ja, genau, natürlich. Vor den bösen französischen von die bösen, Nazis. Genau. Ja, genau. Achtens, Punkt 8 ist Geopolitics of Energy. Okay. Das ist auch interessant hier. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. And Commodity Prices. Neuntens, und das ist wirklich, das ist der spannendste Punkt, finde ich, in der ganzen Liste hier. Neuntens, Prekariat and Middle Class. Zehntens, Technological Innovation. Okay, bevor wir so die richtig heißen Dinge kommen, möchte ich nur mal darauf hinweisen, bei den Punkten 3 und 6, Europa und USA, in beiden kommt das Wort Reform vor. Reform. Yeah. Reform.
Dinge in eine andere Form bringen. Ja? Was Neues. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Ja. Das ist, was wir schon dauernd auch sagen, wie so viele alternative Medien. Wir sehen es, wir spüren es. Es wird tatsächlich das Alte eingerissen. Ja. Und es wird reformiert von Leuten von außen. Es kommt nicht von unten. Es kommt nicht vom Volk. Es wird von außen gemacht. Wir haben über diese Leute gesprochen. Barbara Spector und wie sie alle heißen. Ja. So. Ja. Reform. Die hat wörtlich gesagt, Sweden must be reformed. Ja, genau. Es wird passieren. Für alle Hörer da draußen, man kann diese Namen eingeben in YouTube und da gibt's mal auch diese Rede von denen. Ich weiß es nicht, wie viele von denen deutsch übersetzt worden sind. Aber Barbara Spector, right? Barbara Spector ist das. Wenn ich mich richtig erinnere, wie heißt diese Susan Fitz, diese Bankierfrau? Catherine Austin Fitz, aber die Catherine Austin. Bringst du die in den Zusammenhang, weil die ist ganz Nee, weil sie macht auch diese Videos, wo wir immer darüber sprechen, über wie Gelder gespendet werden und sowas. Sie ist ein Insider und sie spricht da raus. Wobei, du hörst mal, siehst du mit diesem Bilderberg, jetzt zurück mal, was du gesagt hast in die Innenstadt, was Spekulationen und mal das Provokationen und so weiter. Was ich dazu sagen wollte, ist, dass das wird immer darüber gesprochen, ist, dass diese Elite zeigen sich immer mehr an frontal. Ob das mal durch Symbolik ist, durch die Musik, durch das, was im Fernsehen sitzt, man sieht und so weiter, dass die zeigen sich offen immer mehr. Na, und meine Frage ist, dass das könnte auch mal ein Zeichen davon sein, warum Bilderberg, dass die sagen hier zu den Leuten, ha, quasi, das ist ein Zeichen, du kannst mal das sowieso nicht ändern, wir haben die Oberhand. Weißt du, in dieser Art Provokation, Frank. Ja, genau so. You know, so jetzt mal kurz. Und deswegen sage ich mal, deswegen erlaubt sich so eine Frau wie Barbara Spector, okay, dieses Telefonat, was sie gemacht hat mit der Typ in der Ukraine, das ist eine andere Geschichte. Aber das, was sie öffentlich gesagt hat, also das sind Dinge, die man einfach für bare Münzen nehmen muss. Welches Telefonat in der Ukraine? Na, wo sie mal mit dieser, war das nicht die Spector? Nein, da schmeißt sie zueinander. Das war die Nudelberg. Victoria Nuland. Ja, Nuland. Okay. Die Frau von Ronald Kagan. Aber das ist auch so eine Frau. Kann man übrigens schön zusammenspielen, weil ja genau, Victoria Nuland, ich meine, es passt jetzt eigentlich gar nicht hier rein, aber irgendwo auch schon, weil das ist ja die Frau von Robert Kagan. Ja? Robert Kagan war ja hier einer von denen, von diesen, wie hieß das nochmal, Project for New American Century oder sowas, die dann auch so dieses 9-11-Ding so gesagt haben, ja, wir brauchen ein neues Pearl Harbor eventuell, um das so dauert jetzt mal. Ja, nur so mal ran, weil das hat damit zu tun, weil jetzt, bei dieser jetzigen Bilderberg-Konferenz ist eben so eine Gruppe am Start, die hat so einen ähnlichen Namen, also es ist so ein ähnlicher nicht Think Tank, sondern so eine Politgruppe, die nennen sich, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob ich es zusammenbringe, Project for New American Economy oder so. Oh, really? Weißt du, deswegen, und da kommt noch nichts Gutes. Weißt du, da kannst du nichts Gutes erwarten. Reform. Ja? Bei Amerika steht Growth, Debt and Reform. Das ist interessanter. Aber hey, nur darauf hingewiesen. Zweimal kommt das Wort Reform vor in diesem Programm. Ja? Aber hier, der Punkt 8, das finde ich auch richtig interessant. Geopolitics of Energy. Allein schon die Formulierung. Of Energy. Also Geopolitik, wie will man das ersetzen? Energiegeopolitik. Geopolitik, ja, genau. Wo es um Energie geht. Ja. Leute, wir haben es euch gesagt. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Es ist vielleicht das Ende des Petrodollars, steht an. Ja. Ich glaube, das ist, was hier gemeint ist. Geopolitics of Energy. Ich weiß es ja nicht, aber es ist meine Einschätzung. Ja. So. Wir haben da oft darüber gesprochen. Und wir haben es auch letztens erst, war doch erst letzte Woche da, wo alle in Deutschland sich so gefreut haben, ja, hier Monitor auf ARD bringt jetzt neues Narrativ bei 9-11. Sie haben wieder eine Zwiebelschale abgelegt. Neues Narrativ! Keine Frage, dass sie jetzt 16 Jahre, 15 Jahre uns Bullshit erzählt haben. Ja? Aber nein, jetzt erzählen sie euch die Wahrheit. Monitor in Enthüllungsjournalismus, investigativer Fernsehjournalismus in Deutschland. Ja? Gebührenfinanziert von euch. Ja. Von uns allen hier. Ja, genau. Ja, Monitor, nein, nicht von allen. Es gibt auch Rebellen unter uns, die nicht bezahlen. Aber egal, Monitor hat ja dieses neue Narrativ gebracht jetzt. Die Saudis. Die Saudis waren da tatsächlich in der Täterschaft involviert. Okay. Nicht wirklich neu. Aber neu ist, dass es jetzt öffentlich wird. Und wir haben darüber schon vor ein paar Wochen gesprochen, dass es in Amerika schon in den Medien immer mehr diskutiert wird. In Washington Post schreibt es öffentlich so, dass diese Saudi-Connection, ja, da ging es auch um diesen
um diese Untersuchung, die sie im amerikanischen Kongress gemacht haben, wo dann da ein paar Seiten gesperrt sind, weil das nur um die Saudi-Connection ging und so. Das kommt jetzt raus. Wir haben euch da schon erzählt, dass wir eben spekulieren oder so halt einschätzen, ne? Das wirklich zwischen, genau, dass diese ganze Saudi-Arabien-Geschichte ist am Ende. Das wird nicht mehr lange sein. Auch diese Saud-Dynastie ist am Wanken, ja. Und vor allem geht's dort um den Petrodollar. Und wir werden das Ende des Petrodollars sehen. Wir haben euch erzählt, wie die Ölgeschichte angefangen hat. Ja, mit der großen Alkohollüge, genau, ja, mit hier Rockefeller, wie das alles losging mit dem Öl, haben wir euch erzählt. Mit diesen Schmierstoffen und alles drum und dran. Und wir haben euch, und wir wissen auch, Rockefeller, es war doch erst vor ein paar Wochen, da hat der Rockefeller gesagt, na, wir ziehen uns jetzt zurück aus dem Ölgeschäft. Ja. Die haben das Ding angefangen und die werden es auch beenden. Und, das steht jetzt an, ja. Geopolitics of Energy. Ja. Ja, Bilderberg, ja, interessant, ja. Aber jetzt ist es wirklich krasse. Nee, weil uns das wieder zu dem führt, mit dem du hier eingeleitet hast. Ja, also diese ganzen komischen Hightech-Geschichten und so. Der Punkt Prekariat and Middle Class. Punkt 9. Ja. Ja. Und danach kommt dann Technological Innovation. Ja. Das ist krass. Dieser Begriff Prekariat schon. Hast du den schon mal gehört überhaupt? Ich versuche, wie... In Englisch mal, im Amerikanischen, hast du das schon mal gehört? Precariat oder so? Ich bin mir sicher. Es tut mir leid, aber ich weiß es nicht jetzt, was kein, das bedeutet. Ist kein häufiger Begriff. Also gerade im Englischen nicht. Und im Deutschen ist es interessanterweise schon seit ein paar Jahren am Start. Und mir fällt es jetzt spontan nicht mehr ein, welcher von diesen Politikern in Deutschland diesen Begriff als erstes eingeführt hat. Aber es ist noch nicht so lange her, Alex. Aha. Das ist wenige Jahre her, dass erstmals von einem Prekariat gesprochen wurde. Und das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich fieser Begriff, so, wenn du da mal guckst. Ich habe jetzt hier wieder nur mal bei Wikipedia geguckt, was dort unter Prekariat steht. Ja? Und da steht, ich lese mal vorher, ja? Prekariat ist ein soziologischer Begriff für eine soziale Gruppierung, die durch Unsicherheit im Hinblick auf die Art der Erwerbstätigkeit ihrer Mitglieder gekennzeichnet ist. Die Bewertung dieser Unsicherheit als prekär akzentuiert den Aspekt, dass Lebensverhältnisse schwierig sind, bedroht werden oder zum sozialen Abstieg führen können. Mit dem Begriff Prekariat werden Gruppierungen bezeichnet, die aufgrund ihrer Lebensumstände sozial abgestiegen sind beziehungsweise von einem sozialen Abstieg bedroht sind, wobei diejenigen Eigenschaften und Tendenzen akzentuiert werden, die die Gruppe als prekär konstituieren. Damit sind wir gemeint, Alex. Wir sind Prekariat. Ja? Ja, wir sind Prekariat. Also ich meine, entweder bist du schon sozial abgestiegen oder du drohst abzusteigen oder wir haben diese, und das ist wirklich der entscheidende Punkt hier, die Unsicherheit. Well, die Unsicherheit des Erwerbtums. Leute wie wir haben keine sicheren Verträge irgendwie bei, was weiß ich, irgendwelchen komischen Konzernen oder so, wo du dann immer dabei bist, sondern ja, Unsicherheit. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass du jetzt arm bist. Es geht Unsicherheit im Job. Du weißt nicht, ob du in 5 Jahren immer noch da das hier irgendwie machen kannst. Well, hier habe ich mal in Wiktionary mal geschaut. Und es scheint hier, ist das das Herkunft dieses Wortes, ist Neologismus der Soziologie, geformt aus Teilen der Wort prekär und Proletariat. Und genau. Die sinnverwandte Worte ist Unterschicht und Unterklasse. Genau. Die Gesocks, the fucking Scum. Ganz genau. Es geht noch weiter. Ganz genau. Genau so ist es. Das ist, um was es hier geht. Scum. Das hat mal French Fries McCain mal gesagt das zu ist die der, Leute. Das heißt hier so schön. Ein Neologismus. Ein neues Wort. Ja. Ein Kunstwort. Ja, ja. Diese Worte kommen nicht aus unserer Sprache. Unsere Vorfahren, die haben das Wort nicht gekannt. Es gab kein Prekariat früher. Ja? Genauso wie es auch kein Proletariat Die Oberbegriffe genau. heißen Klasse, Gruppe, soziale Gruppe. Na, und Beispiele, immer mehr Menschen gehören zum Prekariat. Es ist tatsächlich so, zum einen weist zurück aufs 19. Jahrhundert, Prekariat ist sozusagen das, was früher das Proletariat war, die Arbeiterklasse. Ja. Die Leute, die alle gearbeitet haben, aber die halt kein Eigentum, kein Besitz an den Maschinen hatten und so, an den Produktionsmitteln, so heißt es. Ja. Mhm. Das war früher das Proletariat und jetzt nennt man das Prekariat. Aber das ist ein fieses Wort. Hier, ich hab noch mehr. Zur Etymologie. Also Namensherkunft, woher kommt dieses Wort Prekariat? Ja? Jetzt zieht euch das rein hier. Prekariat ist ein neues Wort, das als Substantiv vom Adjektiv prekär abgeleitet ist. Mm. Das Adjektiv hat die Bedeutung unsicher
weil widerruflich. Das geht schon ganz nah ran. Widerruflich. In die deutsche Sprache kam es während der napoleonischen Zeit. Aus dem französischen Wort précaire, das vom lateinischen precarius. Und das heißt bittweise erlangt. Und precari, flehentlich bitten, abstammt. Mhm. Sie machen uns zu Bittstellern, das ist es. Tja. Weißt du, das ist der Unterschied. Das Proletariat hat sich, und okay, wer weiß, wie diese ganzen Dinge alle gelaufen sind in der Geschichte, du hörst, da wird viel gemauschelt. Aber so grob kann man schon so sagen, das Proletariat hat sich irgendwann etwas erkämpft. Tja. Ja? Eine Art Teilhabe. Zum Beispiel auch all diese, und ich meine, heute brauchen wir die vielleicht nicht mehr, heute ist die Zeit eine andere, aber im 19. Jahrhundert, so Zeiten auch dann noch von Bismarck und so, da waren sowas wie Sozialversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, eine Krankenversicherung, das haben sich die Leute erkämpft. Und tatsächlich hat dann ein vernünftiger Staatsmann wie Bismarck hat das dann auch eingeführt, weil er einfach gesehen hat, das muss man auch machen. Wir können nicht Millionen Leute einfach nur Proletariat nennen und die halt irgendwie vor sich hin vegetieren lassen. Ja. Das geht auf Dauer nicht. Ja, sondern wir brauchen sozialen Frieden, also müssen wir auch diese Leute irgendwie ins Boot holen, sagen wir mal, von dem modernen Staat, den Bismarck damals aufgebaut hat, und dann wurden diese Dinge eingeführt. Tja. Das ist jetzt das Ende davon. Weil jetzt wird geplant, hier einen Schritt zurückzugehen. Wir werden wieder zu Bittsteller gemacht. Und da hast du kein Recht mehr. Und das ist genau, was wir auch schon sehen in den letzten Jahren, wenn es darum ging, hier Arbeitslosenversicherung. Früher war es eine Arbeitslosenversicherung. Da haben die Leute eingezahlt in eine Versicherung. Jetzt bist du dort schon Bittsteller. Jetzt musst du zur Agentur gehen. Und dort, ja, vielleicht kriegst du was. Also noch kriegst du was, aber du hast kein Recht mehr drauf. Früher war es eine Versicherung, da hast du einen Anspruch drauf. Einen rechtlichen. Wenn du eine Versicherung einzahlst, im Schadensfall, sprich Arbeitslosigkeit, kommt die und finanziert dich. Ja. Jetzt nicht mehr. Hm. Und das ist hier, was so das große Thema hier ist bei den Bilderbergern. Und jetzt noch eins. Ich ziehe jetzt hier noch was aus. Es steht in Tante Vicky, steht es. Noch was hier. Im römischen Recht war ein Prekarium die unentgeltliche Überlassung einer beweglichen oder unbeweglichen Sache auf jederzeitigen freien Widerruf durch den Eigentümer. Ach, durch den Eigentümer? Durch den Eigentümer. Okay, so wir reden mal hier von bezahlten Sklaven. Es wird dir was zur Verfügung gestellt und du darfst damit arbeiten. Aber es kann dir jederzeit weggenommen werden. Du hast keinerlei Rechtsanspruch drauf. Ganz genau. Das ist wie bezahlte Sklaven. Ja, wie Sklave oder Leibeigner oder sowas. Ja. Das ist wie die Geschichte vorher, die ich erzähle von den Indigenias dort in Guatemala. Ja, ja. Ja. Auf ihrem eigenen Land, wo sie da schon immer leben, da oben in den Bergen. Ja, genau. Die müssen genau. Auf ihrem eigenen Land, die dürfen auf ihrem eigenen Land arbeiten. Und sie ja, dürfen genau. Dann, das habe ich vorher gerade erzählt, sie dürfen dann ja ihr Geld, wie kriegen sie nicht, weißt du, das ist wirklich Hungerlohn. Mhm. Aber diesen Hungerlohn, den dürfen die dann gleich wieder in den Laden bringen, der auch wiederum derselben Company gehört, die Leute dort anstellen. Genau, und dann dürfen sie ihre Bananen, die sie dort geerntet haben, dürfen sie dann dort kaufen in dem Laden. Ja, genau. Das Geld geht wieder zurück zur Bank. Ja, das ist wie wirklich Monopoly Hardcore, also ja. Live. Aber ich lese mal noch vor, fertig, das sind noch ein, zwei Sätze sind da noch. Römisches Recht, ja, wir sind im römischen Recht. Ja. Ein Vertragsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Nutzer, der Prekarist, ja, der Nutzer, wurde durch die Überlassung nicht begründet. Kein Vertrag. Der Prekarist konnte die Sache gebrauchen oder nutzen, doch musste er jederzeit mit einem Widerruf rechnen. Insofern war ein Prekarium eine Bittleihe, abgeleitet vom Wort Präzess in seiner Bedeutung als Bitte. Das ist er. Römisches Recht. Wow. Das ist unsere Entrechtung. Was wir heute noch als ob sie in der Praxis überhaupt noch Rechte haben, sei mal dahingestellt so. Ja, ja, das stimmt. Wir haben immer noch eine Rechtstradition. Ja, das, ja. Das dürfen wir uns auch nicht kleinreden lassen. Weißt du? Ich meine, dafür haben auch unsere Vorfahren einiges auch gekämpft, auch um Europa auch eine Rechtskultur zu geben. Die haben wir schon. Ja? Wir haben eine Rechtskultur. Ja? Aber jetzt ist dort ein Wechsel hingeplant. Nicht mehr Rechte sollst du haben, sondern nur noch Bittrechte. Also es ist im Grunde genommen kein Recht. Du kannst halt dann drum bitten. Du bist dann eben auf Gnade und Gederb ausgeliefert. Vielleicht helfen wir dir, vielleicht auch nicht. Du hast keinen Anspruch drauf. Vielleicht bekommst du Bildung, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegst du einen Lohnjob irgendwo, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegst du ein Stück Land, wo du arbeiten darfst, vielleicht aber auch nicht. Und wenn du dir was aufbaust, wenn es dann auf einmal zu groß wird oder du in Ungnade fällst, dann kann man es dir auch ganz schnell wieder wegnehmen. Du hast keinerlei Recht an irgendwas. Das ist, was hinter diesem Begriff Prekariat steht. Der seit wenigen Jahren in Deutschland in den Polit-Sprachgebrauch einen Zug gefunden hat. Ja? Das ist übel. Ja, das ist ernst. Prekariat. Ja.
Und jetzt verbinden wir mal das, was wir jetzt über Prekariat und Middle Class. Das ist, was die in einem Punkt schreiben. Also die Middle Class und Prekariat, das gehört zusammen. Die Middle Class wird prekariert. Ja, man. Ey, George Carlin hat das mal so gut mal damals beschrieben. Der hat gesagt, die Reiche sind die mit dem ganzen Geld, bezahlen keine Steuer. Na, und wir, die Mittelschicht, ist diejenige, die arbeiten, bezahlen die Steuer und alles drum und dran. Und die armen Leute sind nur da, sodass wir die Hose voll scheißen, sodass wir mal jeden Tag wieder zu unserer Arbeit kommen, sodass wir nicht mal aus die Unterschicht da landen. Ja. Weißt du? Und besser kann man das nicht erklären, weil wenn hier, du wirst mal sehen, ist, dass wenn die Mittelschicht weg ist, Frank, dann hast du mal eine komplette Trennung. Du hast mal die obere Hälfte und du hast mal die untere Hälfte. Und dann hast du mal diese, wie hat man das so schön mal, was Benjamin Franklin und Andrew Jackson mal von Europa nach USA gebracht haben, diese Segel auf die amerikanische Dollar mit dieser schwebende Pyramide über das untere Teil, mit die Auge drin. Da siehst du, wo das mal hinausgeht. Ja, dann wird's Big so, Brother ja, is gonna so. Have watch and control over you, weil die schieben mal die mittlere Klasse und die wollen die auch mal als Prekariat bezeichnen. Prekariat und Mittelklasse, ja. Ja, okay, wir haben jetzt mal gezeigt, dass es auf der Agenda steht und auch mal gezeigt, ja, ja. Wie die denken, Prekariat, was das bedeutet. Also, boah, das ist echt ernst. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage und die Frage wäre, wenn das überhaupt alles stimmt, vielleicht reden die auch was ganz anderes. Vielleicht diskutieren die auch gar nicht, sondern geben sich nur irgendwelchen irgendwelche Drag Queen Orgies oder so. Aber ich meine, nehmen wir es halt mal so, dass das jetzt diese Agenda ist, die Tagesordnung hier. Ja. Mhm. Dann steht eben die Frage zu diskutieren, was macht man da mit diesem Prekariat? Also man hat sie dann entrechtet, wir haben dann ein Prekariat, rechtslos. Das sind Bittsteller, die haben keinen Anspruch auf nichts. Was machen wir jetzt mit denen? Und da gibt es im Grunde genommen zwei Extreme, zwei Pole, sage ich jetzt mal. Der eine wäre knallhart Bevölkerungsreduktion, so Georgia Guidestones. Oder so wie es irgendwie manche von den, wie zum Beispiel George Bernard Shaw, der immer so gerne zitiert wird, der große Mann, ja. Aber ich meine, der war ja auch Teil von der Fabian Society und der hat auch irgendwann mal so Dinge von sich gegeben, so, weißt du, also wer in der künftigen sozialistischen Gesellschaft, wer dort sich nicht rechtfertigen kann, welchen Zweck er hier hat für die Pyramide sozusagen, das hat er jetzt nicht gesagt, aber für die Gesellschaft. Wer sich nicht rechtfertigen kann, wer keinen Zweck hat, der hat dann sein Leben verwirkt, der muss halt weg. Todesurteil, verstehst du? Bevölkerungsreduktion. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und jetzt kommen wir zu dem, was du da vorhin reingestiegen hast mit dieser ganzen Artificial Intelligence. Ja. Kontrolliertes Leben. Das ist die Alternative so. Ja, entweder, und wahrscheinlich beide Flügel werden dort diskutiert, also da gibt's hier an der Spitze der Pyramide wahrscheinlich für beide Pro- und Contra-Leute, es gibt auch Parteien, die einen sagen, hey, komm, weg mit dem Scum. Low-Life-Scum und weg mit denen, sodass dann wieder Georgia Guidestone-mäßig nur noch 500 Millionen auf der Welt leben. Genug, die dann ordentliche Arbeit machen können, weißt du, damit dann die Spitze der Pyramide schön schweben kann, ne? Aber nicht mehr diese ganzen überflüssigen Bittsteller, weil das ist das Prekariat, Bittsteller. Die sozusagen nichts beitragen, aus deren Sicht. Ja? Weil das, was wir machen, ist aus deren Sicht kein Beitrag. Weißt du? Ja, unsere Culture akzeptieren sie ja nicht. Ja, unsere Kultur ist ja, also meine ich jeden Einzelnen von euch, was ihr macht, das wird nicht gesehen. Also für die sind wir halt Low Life Scum. Ja, das haben die ja, sagen die auch immer wieder. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist eben mittels von künstlicher Intelligenz, Internet, sozialen Netzwerken, tatsächlich dieses Prekariat. So, ja, aber der Transhumanismus, der gilt, glaube ich, nur für, naja, die gilt schon für beide. Ja, genau, es geht darum, eine totale Kunstwelt aufzubauen, in der das Prekariat komplett kontrolliert ist. Um so überspitzt zu zeichnen, sowas wie in diesem Film Matrix. Das sind sozusagen überspitzt die beiden Möglichkeiten. Frank, entweder Georgia Guidestones oder Matrix. Ich hab mal gestern zufällig fiel das in meine Hände, mal 1984 der Film gekauft. Für 2 €. Oh, Schnäppchen. Ja, ich habe das gleich mitgenommen. Das ist meine Bibliothek von Filmen wieder.
Und super geil, ne? Und das gleiche passierte mal mit Rosemary's Baby, aber das darüber haben wir schon gesprochen. Aber nicht interessanterweise, wo das mal bei mir einfiel, wo ich mal denn diese ganze ich bin bei Edeka einkaufen gegangen und plötzlich kommt mir mal die Zahl dreimal die 6, ne? Was bitte, was kriegen Sie? Ja, 6,66 €. That shit's following me, Frank. That shit's following me. It's like, das ist so wie diese Blitzanschläge bei dir, ne? Die dreimal die 6, die folgt mir. Ey, wo du sagst, nur mal kurz reingeschmissen. Ist schon ein paar Jahre her, war in den 90ern, habe ich in der WG gewohnt. Und da hat ein Kumpel von mir hat ein Foto gemacht. Okay. Das hat er selber gemacht. Von einer Tankstelle. Die Tankstelle, die wurde neu gebaut. Okay. Neue Tankstelle. Und das war am ein oder zwei Tage vor der Eröffnung von der Tankstelle. Okay. Und da waren sozusagen in den großen Masten, die so die an den Autofahren zeigen, wie teuer der Sprit und der Diesel und so ist. Da waren noch nicht die aktuellen Preise drin, sondern die waren alle noch auf ihrem Grundregister. Also auf ihrem Grundstand so. Ja, ja. Der war überall nur 666. Okay, okay. Überall. Da. Das ist sozusagen. Tja. Von dort starten die ihre Mathematik. So jetzt nicht. Danach kommen dann die Preise. Alles klar. Also, das Ding startet nicht als bei 0,0. Nee, also. Okay, aber es ist nur am Rande. Tja, Frankie, man, heavy duty stuff. Und also das mit diesem Bilderberg-Treffen. Also, aber siehst du, wenn das mal öffentlich ist, wo hast du diese Information hier? Ist das von Wikipedia oder was? Ja, gemischt. Also wie gesagt, ich habe diese Themenliste, die habe ich von wie ist es nochmal? Activist Post. Okay, ja, aber jetzt warte mal. Diese Sachen mit Prekariat, das steht da alles so auf das Ganze, das ist die Definition davon. Ne? Du kannst in einem Wörterbuch nachschauen, was ist aber Prekariat, wo kommt das her? Also? Stell dir mal vor, dass wenn du das bekommst, mal viele andere Leute das bekommen. Und Leute, die tatsächlich dort bei Bilderberg, und wenn die das mal so sehen wie wir, ich meine, das ist dann natürlich... You know, wenn die das so interpretieren, das ist dann natürlich mal der Zünder dafür, wo die Leute sagen, wie kann die Leute hier überhaupt mal das erlauben, mal wir als Menschen mal als Prekariaten zu nennen. Ja, das ist krass. Für uns gilt der Aufruf, Alex, für uns gilt der Aufruf, eben nicht Prekariat zu sein. Prekariat heißt vereinfacht ein Bittsteller. Ich will aber nicht Bittsteller sein. Das will ich nicht, weißt du, ich bin ein aufrechter Mensch und ich will da nicht irgendjemand von diesen Bloodlines bitten, denen, dass ich da ein bisschen was bekomme vom kleinen Krümelkuchen so, damit ich irgendwie schön in meiner Illusionenwelt, da sind wir wieder bei den ganzen Techno, weißt du, da kriegst du deine Brot und Spiele, ja. Heute kriegst du noch nicht mal mehr richtige Spiele, ja, gerade zum Fußball kannst du nicht leisten, weißt du, Europameisterschaft am Wochenende, weißt du, was sowas kostet, das heißt wahrscheinlich über 100 Euro für die billigste Karte oder so. Ja. Dafür reicht schon nicht mal mehr. Nee, du kriegst deine Spiele nur noch halt künstlich, ja, für irgendwelchen Computerwelten so, damit du schön ruhig gestellt bist. Hier hast du dein Spiel und so, ja. Nee. Ich will kein Bittsteller sein. Hm. Wir wollen keine Bittsteller sein. Nee, richtig. Sondern und wir sind es auch nicht, ja. Wir sind keine Bittsteller. Nee, also lass uns nicht. Und deswegen gilt für uns der Aufruf eben lass uns vernetzen so, ja? Lass uns genauso wie du es vorher gesagt hast, weißt du, der eine kann halt dies, der andere kann das und lass uns da gegenseitig helfen. Und das fängt an auch nicht nur jetzt im Netz, also so, sondern auch wirklich in eurem Leben so. Wie schaut mal, wie geht dem Typen, der neben euch wohnt oder so? Ich meine, weißt du noch, vernetzen, Frank, wo ich dir gesagt habe mal, ob wo diese Arbeiter mal alles ihre ihre Werkstellen niedergelegt haben in Frankreich, ob das mal das richtige Weg wäre. Also eins muss ich mal sagen von meiner Seite. Also wir sind das Kapital, mal diese Großverdiener. Das musst du mal verstehen, weil ohne uns laufen die Dinge. Meinst du diese Typen, der Anzug, der springt mal schnell runter und sieht zu, dass die Generatoren mal laufen? Ja, macht er. Verstehst du, was ich meine, Frank? Weißt du, wo ich hinaus will? Hm. Ja, aber du willst mal diese Leute mal zu ihre Knie zwingen? Also, guck mal, wie willst du mal eine Rakete abfeuern, wenn man der Typ, der das Ding mal abfeuert, sagt, nee, das mache ich nicht und er verlässt seine Stelle. Okay, natürlich geht der Gefahr eventuell, weil der hat mal alle seine Constitutional Rights abgegeben, als er mal eingeschworen worden ist bei dem Militär. Na, dass er mal einen Kopfschuss kriegt für Verweigerung. Ja, aber verstehst du, wo ich hinaus will, Frank?
Ja. Und deswegen frage ich mal, ist das, ob das mal in Frankreich? Also interessanterweise, wir haben mal diese Kollege, der das mir aus Frankreich mal immer Sachen schickt. Diese Video, das ist alles in Französisch, aber nicht desto trotz, da gab's mal so irgendwelche Granaten, so Riot-Granaten, was die Polizei dort reingeschmissen hat. Und der Typ ist getroffen worden und hat mal einen Schnittstelle auf seinen Kopf gehabt. Die Polizei hat ihm geholfen in eine Ding, der Typ, der winkt und aus dem Krankenwagen raus. Ja, dass alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. Die liefern ihm in Intensive Care mal, was weiß ich, paar Minuten später und der liegt seit 11 Tagen in Koma. Genau, und man fragt sich, okay, ist das, wie man behandelt wird? Ich meine, wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gehabt, oder es ist immer diese Agent-Provokateur, ja, die werden angeheizt durch Gewalt, damit das eskaliert, so. Aus beiden Richtungen macht man das, ja. Tja. Weil wie fühlen sich die Freunde von dem, weißt du? Wenn das dein Freund war, wie fühlst du dich dann, ja? Das ist schon schwierig, dann irgendwie den inneren Frieden zu bewahren, wenn das deinem Freund passiert, ja. Das könnte auch dein Freund sein, es könnte auch dein Bruder sein, oder deine Schwester, so, weißt du? Ja. Was ist dann so? Ja. Kannst du dann einfach zurückstecken und sagen, naja, gut, wir machen, ne? Das ist schwierig. So funktionieren ja diese Provokationen, so. Ja. Ja, jetzt am Wochenende, hoffentlich bleibt es ruhig, vielleicht bleibt es auch einfach ganz ruhig in Dresden, das kann auch gut sein. Ja. Das ist aber am Ende so, dass man dann gar nicht viel drüber hört und alle gucken Fußball und wer weiß, vielleicht ist dann dort die Action oder vielleicht ist es auch was ganz anderes, vielleicht bleibt es auch ruhig. Ja. Well, ich würde hoffen, dass das friedlich ausgeht. Ich würde hoffen, dass das Signal rüberkommt an die Leute, was ich glaube sowieso nicht, aber nichtdestotrotz, ich hoffe auch, dass das mal friedlich ausgeht. Na, viele Sachen mal am Start diese Wochenende, Frank, auf jeden Fall. Ja, und was wir mal am Start sind, mal mittlerweile, ich denke, dass wir haben mal die Bilderberg-Geschichte durch, ne? Wir machen mal eine Musikpause und dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema heute, denn da ist dann die nächste Frage, die in Frage gestellt werden musste. Ich weiß es nicht, ob das mal grammatisch richtig gewesen war. Passt schon. Aber ja, you know, ich sitze da in Awe, in Staunen, als ich das in Englisch erst gehört habe und als ich mitgekriegt habe, dass ihr übersetzt das in Deutsch. Und ich denke, das ist mal eine große Breakthrough. Das ist eine große Durchbruch, um Augen wirklich aufzumachen und Ohren mehr ganz spitz zu machen. You know? Und wir machen das mal gleich mal mit Michael Grabe. So während die Music Break, wir holen mal Michael Grabe hier ins Studio rein und wir würden über das Hubble-Antenne und diese Gespräche. Und das Video von, wie heißt es nochmal? Planate Veritas. Veritas, ja. Planete Veritas. Planate. Warum auch immer, ja. Anyway, let's see, was habe ich mal hier am Start? Hey, Rain When I Die. Na, also mit den ganzen Chemtrails, das könnte man eigentlich mal so herausgehen, wenn ich sterbe, dass es regnet. Music from Alice in Chains hier auf Radio Emergency. Prince hat es geschneit. White Snow. Yeah, white Roses. Ja, auf jeden Fall. Amok Alex und Frank Stoner hier am Start of Radio Emergency. 22:19 Punkt genau auf der Rock'n'Roll Uhr. 8. Juni Tag 2016. Alice in Chains für euch auf die Uhr. Und wir holen Michael Grabe in die Sendung rein. Und wir kommen. Little Alice in Chains right there, man. Und das hast du hier auf Radio Emergency gehört in the Amok Alex and Frank Stoner Show. A little bit of Rain When I Die from the Dirt Album. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es ist 22:25 an dieser 8. Juni-Tag 2016. Und natürlich gerade heavy Thema mal über Bilderberg, aber noch heavier. Und das bringt uns mal auch wieder in diese Thema, um euch zu zeigen, wie die diese sogenannte Eliten einfach ja, wie sagt man, verarschen. Also besser kann man mal das nicht erklären. Ne? Und dazu haben wir mal Michael Grabe vom Kulturstudio bei, Entschuldigung, Michael aus der Familie Grabe. Kulturstudio hier bei uns in der Sendung, denn Micha hat eine großartige Video-Übersetzung gemacht mit, und was das darauf betrifft, ist die Hubble Telescope, wo mehrere Nationen Teil daran genommen haben, finanziell und so weiter und so fort. Und ich glaube, nach diesem Gespräch, man könnte mal sich überlegen, ob
das Geld mal für irgendwas anderes benutzt worden ist. Genau, Michael, und willkommen hier bei uns heute Abend wieder. Und erzähl doch erstmal, was ist eigentlich das Originalvideo? Was ist das für ein Video? Wer hat das gemacht? Und leite uns mal ein in dieses Thema, bevor wir dann so vielleicht auch auf die Details dazu sprechen kommen. Ja, erstmal hallo Frankie, hallo Alex, schön wieder bei euch zu sein und natürlich auch liebe Grüße an eure Zuhörer. Ich erzähle immer generell was zur Vorgeschichte. Also da kann man an diesem Beispiel mal sehen, wie schön auch Netzwerke wieder funktionieren. Ich hatte ein Video zugespielt bekommen, das hieß, es war von Jeff, oh Gott, jetzt habe ich das Falsche auf, ich wollte gerade sagen, wie er heißt. Ich habe jetzt gerade das andere auf. Jeff Renzer? Nein, das war, das ist von, ich hab's gleich, Sekunden. So, das ist von, ja, genau, von Planate Veritas, genau. Ich dachte, das wäre der andere Kollege, aber das war ja dieser Hangout, den sie gemacht haben. Und in diesem Video gab's halt jemanden, der rief die NASA an, der hat sozusagen sich die NASA-Webseite aufgerufen, hat dann sein Skype angemacht. Und ist dann zum Thema, also auf diese Kategorie Hubble gegangen und hat dort versucht, von oben nach unten die Verantwortlichen durchzutelefonieren. Und bei den ersten Leuten ging das halt schief. Und wie auf einmal meldete sich dann doch der dritte Leute. Das war dieser Deputy Team Manager oder Operation Manager, dieser Mike Mislinski. Und er hatte eine interessante Unterhaltung mit diesem Herrn. Ich habe damals aber noch nicht so ganz alles verstanden, aber schon im Groben, worum es ging. Auf jeden Fall wusste ich, dass es Hot Stuff und bekam auch den Tag darauf weitere Informationen zu diesem Video, die das dann noch interessanter machten. Und zwar bekam ich dann die Information, dass dieser Herr, der dort angerufen hat, der ist sozusagen Professor und hatte wohl ein Projekt vor zum 25. Jubiläum dieses Hubble-Teleskops. Und hat dazu recherchiert und bei diesen Recherchen sind ihm halt so ein paar Sachen aufgefallen, die einfach nicht hinhauen. Und dazu hat er auch einen Hangout gemacht, der 5 Stunden geht, aber da haben wir zum Beispiel in dem Video, was wir gemacht haben, auch die ersten 10 Minuten von mit übersetzt, weil halt da er die Vorgeschichte ein bisschen erzählt. Hm. Und zwar erzählt er dort, er hat halt zu Hubble geforscht und so weiter. Und dabei sind ihm so ein paar Sachen aufgefallen, dass zum Beispiel, also er hat sich erst mit diesen technischen Spezifikationen auseinandergesetzt und hat dann gemerkt, irgendwie hat das die gleiche technische Spezifikation wie SOFIA. Also SOFIA, um das mal zu sagen, SOFIA ganz ist groß geschrieben mit F, ist praktisch auch ein Teleskop der NASA, welches in einer 747 eingebaut ist, hinten im Heck. Und da fliegt man dann praktisch mit über den Wolken und macht dort mit Aufnahmen sozusagen. Und er hat, wie gesagt, Hubble-Bilder durch ein Programm gejagt, das nennt sich MathLab. Das ist so ein Programm, da gibt es verschiedene Tools, unter anderem kann man damit Bilder, zum Beispiel diese Kompressionsalgorithmen zurückrechnen lassen, sodass man sozusagen auf die Originalwerte dieses Bildes kommt. Und dabei ist ihm halt aufgefallen, dass die Bilder, die von Hubble veröffentlicht werden oder wurden, genau exakt die identischen Bilder sind, die von SOFIA auch kommen, auch am exakt gleichen Tag aufgenommen und so weiter, zur gleichen Uhrzeit und so weiter. Hm. Und und dann ist er da ein bisschen stutzig geworden und hat im ersten Moment so auch gedacht, okay, als er sich mit weiteren Sachen so befasst hat, zu Hubble, also zum Beispiel, hat er dann geguckt, wenn das SOFIA-Bilder sind und nicht von Hubble-Bilder, also gibt es dann Hubble überhaupt? Und hat dann auch mal geguckt in eine Flugdatenbank, die nennt sich FAI, also FAI.org, also .org. Und dort sind praktisch alle Flüge registriert, also Raumflüge, Kunstflüge, alle möglichen Flüge sind dort registriert. Und was er dort gefunden hat, war im Prinzip, dass Service-Missionen des Hubble-Teleskops dort eingetragen waren,
aber es waren halt nicht eingetragen die eigentliche Startmission, also dass diese Mission, die praktisch das Hubble-Teleskop nach oben gebracht hat, diese war nicht verzeichnet. Und er hat dann gedacht, okay, ich habe da vielleicht falsche Suchbegriffe eingegeben, hat das alles gecheckt da gibt's dann auch Sachen, da kannst du eingeben, also Crewmitglieder oder die Missionsnummer und so weiter, und hat dann diese Datenbank angeschrieben, hat gefragt, ob da ein Fehler ist oder wie auch immer. Daraufhin war dann diese Datenbank auf einmal abgeschaltet. Er weiß jetzt nicht, ob es direkt nun jetzt aufgrund seiner Anfrage war, aber er bekam dann auch eine Antwort. Aufgrund dieser Daten, die er gesammelt hat, hatte er sich an eine Behörde innerhalb der NASA gewendet. Und das ist die NASA Office of Inspector General. Das ist eine Untersuchungsbehörde, die sich mit Betrug und sowas alles beschäftigt. Hat ihn das auch geschrieben und bekam tatsächlich auch dann nochmal einen E-Mail-Verkehr gehabt und bekam eine Antwort, also so ungefähr, ja, machen Sie mal weiter, forschen Sie mal weiter. Hat so von denen offizielles grünes Licht bekommen. Und dann hat er, wie gesagt, dort angerufen und hat sich dann mit diesem Deputy Team Manager Mike Mislinski unterhalten und hat sich als Hochschulstudent ausgegeben, und er hätte mal so ein paar Fragen. Und die erste Frage war im Prinzip schon, ob es irgendwelche Videos gibt, die zeigen auch, wie das Hubble-Teleskop da oben umherfliegt. Ja? Und jedenfalls verneinte der das dann auch, und dann ging er halt so ein bisschen weiter. Ich versuche gerade mal so das ein bisschen durchzugehen hier. Ich habe mir mal ein paar Sachen gekennzeichnet hier. Er fragte, ob es irgendwelche, ich glaube, das fragte er später, also er fragt zuerst auch, sind Sie in der Lage, also Echtzeitbilder von Hubble zu erhalten, also so wie es jetzt ist und wo es jetzt ist, und da sagt er, nö, das können wir nicht. Und sagt er, oder ist da irgendwie was anderes in der Luft, was Hubble auch sehen kann? Und sagt er, nö, das wüsste nicht, dass ich das wüsste. Und dann hat ihn gefragt, sagen Sie mal, wie lange arbeiten Sie denn da? Und dann sagt er, ja, seit 25 Jahren, also so lange, wie es dieses Hubble-Teleskop-Projekt gibt. Sagt er, gibt es denn irgendwelche Echtzeitbilder von einer Hubble-Service-Mission in der Höhe von diesen 330 Meilen oder so? Und er sagt er, nö, nicht, dass ich wüsste. Sagt er, Sie sind der Deputy Operation Manager und sagen mir, dass Sie in 25 Jahren Hubble nicht in Echtzeit gesehen haben. Ne? Und geht dann auch so ein bisschen darauf ein, dass das ja auch ungewöhnlich ist. Er kommt auch aus dem Geheimdienstlichen, also seine Militärzeit war dort beim Geheimdienst. Und wenn die Drohnen oder irgendwie sowas hochgejagt haben oder andere Objekte, dann war das klar, dass die mit Kameras bestückt sind oder GPS oder weiß ich was, so dass man das immer verfolgen konnte, damit man wusste, wo ist das Ding überhaupt, was könnte dem im Wege stehen, ne? Also was sieht das Ding gerade? Ja, und Interessante ist, dass dieser Mike Mislinski eigentlich sehr wortkarg war. Ja, also das macht einen, also er verhält sich eigentlich so wie ein bisschen so wie jemand, der sich mit den Fingern in der Keksdose ertappt fühlt, weil ich sag mal, wenn ich dort bei so einem Projekt arbeiten würde und 25 Jahre, sag ich mal, dritter Mann bei Hubble bin, beziehungsweise Deputy Operation Manager, dann weiß ich ja eigentlich, was ich tue, und dann will mir da einer was erzählen, dann würde ich sagen, ja, entschuldigen Sie bitte, ich meine, das ist alles Quatsch, was Sie erzählen, kommen Sie doch mal lang, wir haben den Tag der offenen Tür, gucken Sie sich das an oder so. Aber von ihm kam immer nur okay und interesting. Ja, also genau. Das war schon sehr interessant. Und er sagt ja auch, der Anrufer sozusagen auch noch, ja, also er hat auch keine echten Videos ausmachen können oder sowas, die es gibt von Space Shuttle Missionen oder wie auch immer. Also es ist alles CGI, also computergenerierte Bilder und so weiter, ob es da nicht was Echtes gibt, ne? Und er sagt hier dann, ich habe noch nie so ein Video von der Wartung gesehen, also wo das Space Shuttle auch so weit über die ISS hinausging. Also sie haben sich auch über die Höhe unterhalten, weil das Hubble-Teleskop hat ja sozusagen auch ungefähr ist 100 Meilen über der ISS laut NASA-Angaben. Und dann, wenn es gewartet wird, muss es ja wieder auf eine Wartungshöhe kommen, beziehungsweise ist die Frage gewesen, steigt das Space Shuttle auf noch 100 Meilen über die ISS, um dann Hubble einzufangen und dann zu warten oder wie auch immer. Oder kommt halt dieses Hubble-Teleskop runter? Und
da hat er gesagt, okay, das Space Shuttle geht hoch zum Hubble. Und da hat er gesagt, okay, aber gibt es da irgendwie Videomaterial, weil ich habe noch nie irgendwie ein Live-Video gesehen, irgendwie, wo das über die ISS hinausgeht von der Höhe her. Und er fragt ihn dann auch noch, will ihn eine Brücke bauen und sagt so, ich meine, wenn das geheimes Material ist, dann ist das ja auch okay, kann ich verstehen, ja, oder ne, dann und sagt er, nö, sowas gibt's überhaupt nicht, ja, wurde niemals gezeigt, ja. Er geht dann noch so auf ein paar andere Sachen ein, zum vor Beispiel, allem das, halt, Entschuldigung, Michael, ja, bitte? Vor allem das Treibstoff, ne, der hat gesagt, dass der hat gesprochen über den Treibstoff, dass wenn man dass man sieht, diese erste Stage, die bei, was weiß ich mal, 175.000 Fuß oder so, was man erstmal immer abkommt. Und wenn er 95% mehr Sprit hätte tragen müssen, um das Gewicht mal da hochzubringen, der hat gesagt, das würde nicht funktionieren, ne? Ja, genau. Also da war ich gerade bei dem Punkt, dass er da halt auch nach den Anfangsgewicht, also sind 25.000 Pfund, die praktisch dieses Hubble-Teleskop schwer ist. Und also wie kommt das auf eine Höhe? Und auch, wie gesagt, er sagt halt, weil diese Treibstofftanks halt auch so bei circa 100 Kilometer immer abfallen. Und dann beschleunigt es ja angeblich weiter und kommt dann auf eine Endgeschwindigkeit von 17.000 Meilen die Stunde. Und darüber hat er aber noch nie Videomaterial gesehen, dass es halt höher als die ISS ist, als die ISS aufgestiegen ist. Ne? Hm. Und womit wir dann ja wieder bei dem Punkt wären, den du ganz am Anfang erwähnt hast. Es gibt eben von dieser ursprünglichen Mission, wo ein Space Shuttle dieses Hubble auf diese Höhe gebracht haben soll, da gibt es eben keinerlei Daten, Dokumente in dieser FAI, und das steht für Fédération Aéronautique Internationale. Mm. Das ist noch viel älter als NASA. Das ist noch französisch. Das ist richtig alt. Und da geht's generell um jegliche Art von Luftfahrt in der Geschichte der Menschheit. Und diese Mission, die an sich schon ein absolutes Highlight wäre, weil wann sonst hätte jemals ein Space Shuttle so hoch fliegen müssen, gleichzeitig mit einer so schweren Last. Also das wäre sozusagen der gelungenste Space Shuttle-Flug überhaupt. Und genau diese Mission, da gibt es eben gar keine Daten drüber. Ja, eben. Und den Punkt hat er ja auch angesprochen. Wir haben ja da oben sozusagen kein Vakuum, also da ist ja immer noch Atmosphäre, also wenn auch wenig. Mhm. Und da gibt es ja so Atmosphärenkräfte, die sozusagen ja auch diese Objekte dann laut unserer Physik ja auch wieder nach unten bringen. Das ist dieses sogenannte Drag, was die bei Flugzeugen sprechen. Mhm. Genau. Und bei der ISS gibt man an, dass die wohl irgendwie 1,5 bis 2 Meilen alle 5 Minuten verliert bei der Erdumrundung. Er hat das dann auch mal berechnet für dieses Hubble-Teleskop sagte eigentlich, dass es jetzt schon fast in Sichtweite sein muss, weil wir wissen ja, diese Space Shuttle Missionen sind ja mittlerweile eingestellt, und die letzte Mission mit dem Space Shuttle, die das Hubble gewartet hat, das war ja zwar nicht die letzte Space Shuttle Mission im Allgemeinen, aber es war die letzte Wartungsmission, die war ja schon 2008, also da sind ja 8 Jahre dazwischen. Da hat er halt gefragt, ja, wer wartet denn das jetzt? Also macht das jetzt die ISS oder was soll das? Ja, also theoretisch müsste das halt schon ziemlich weit unten sein, dieses Gerät, weil es ja auch keinen eigenen Antrieb hat. Also es kann sich wohl halt ausrichten, ja, also, aber es kann halt nicht Höhe oder die Umlaufbahn verändern und so weiter. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das sehr interessant. Er hat zum Beispiel auch in seinen Recherchen festgestellt, dass es ein ähnliches Gerät ging. Also er ist erst auch davon ausgegangen, dass man vielleicht Hubble zerlegt hat und halt in Sophia eingebaut hat. Aber er hat zum Beispiel auch gesehen, dass es baugleiche Teleskope gab, die NASA schon auf zwar nur 2/3 so groß, aber halt von der Technik her wohl baugleich in Ballons aufsteigen lassen über der Antarktis. Genau. Und interessant ist, wie die eine Mission dort heißt. Und zwar heißt die Mission Wall Ops. Wall also, Ops. Wall Ops, ja. Warte mal. Nur, dass wir das hier zusammenbekommen, ja. Du sagst, die Operation hieß Wall Ops und die sind über eine Antarktis rausgestiegen, aufgestiegen auf Ballons und mit einem Teleskop, was im Grunde genommen ein riesen Fernrohr ist. Nach was haben sie denn geschaut eigentlich? In welche Richtung haben sie denn geguckt? Das weiß ich jetzt nicht. Aber die Wall Ops. Da haben sie ja gar nicht in die Himmel geguckt, weil Wall Ops war für mich
interessant, ja. Also was mit Mauer da oben, ja, ja, wer weiß, ja. Also, ja, ja, genau. Wie gesagt, wir haben wirklich ganz schön viel Zeit damit verbracht. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und ich danke auch nochmal Uwe an dieser Stelle und auch Frankie, die mich tatkräftig dabei unterstützt haben. Und wir haben wirklich insgesamt, so weiß ich, 20, 24 Stunden insgesamt mit Übersetzung und Schnitt daran gearbeitet, weil, wie gesagt, es war auch teilweise nicht einfach zu verstehen und man musste das dann auch erstmal ein bisschen eindeutschen, wie das halt immer so ist, auch bei vielen technischen Begriffen. Ja, und wie gesagt, also er ist praktisch sein Antrieb war das, dass er dachte halt, okay, hier läuft ein Betrug ab und hat sich halt auch an diese Stelle gewendet und hat dann, wie gesagt, dieses Telefonat durchgeführt. Also wie gesagt, wir haben das komplett übersetzt, die Originallinks sind halt auch dabei, auch der Link zu diesem langen Hangout, da findet man dann auch nochmal ein paar mehr Informationen. Und das ist im Prinzip finde ich eine bezeichnende Sache. Also es fallen halt immer mehr, diese Lügen brechen halt immer mehr zusammen. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass die NASA so viele Images gefaked hat und das ist ja mittlerweile sehr einfach, mit ein bisschen mehr Alpha und weiß ich was reinzugeben, sieht man ja, wie dann irgendwelche Quadrate da bei runden Dingern sind, also wie man was reingeschnitten hat, auch selbst dieses Bild, was ihr findet bei Wikipedia, wenn ihr das mal auseinandernehmt, da werdet ihr sehen, das ist eine Fotomontage, ja, wie dieses Hubble. Also selbst das Hubble-Bild ist nicht wirklich glaubhaft, ja. Ja, genau. Das hat da keiner fotografiert. Und der Witz ist, dieses Hubble-Teleskop, das müssten die Leute, die jetzt auf der ISS sitzen, also in dieser, nein, heißt nicht ISS, oder? Nein, Entschuldigung. ISS. Ja, komm, schon durcheinander geraten. Ja. Und die auf dieser ISS sitzen, da sitzen ja angeblich, also eine Vorbehalte, aber die kreist da rum und da sitzen ja jetzt Leute drin. Die müssten aus dem Fenster gucken können und ab und an dieses Hubble-Teleskop vorbeifliegen sehen. Also jetzt nicht ganz nah, aber mit einer normalen Kamera können sie schon sehen. Kilometer, so. Ja. Man aber es hat noch nie einer fotografiert, das Ding. Ja, man hat in das Video gesagt, oder der hat das mal erklärt, dass das wäre denn in Sichtweite. Man würde keine Teleskop oder Binoculars oder irgendwas mal brauchen. Und man könnte das mal mit normales, was 35 mm oder 100 mm mal Lense, eine Foto davon nehmen. Aber also als ich das gehört habe, also da fiel mir der Kinn runter, weil wir haben darüber letzte Woche gesprochen, Frank. Ich habe mal doch die hebräische Übersetzung von NASA gebracht. Na, ich habe das gepostet bei uns auch mal auf die Amok Alex und Frank Stoner Show Facebook-Seite. Und da steht, NASA heißt zu täuschen, to deceive, deceivement, to show the unreal und so weiter. Und also, wenn das mal nicht alles sagt, also, nur, dass ihr Bescheid wisst, wo die Steuergelder hingegangen sind, Boys and Girls. Also, dass ihr wisst, dass unser Geld gut gespendet wird, ja? Ja, und es ergibt ja auch immer mehr Sinn. Also, ich meine, wir haben ja auch, Frankie war ja auch teilweise mit dabei, mit Uwe ein sehr interessanter Gesprächspartner, auch über viele andere Dinge gesprochen, über andere Flugprojekte zum Beispiel, die es gibt, Weltraumprojekte. Hm. Was mir, also ich vielleicht sollten wir dieses Hubble in Bubble umbenennen, ja, wer weiß. jetzt käme ja die nächste Frage, oder das nächste Puzzleteil. Was ist denn eigentlich mit Kepler? Ja. Der Kepler-Satellit, das Kepler-Teleskop. Und passt auf, hör zu. Ja. Kepler wurde ja 2008 ins All gebracht, angeblich. Und die Mission von Kepler, ja, es geht darum, um extra solare Planeten zu entdecken. Besondere Ziel des Projektes war, vergleichbar kleine Planeten, bla bla bla, und damit auch potenziell bewohnbare extra solare Planeten zu entdecken. Ja, also hier haben wir wieder auch das, was ihr vorhin auch schon mit angedeutet habt, Projekt Bluebeam. Also Kepler soll dann wahrscheinlich die Bilder liefern, dass sie sagen so, da, wir haben eine außerirdische Zivilisation gefunden. Ja, genau. Ja? Also, aber Micha, das ist doch eindeutig mal für dieses Spiel. Weil wenn du guckst mal diese ganze Geschichte von Project Bluebeam, wie das alles mal zustande kommen soll. Die haben gesprochen, dass mal Unwetter, Orkan, Erdbeben, solche Dinge, das soll mal das Chaos verbreiten. Danach, diese Gespaltene von den Menschen und diese Martial Law und sowas, da hast du denn die volle Chaos da.
Na, weil Wetter natürlich spielt auch mal eine große Rolle damit. Da brauchen wir uns mal gar nicht vorzumachen. Und so kannst du mal ein paar hunderttausend Leute in einem schnellen Schwung eliminieren. Na, denn wenn du überlegst, dass, wenn diese ganze Turmoil, und das ist die Idee, was von Project Bluebeam gesprochen wird, wenn diese Turmoil alles passiert, dass, das sollen mal irgendwelche Alien-Figuren zu erscheinen kommen und die Regierung bringt die Menschen zusammen, um gegen den zu kämpfen, und dann wird irgendwelcher heilige Schein von Jesus und Buddha und Allah erscheinen und alles in einen Gott verschmilzen, und da hast du dann die NVO-Religion und dann hast du die NVO New World Order, was unter die Menschen. Also so wird das erzählt. Und wenn man überlegt, ist das, wenn die tatsächlich irgendwelche Satelliten doch hochschicken, es bringt uns zum 9-11 mal mit Plane, No Plane Geschichte, Frank Holograms, die mal von F-16s mal abgeworfen werden können und alles drum und dran. Und dann sehen wir mal in die Chemtrails diese beiden Chemikalien, die ausschließlich für holographische Darstellungen mal gesprüht werden und so weiter. Jetzt, Micha bringt sowas mal auf Deutsch mal mit NASA und sowas. Und ich meine, die Fäden, die linken sich einfach zusammen, oder? Ja. Und lass mich noch was zum Kepler-Teleskop sagen. Wer war Kepler? Kepler war derjenige, der das heliozentrische Modell in unsere moderne Wissenschaft gebracht hat. Ja? Also die Idee, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und alles um die Sonne kreist. Während vorher die Idee war, dass die Erde in der Mitte ist und die Dinge um die Erde kreisen. Mm. Und Kepler war ein Mann der Kirche. Ja? Der war ein Katholik. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Ich war selber schon mal dort, wo der gelebt hat, und habe auch in diesem Kepler-Museum. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Polen, irgendwo im Baltikum, Osteuropa so. Ja? Und der hat dieses Ding in die moderne Wissenschaft gebracht. Er war allerdings auch nicht der Erste, der überhaupt diese Heliozentrik gebracht hat. Denn das erste Mal, dass wir in der Menschheitsgeschichte, das älteste heliozentrische Weltbild, das findet sich in einem Relief von einem Tempel aus Babylon. Ne? Ja. Dort ist das heliozentrische Weltbild. Genau. Und nur mal so grob die Zusammenhänge. Ich meine, Babylon, katholische Kirche, Vatikan, irgendeine Connection da vielleicht. Und dann Kepler. Und, Kepler war ein Priester. Und bei uns ist er jetzt so der Wissenschaftsmann, nachdem man dann wiederum dieses Teleskop benennt, was dann wieder was entdecken soll. Planeten, die dann wiederum, was man wieder einweben kann dann in die große Story, die sie uns da erzählen. Ne? Micha. Ja, wie gesagt, also für mich ist das, sind das einfach Puzzleteile, die immer mehr zusammenpassen. Ja, also ich meine, wir haben ja das große Glück, dass wir durch das, was wir machen können, also sprich zum Beispiel ihr mit eurem Amok Alex und Frank Stoner Show und wir mit dem Kulturstudio, dass wir natürlich viele, viele interessante Themen und Gäste hatten, in denen wir uns ja auch sozusagen einarbeiten mussten, in die Themen einarbeiten mussten und ihr ja genauso. Und dadurch kriegt man einfach auch eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Und die NASA war mir eigentlich schon immer suspekt. Also weil, wie gesagt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und da gibt es halt viele bewiesene Lügen der NASA. Also da brauchen wir jetzt gar nicht mit der Mondlandung anfangen und so weiter. Okay. Ja, dass natürlich auch eine Hollywood-Inszenierung war, zumindest das, was man dort öffentlich zeigt, ist für mich eigentlich auch ganz klar. Aber wie gesagt, das geht ja auch weiter über Bilder und so weiter, was die veröffentlichen. Das ist schon wirklich sehr bezeichnend. Und wenn du noch sagst, was NASA heißt, ja, also ich meine, wir wissen ja, dass wir in einer in einer Illusion sozusagen gehalten werden. Also wir wissen das über Medien und weiß ich was alles, also die uns eine Realität vorspielen, die nichts mit der Realität in dem Sinne zu tun hat. Also sie kreieren sozusagen Realitäten. Ja, wer weiß, wie viele Kriege sie auch in dem Fernsehen kreieren, so wie man das uns auch in Hollywood-Filmen zeigt. Und das war ja auch eine interessante Aussage von dem Wyszynski. Und zwar sagte der Robert ja dann,
ja, hier so eine, sprachen sie ja über diesen ISS-Tracker und ob es sowas für Hubble gibt. Und dann meinte er, ja, das könnte sein, aber er hat halt nichts gefunden, was gefunden. Und dann sagte der Robert so, ja, ich meine, so eine Seite, ich bin hier Spezialist, Prozessor, Entwickler und so weiter, Grafikprozessor, genau. Entwickler, Programmierer. Ich meine, so eine Webseite baue ich Ihnen in einer Woche nach. Und dann sitze ich da mit meinem Superhang-Umhang und sage, hier bin ich, weißt du, das ist gerade meine Position. Und ich bin dann am Hubble Space Teleskop festgemacht. Und da sagt er, lacht er noch, der Mislinski sagt, ja, das ist richtig. Ja, Hollywood ist immer gut, weißt du? Ja. Also, aber go ahead, Michael, Entschuldigung. Ja, also daran, also das sind so Zwischentöne, die auch da, ja, also das, also zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, was der sagt, ja. Also das wollte ich eigentlich nochmal abschließend sagen. Es ist ja so, dieses Thema ist natürlich auch in der großen Flat Earth-Debatte wird das natürlich auch wieder als ein Grund genommen. Man muss aber dazu klar sagen, der Mann, der dieses Video gemacht hat, also dieses Planate Veritas, ich glaube, wir sagen es nie richtig. Planate Veritas. Planate, ne, ja, egal. Planate Veritas. Das ist ja Robert Bassano und der propagiert aber jetzt nicht das Flat Earth-Modell, ja, sondern der hat nochmal ein anderes Modell da reingebracht, oder Micha? Ja, diese Ellipsoid-Modell. Flattening Ellipsoid. Ach so, warte mal, dieses Flattening Ellipsoid, das war aber, glaube ich, bezogen auf dieses Helium 4. Genau. Was er meinte. Ja, er hatte eine eigene Theorie am Start, also wie diese Flugkörper dort oben eigentlich sich halten könnten. Und zwar bringt er dieses Helium 4 ins Gespräch. Genau. Und ja, was gibt's dazu zu sagen zum Helium 4? Das ist also ja irgendwie ein ganz besonderer Stoff und der ein so ein Superfluid, sagt er, und dieses erzeugt wohl so Quantenwirbel, sowas wie so wie Strudelbecken und die so unglaubliche Geschwindigkeiten auch haben und die verhalten sich halt anders, also in einem Vakuum, bleiben diese Tropfen halt zusammen aus superflüssigem Helium. Hm. Während jeder andere Stoff wie Wasser oder so natürlich sich verteilen würde im Vakuum. Ja? Und das ist ja auch die nächste Frage. Wenn dort oben, sagen wir mal, vakuumähnliche Bedingungen sind, ne, also wir haben ja wenig Atmosphäre, da frage ich mich, wie so eine Konservendose da irgendwie auch zusammenhalten kann da oben. Ja, ja, da also, muss man auch mal dazu sagen, Micha, ist das muss man bei einer konstanten Null sein. Im Gradus, ne? Genau, beim Nullpunkt sozusagen. Null, genau. Also beim absoluten Nullpunkt. Wie von der Temperatur, meint ihr jetzt? Ja, von der Temperatur. Ja, ja, und das ist völlig unmöglich. Und da hat man auch dazu gesagt, ist das würde erklären, warum man keine Sterne in die Bilder sieht. Na? Ach so, ja, genau, weil das halt so, also 99,96% dieses sichtbaren Lichts absorbiert es halt. Genau, nicht, ja? Genau, also das, weil es hat keine Viskosität. Genau, es hat keine Viskosität. Also es gibt da wohl auch so eine Farbe, die heißt Venta Black. Die wurde von Nanosystems irgendwie erfunden. Wie hießen die? Heißen die nochmal Surrey Nanosystems oder so. Hm. Und die ist auch zum Beispiel, also wenn man die vor sich hat, dann denkt man guckt in ein schwarzes Loch. Also so dunkel ist diese Farbe. Ja. Das ist auch so eine kuriose Geschichte. Hier mit diesem Venta Black. Wir hatten diese Nachricht, also ich habe mir das im Februar, habe ich das in der Zeitung gelesen. Ne? Ich habe es heute extra nochmal nachgeschaut. Im Februar habe ich das in der Zeitung gelesen. Da wurde berichtet, so, oh, hier britische Forscher haben das schwärzeste Schwarz überhaupt gefunden. Und mich hat das total interessiert. So, ich irgendwie irgendwas in mir drin hat, fand ich das interessant. Irgendwie ist es relevant. Ne? Und mich hat es eigentlich an was ganz anderes erinnert, an eine Geschichte von Jack London. Ne? Aber das führt dann zu weit weg. Aber ich hatte diesen Zusammenhang hätte ich da nie irgendwie damit hergestellt, dass das jetzt hier 2-3 Monate später auf einmal wieder in diesen großen kosmologischen Fragen kommt. Was hier an der Erde wird auch mit diesem Venta Black rum experimentiert. Und das sind ja auch krasse Ideen, die dieser Bassano da bringt, oder? Ich meine, er sagt sozusagen, dass es gibt kein Vakuum im All, sondern es ist dort dieses superflüssige Helium 4, ja. Was schwärzestes Schwarz ist.
Und was aber auch irgendwie etwas leiten kann, ist, das ist dann doch das, was die Alten früher den Äther nannten, oder? Und ist es nicht sogar das, was irgendwo in der Bibel steht oder in diesem einen Buch dort, wo wie war da mal der Spruch, der Herrgott trennte die Wasser der Erde und die Wasser des Himmels? Irgendwie, Alex, ja, das doch mal. Ich meine, ist das nicht genau das? Trennte die Wasser von der Untererde und das Himmel oder sowas mal in der Art. Da sind zwei verschiedene. Und jetzt kommt hier der Bassan und erzählt was vom superflüssigen Helium. Ich meine, das ist da das Gleiche gemeint? Dass man dort auch wissenschaftlich daran arbeitet, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, das sind zwar Theorien, sagt er, ja, aber es gibt auch einige Wissenschaftler aus seinem Kollegium, die genau daran arbeiten, ja. Und ja, der hat es selber gesagt, dass er hat irgendwas gemacht daran. Na, ja. Also sehr, sehr fucking interessant, man. Und, also allein, dass das da um dieses ganze Geschichten, ich meine, das bringt uns mal dazu, ich weiß es nicht, Micha, aber was hat er noch erzählt in diese ganze Geschichte, ne? Und wenn du sprichst über diese Ellipsoid, seine Theorie, ne, da muss ich mal auch andererseits sagen, ist das, was interessant ist, ist auch dieses Zeitungsartikel, was mal gefunden worden ist, aus Honolulu in 1907. Weißt du, was ich meine? Ja, also hier wurde schon gefragt, ob ich jetzt überzeugt von der flachen Erde bin. Also ich bin natürlich noch nicht überzeugt von der flachen Erde. Ich bin erstmal jedem Gedanken natürlich offen, gegenüber. Diese Karte könnte ein weiteres Puzzleteil sein. Ja? Und zwar ist diese Karte von 1907, vom 11. Januar 1907 und war in der Hawaiian Gazette abgedruckt. Also in der hawaiianischen Zeitung. Und dort wird halt berichtet, dass, ich hatte mir das markiert, nur ist es wieder weg, dass ein japanischer Forscher, Dr. Kobayashi, also ein Physiker, war dort praktisch in einem Tempel und dem wurde diese Karte hat diese Karte bekommen und die wurde, glaube ich, wie heißt das hier, von einem chinesischen Priester 1000 Jahre zuvor gemacht. Und interessant ist, die Karte zeigt sozusagen eine Art flache Erde-Modell, ja, in der Mitte, aber danach ist nicht Schluss. Ja. Um diese flache Erde ist halt auch eingekreist, also mit so, weiß ich, ob er also mit Kreisen sozusagen markiert. Die Eismauer ist oder nicht, das ist die Frage. Ja, das sind halt mehrere Kreise sozusagen, weiß ich, ob das nur ein Maß sein soll, was man halt nur extra jetzt darüber gesetzt hat. Aber außerhalb dieses Bereiches, hinter dem Kreis, sieht man ganz, ganz viele, ja, weiß ich, das sind das 20 Kontinente wahrscheinlich noch, also sagen wir mal von der Größe teilweise von Afrika und wenn man das so in Vergleich setzt und noch größer. Das ist schon sehr, sehr spannend. Warum ich darüber lachen muss, ist das, weil das bringt mich dann gleich zurück von dieser Admiral Byrd, nicht von seiner Operation Jump oder wie hieß das, Frank? Jump? High Jump. High Jump. Sondern warum überhaupt High Jump? Tja. Wir reden hier von einer Barriere und wir reden von Operation High Jump, also Hochsprung. Ja. Aber es ist nur am Rande. Well, das Ding ist das nicht so viel von diesem Interview, was er gegeben hat, bevor die das Antarktis mal dicht gemacht haben, sondern mal die Memoirs, wo er erzählt, dass er mal mit einem Flugzeug, weil in diesem Interview, der erzählt über Flugzeug, ja, mit diesen Expeditionen und das ist alles viel einfacher und man ist viel schneller dort. Und in diese Memoirs erscheint das, wo er tatsächlich mal irgendwelche andere so ungeeiste, tropische Art von Temperaturen mit Palmen und man kann das so nehmen, wie man will, aber in diesem Memoir steht, dass der sogar mal Mammuts gesehen hat. So ein Scheiß. Und es wäre ja ein Indiz auch, also wie gesagt, wir können ja mal, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Wir spekulieren ja auch ein bisschen gerne, mal ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Also wir wissen, dass man uns vielleicht eine Art Alien-Invasion vortäuschen möchte. Dafür bereitet man die Menschen halt medial halt auch vor, Hollywood etc. Plus natürlich sogenannte wissenschaftliche
Beweise, ne, dass man halt angeblich hochwissenschaftlich dort umforscht, indem man halt sowas wie Hubble da oben hat und natürlich alles beobachtet oder Kepler. Hm. Wenn wir aber diese Karte jetzt vielleicht mal als real annehmen, die dort ist, ja, könnte man sich auch vorstellen, dass das, was wir vielleicht als UFOs sehen, vielleicht von, da sind wir bei euren vielleicht Breakaway Civilizations, ja, dass vielleicht dort leben ja vielleicht andere höher entwickelte Zivilisationen, ja, also rein spekulativ, die vielleicht auch mal halt, wie gesagt, diese Grenze überschreiten, ja, weil sie halt eine andere Technologie haben. Vielleicht gibt es dann auch ja Verträge mit denen zwischen irgendwelchen ja Herrschenden hier, und vielleicht gibt es da auch eine gute und eine böse Seite, sag ich mal, ja, dass die eine Seite da vielleicht auch immer ein bisschen mehr aufpasst, dass es halt nicht zu sehr ausartet, aber die andere halt vielleicht auch Technologie weitergibt oder mit denen halt irgendeinen Deal hat oder so, wer weiß, ja. Aber so wie Neuschwabenland, meinst du? Ja, wo du schon reinbringst, Alex, man müsste da auch ja fragen, vielleicht ist das auch die, wir können es ja fragen, ja, ist das die Lösung für dieses Geheimnis um diese ganzen verschwundenen U-Boote, diese deutschen U-Boote, die haben doch letztens mit Volker, auch von euch, vom Kulturstudio, genau. Shark Hunter, haben wir doch mit ihm gesprochen, und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber er hat doch auch gesagt, dass es 200 war das. Es waren relativ 200, viele, ja, irgendwie überraschend viele U-Boote, von denen man 200. Einfach nichts weiß, die weder versenkt wurden im Krieg noch jemals wieder irgendwo aufgetaucht sind. Ist das möglich? Können wir, dass die da irgendwie einen Ausgang gefunden haben, vielleicht eben unterirdisch und auf der anderen Seite im Meer dann weitergeschwommen sind, jetzt auf irgendeinem von diesen Kontinenten dort sind, die auf dieser Karte drauf sind? Micha, was meinst du? Ja gut, wie gesagt, das ist halt schwer zu bestätigen oder zu dementieren. Ja, das weiß man nicht. Es ist, wie gesagt, interessant. Ich meine, 200 U-Boote, ja, die verschwinden mal nicht einfach so. Ja, also das muss man auch sagen. Aber ja, wie gesagt, das wäre für mich ein Gedanke. Ja, also mehr nicht, eine Theorie. Ja, ja. Wie es ist, können wir natürlich selber nicht bestätigen. Es gab zum Beispiel auch ein interessantes Video, was wir uns mal angeguckt haben, zum Thema nochmal Erde, wo jemand auf einem Schiff war, in der Südsee irgendwo, und der hat auf seinem Schiff praktisch die Kamera rausgehalten und hat rechts neben sich den Vollmond gehabt. Der war so ungefähr, sagen wir mal, 15, 20 Grad hoch, dieser Vollmond. Und dann hat er praktisch die Kamera auf die Gegenseite gehalten, also 180 Grad entgegen, und da ging gerade die Sonne auf. Also sie war noch nicht mal zu sehen, sondern du hast halt gesehen, jetzt, aha, da wird jetzt Tag, hell. Wie soll das gehen? Also wir haben das dann nochmal nachgerechnet, beziehungsweise an einem Modell nachgerechnet, dass wir sozusagen uns die Sichtlinie mal sichtbar gemacht haben, wenn wir auf dem Punkt der Erde einer Kugel stehen, davon mal 15 bis 20 Grad praktisch den Mond aufsteigen lassen, und dann ist es praktisch unmöglich, dass Sonnenlicht praktisch auf den Mond scheint, weil natürlich die Erde dazwischen ist. Also das ist praktisch nach den normalen Erklärungen eigentlich gar nicht machbar, weil weil die Erde einfach dazwischen ist, also wenn halt praktisch der Mond von der Sonne zum Leuchten gebracht wird. Ja. Also es ist interessant, wir sind da natürlich dran, wir sind da offen dem Thema gegenüber, und es gibt da interessante Dinge. Aber vielleicht ist es halt so, dass wir tatsächlich vielleicht dass uns eine begrenzte Welt als unsere Welt verkauft wird, also das Ganze auch noch als Kugel, dass das Modell vielleicht ist es auch eine Kugel oder etwas Kugelähnliches, aber halt doch weitaus größer. Ja, das könnte ja auch so sein, und dass man uns einfach auch nur dann das, was hinter diesem Ring ist, sozusagen auch vorenthält, also so wie es jetzt auf dieser Karte verzeichnet war, dass man uns das vorenthält aus gewissen Gründen. Ja, aber das könnte man sich halt auch vorstellen, dass das Ding halt noch viel, viel größer ist. Ja. Tja. Was, also Frank, ich hab mal meine Meinung. Also jeder Indiz zeigt mir hinaus, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine flache Plane leben, immer deutlicher. Also meiner Meinung nach. Ich meine, wenn ich sehe dieses Amateurraketen, ne? Also interessanterweise, da gibt's mal ein Video über die höchste Aufstieg einer Amateurrakete,
Und man vermutet, dass eventuell hat das mal die Firmament mal geschlagen. Das Ding ist auf 73 Meilen gestiegen und plötzlich bleibt das Ding stehen und fällt wieder zurück. Ja. Du erinnerst dich vielleicht auch dran, Alex, wir haben auch schon mal erzählt irgendwann, dass da ging es um wieder mal einen von den Starts von Richard Bransons Virgin. Der hat doch auch den White Knight gebaut. So nennt er, glaube ich, so seinen Prototypen. So. Und sowohl der als auch diese andere private Raumfahrtgesellschaften, die haben beide eigentlich nur ein Geschäftsmodell. Deren Idee ist halt, wenn wir das so machen können, dann können wir da Leute in den Weltraum bringen, dann schauen die sich das an. Und das ist ein Geschäftsmodell. Genau. So, oder? Gar nicht so sehr um Forschung. Und uns ist aufgefallen, dass die haben in den letzten Jahr oder so waren da auch mehrere Teststarts, manche gelungen, manche misslungen, aber bei denen geht's grundsätzlich immer nie höher als 100 Kilometer. Hm. Das scheint wie so eine magische Grenze zu sein, höher fliegen die nicht. Ja. Können die nicht höher? Dürfen die nicht höher? Interessant sind ja auch, ich glaube SpaceX heißt dieses zweite Projekt, gibt ja dieses Virgin-Projekt und SpaceX. Da haben die ja jetzt auch irgendwelche interessanten Videos veröffentlicht von dieser Landung auf einer Plattform. Das ist also die Rakete, mich, die landen kann, ja? Das ist für mich also physikalisch erstmal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Also da kommt so eine lange... Flash Gordon Shit. Ja, genau. Und landet ohne zu wackeln und kippt nicht um. Also und interessant ist, aber wenn man die Telemetriedaten, die wohl auch sowohl bei Virgin als auch bei SpaceX immer von der NASA kommen, ja, dass im Prinzip in diesem Video siehst du, das Ding ist sozusagen wieder aufgesetzt auf dieser Plattform im Meer, aber die Telemetriedaten zeigen, dass er eigentlich noch irgendwie 300 Kilometer oder 200 Kilometer oben ist und jetzt gerade nochmal an Speed zunimmt und so weiter, ja. Das hat überhaupt nicht übereingestimmt, ja, also das stand schon, weiß ich, 30, 40 Sekunden auf der Plattform und die Telemetriedaten gaben immer noch an, dass es halt jetzt sogar noch an Speed zugenommen hat, an Geschwindigkeit und an Höhe und so weiter. Also, das halte ich auch für sehr, sehr fraglich, also dass ein Fluggerät in der Form so landen kann, also ohne dass dort irgendwelche, ja, auch wie das Ding gestartet ist. Ich meine, da wirken ja Kräfte und selbst wenn das ein bisschen in Schräglage kommt, ja, also ohne dass man das steuern kann, dann rauscht das Ding halt ab. Ja, also und dann siehst du, wie das auf dem gleichen Wege zurückkommt. Also das ist für mich eindeutig, da lassen die das einfach rückwärts laufen. Ja, hat sich doch schon bei in den 60ern, frühen 70ern bei der Landung vom Eagle, hat sich das auch schon bewährt. Ja. Lass einfach nochmal rückwärts laufen. Ja. Mensch, man sieht das mal jedes Silvester, wenn du mal hier eine Rakete hochschießen und die Flasche umkippt, das fucking Ding mal hinter dir her. Und ich möchte nicht auf das Teil sitzen, wenn das mal so ein bisschen schräg schießt. Weißt du? Naja, aber ja, wir werden natürlich jetzt auch, also wir haben so einen Kollegen gefunden hier in der Nähe, der auch so ein Computerteleskop hat, so ein mit einer ziemlich großen Leistung. Und wir wollen jetzt auch ein paar Lasermessungen durchführen, okay, weil ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn wir in Rostock sind und wir haben gutes Wetter gehabt, dann konnte man zum Beispiel auch Dänemark sehen. Mhm. Ja. Dänemark ist ungefähr, geht's ja so schlappe 60 Kilometer entfernt. Und wenn man das aber mal nachrechnet, also es gibt eine interessante Seite, die heißt halt, wie heißt denn das Ding? Da war diese Formel drauf. Earth Curve Calculator heißt das Ding. Und da kann ich halt praktisch meine Höhe eingeben, also mal wo ich stehe und die Entfernung des Objektes, was ich praktisch sehen möchte. Und dann kalkuliert es mir aufgrund der Berechnung der Erdkrümmung, wie hoch oder wie tief das andere Objekt dann sozusagen sein müsste. Und ich habe dann mal, also wir sind hier so bei knapp 0 Meter. Wir haben hier praktisch Meeresspiegel. Gebe ich halt meine Augenhöhe ein, sag ich mal so 1,75. Und die Distanz sind 60 Kilometer und da rechnet mir das Ding schon aus, also da müsste Dänemark 239 Meter tiefer sein. Hm. Ja. Mensch, also, Weltforschung, du betreibst Weltforschung, Micha, das ist der richtige Ansatz. Und da fällt mir einer, wollte ich auch noch erwähnen hier, am Wochenende habe ich eine Sendung gehört, live auf YouTube. Die hat der Tony Mahoney, heißt er, glaube ich, hat die ins Leben gerufen. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie sein Kanal heißt, aber er hatte am Wochenende eine Art Elefantenrunde so der deutschen Flat-Earther-Szene, wenn ich jetzt so sagen darf, zusammengebracht. Da waren Markus Müller war dort, der ganz viele Videos macht auf YouTube. Markus Müller, dann der YouTuber Cäsar,
auch ganz, ganz viele Videos. Ja. Hm. Und dann waren auch noch Matthias Kleespies und Hatice. Genau, waren genau. auch am Start. Genau. Und die haben eben auch ihr in einem sehr interessanten Gespräch, könnt ihr auch anhören, das ist auch natürlich ja, aufgezeichnet. Das habe ich auch gesehen. In einem sehr interessanten Gespräch halt da auch das eine oder andere so drüber nachgedacht. Und die haben auch berichtet, dass die jetzt vorhaben, am Bodensee ein Laser-Experiment zu machen. Also auch da tut sich was so. Und auch derselbe Spirit so, lass uns mal selber die Daten ranschaffen. Sure. Und Leute sind technisch auch drauf. Und da wünsche ich mal denen, dass das Experiment gelingt. Und mal sehen, was da dann zu als Ergebnis kommt. Absolut. Yep. Was ich mal vorher, bevor ich das vergesse, zwei Dinge wollte ich mal reinschmeißen. Die erste ist, als wir mal über die Hubble-Antenne-Teleskop gesprochen haben, man fragt sich dann auch andererseits, was ist mal mit dieser Nicht-NASA oder ist NASA dort mal verbunden, wenn wir über das Lucifer-Teleskop sprechen, Frank? Ah. Ja, ja. Micha, kennst du dich aus damit mal ein bisschen? Mit der aber gut, das steht ja auf der Erde. Ja? Also ich meine, insofern... Was aber da die Verbindung ist, hier diese, sowohl Hubble als auch diese SOFIA-Projekte, die arbeiten auch viel mit Infrarot. Infrarot-Teleskope. Und das ist ja exakt der Lucifer-Device. Wir sagen immer Lucifer-Teleskop. Wir haben da mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Denn, nur ganz kurz, das Lucifer-Teleskop, das ist eins der besten Teleskope, die es gibt auf der Erde. Das gehört den Jesuiten. Und das haben die aufgebaut auf dem Mount noch was in Arizona, so ein heiliger Indianerberg, ein alter Kultort. Da steht das Lucifer-Teleskop. Es ist aber eigentlich nicht das Lucifer-Teleskop, sondern der Lucifer-Device. Das ist eine extra technische Einrichtung, die man noch vor das Teleskop draufsteckt, wie eine Art Sonnenbrille, wenn du willst, das war einfach gesagt, die dann nur noch Infrarotbilder macht. Ja? Und da frage ich mich auch, was ist mit diesem Infrarot los? Sowohl hier Lucifer-Teleskop als auch bei diesen SOFIA und diesen Missionen scheint das eine besondere Rolle zu spielen. Was kann man mit Infrarot sehen, was wir nicht sehen? Well, Infrarot, erstens, also Infrarotlicht kann man mit Sonderbrille sehen, Nummer eins. Zweitens, Infrarot ist, wenn das nicht direkt auf irgendwas gezeigt wird, wirst du deine Fernbedienung zu Hause, wenn du zu weit weggewinkelt bist, na, dann funktioniert der nicht. Und das ist Infrarot. Du hast mal einen Empfänger und einen Sender. Und das ist das Interessante, dass wenn das mal mit Infrarot arbeitet, ich frage mich, ob da mal tatsächlich mal irgendwo eine Empfänger ist. Das wäre noch spookiger. Oh, man, You know what I mean, Frank? Hm. Ich meine, okay, jetzt einfach mal hier tief gegriffen. Man spricht über diese Dark Knight Satellite. Naja, das ist auch eine spannende Geschichte. You know? Wo willst du wissen, ob das mal ein Empfänger ist für irgendetwas von dieser Lucifer-Teleskop oder sowas? You never know. Nee. Aber, you know, that's just shooting into the wind again. Micha? Ja? Was sagst du dazu? Ja, also ich glaube mich zu erinnern, dass dieses Lucifer-Teleskop, glaube ich auch, dass der Vatikan da auf etwas wartet oder so, glaube ich. Ne? Also, dass sie da was beobachten, was eventuell auf uns zukommt. Also keine Ahnung, ja, was die da auch immer beobachten mögen. Ja, aber ich weiß gar nicht, wird da eigentlich viel veröffentlicht so von dem, was die dort aufnehmen? Gibt es da irgendwie auch sowas, also was sie halt auch die NASA mit ihren Teleskopen oder anderen Teleskope machen, dass man dort auch nachgucken kann, was die eigentlich so da beobachten, fotografieren? Gibt es da irgendwie sowas? Also ich muss mal ehrlich sagen, ist das, ich habe noch nichts mal geguckt, aber jetzt hast du mir das mal irgendwie so inspiriert. Homework? Ja, so Homework. Homework für Alex. Also interessant wäre es jetzt auch mal nach Kepler zu gucken. Ja, das wäre jetzt auch mal interessant, was es mit diesem Teleskop auf sich hat, ob es da auch irgendwelche Sachen gibt. Ich meine, okay, sowas, was der gemacht hat da mit seinem Math Lab und so, natürlich haben wir diese Möglichkeiten haben wir natürlich nicht. Aber vielleicht kann man ihn mal kontaktieren, den Robert, und ihn fragen, ob er da nicht auch nochmal bei Kepler gucken kann. Übrigens mit dem Meth Lab, da hat vorher schon jemand im Chat drauf hingewiesen, so das ist nicht das Methadon, also so ein Drogenlab, so das Meth Lab, sondern mit A geschrieben, also Mathematik Lab. Das hat mit Volker Beck nichts zu tun. Ja, genau. Hey, ich bin mit meinem Meth Lab habe ich ein bisschen Forschung betrieben. Das ist auch nicht glaubhaft, weißt du? Also, Meth kommt von Mathematik in Englisch. Genau. Well, you know, aber andererseits, wenn man spricht über Methadon und stuff like that, bei diese Freaks, you never know, Frank. Wir haben schon Jet Propulsion Labs and stuff like that, Jeff Parsons and stuff like that. Wir wissen alle, dass die mal an LSD waren und sowas, ne?
Also das ist jetzt die andere Geschichte, aber nicht desto trotz. Die andere Punkt, was ich sagen wollte, war auf diese Karte bezogen. Na? Und wenn man sagt bei dieser Karte und man das mal Glauben schenken möchte, dass tatsächlich andere Kontinenten mal da draußen sind, könnte das eventuell mal dieses Phänomen über zwei aufstiegende Sonnen mal... Ja, das würde da natürlich sich dann wieder Sinn ergeben, natürlich. You know what I mean, Frank? Micha, hast du das mal schon gesehen? Ich habe mal ein Video gepostet von einer Honolulu Observatory, wo die das gefilmt haben und du siehst, wie eine Sonne aufsteigt und dann die nächste dahinter leuchtet dann die ganze Himmel auf. Ich habe es auch gesehen, ja. Es ist halt, es geht immer um die Antarktis so. Und die Idee, wie es auch Matthias Kleespies gesagt hat, ja, so, dass es irgendwie da unten noch eine weitere Sonne gibt, dass es jetzt sogar überhaupt mehr Sonnen gibt als nur zwei, ja, okay. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht in letzter Zeit, dann stellt sich mir die Frage, offiziell ist es doch so, dass in der Antarktis auch genauso wie im hohen Norden im Südwinter dort unten überhaupt keine Sonne ist, über Monate. Da muss eigentlich totale keine Sonne sein. Dann würde aber das mit der zweiten Sonne ja gar nicht hinfunktionieren. Jetzt habe ich da so ein bisschen rumrecherchiert und so. Und ich sag's euch, es ist dubios so. Wenn du das recherchierst, wirklich original so eine Kamera aus der Antarktis, die dir halt einfach zeigt, wie jetzt so dieses ist. Jetzt haben wir den Südsommer. Jetzt müsste dort unten einfach dunkel sein. Also jetzt im Juni auf jeden Fall. Jetzt müsste dort unten stockfinster sein. Und dann im Winter wiederum, also wenn unser Winter ist, im Dezember, ja, so, ist dort unten ja der Sommer. Dort müsste es die ganze Zeit hell sein. Ja. So wie in Nordskandinavien. Ja, so wie im Norden. Und es ist komisch. Wenn du das nachrecherchierst, kriegst du auch wieder nur so umstrittene Bilder. Also manche Leute sagen, ja, gibt's auch Videos, da kannst du sehen, so wie jedes Mal, wenn diese Kamera einen so 24 Stunden aufzeigt, wie da so ein Sprung ist von 3 Stunden. So. Lass solche Dinge so. Und auch da, es müsste eigentlich doch banal sein, aber ich bin im Moment mir nicht mehr sicher, ob es jetzt in diesem Augenblick in der Antarktis dunkel ist. Tja. Theoretisch müsste dort jetzt Polarnacht sein, also 3 Monate genau, lang oder so. Genau. Aber ja, also wie gesagt, schwierig. wir können gewisse Sachen versuchen, einfach nur mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nachzuprüfen. Also auf ganz einfacher Ebene. Und ich denke, das sollten wir machen, weil wir sehen ja auch im Chat, glaube ich, dieses Flat Earth-Thema. Da sind ja mittlerweile auch wieder die Fronten gegeneinander. Also wie gesagt, ich sag's nochmal, ich weiß nicht, ob die Erde flach ist, ich weiß aber auch nicht, ob sie so ist, wie man uns das sagt, weil es gibt halt viele Indizien, die einfach dagegen sprechen, schwerwiegende Indizien, dass sie zumindest erstmal nicht so aussieht, wie uns das vorgemacht wird, weil es gibt für mich kein einziges echtes Bild der Erde, ja, aus dem Weltall. Und ich bin da halt offen, dann heißt es natürlich, ja, da wird jetzt vielleicht die Szene mit abgelenkt und weiß ich was alles und das ist vielleicht auch nur inszeniert. Gut, das mag ja sein, aber gerade deswegen sollte man vielleicht, also der es kann und der vielleicht auch ein bisschen das Know-how dafür hat, einfach mal gewisse Sachen prüfen, um halt dort auch Indizien oder sogar Beweise zu finden, dass es so nicht sein kann oder es kann halt so sein, ja. Weil ich sag mal, wenn jemand mir 1000 Formeln vorrechnet oder so, das kann ich natürlich alles nicht nachvollziehen. Hm. Ich kann mich, wie gesagt, selber mit einem Teleskop vielleicht irgendwo hinstellen und mit einem Laserpointer, der ein bisschen über 5 Kilometer reicht oder noch länger, und kann halt versuchen, dort ein paar Messungen zu machen. Alleine das, was ich wahrnehmen kann, und daraus halt meine Schlussfolgerung ziehen. Ich habe leider nicht die Mittel dazu, eine Rakete hochzuschießen oder sowas, dass ich mir das Ganze von oben angucken kann. Also wie gesagt, aber es kommt da halt auch immer mehr ans Tageslicht. Und man muss auch noch dazu sagen, dass dieser Artikel, der ist ja echt, ja, also es ist ja, und der ist von 1907, also das ist jetzt kein Internet-Fake oder sowas. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Genau, du hast den ja wirklich recherchiert, oder hast mir zumindest einen Link geschickt zu dem Nationalarchiv oder sowas der USA, wo eben all diese Zeitungen drin sind. Es gibt tatsächlich diese Zeitung Honolulu Chronicle, wie auch immer, 1907 mit diesem Artikel. Das ist mal Fakt, ja. Genau, also kein Internet oder irgendwas, ja. Ob das jetzt immer stimmt, ist in der Zeitung, ist ja eine Frage, so, ja. Das wissen wir natürlich nicht. Aber den Artikel, das ist nichts, was
was jetzt eben neu einer schnell auf YouTube hier sich zusammengefaked hat. Genau. Und interessant ist ja hier nochmal auf diese Karte zu kommen. Du hast es auch gesagt, Michael, das könnte ja dann wieder ein anderes Modell sein. Also es könnte ja dann echt so eine Art Superglobe sein, nur ist dann das, was uns als Globe präsentiert, das vielleicht nur wie ein so ein Flicken auf so einem Fußball oder sowas, weißt du? Und dann würden ja, natürlich eben auch diese ganzen Horizont-Dinger dann natürlich mehr Sinn ergeben, weil dann stimmt halt die Krümmung nicht so, wie es uns erzählt wird. Also wir wissen nicht, wie die Welt wirklich aussieht so. Aber wir entdecken mehr und mehr, dass das Herkömmliche so nicht hinhaut, ja. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also die Flat Earth ist nur eine von den Möglichkeiten. Dass diese Karte, diese alte buddhistische Karte, ist bietet ja nochmal ein völlig anderes Ding. Das ist ja dann nicht zwangsläufig eine Flat Earth, ja. Well, auf jeden Fall, was diese Dinge uns zeigen, Frank, und diese Dinge, was wir hören, zum Beispiel, so wie was Micha gerade übersetzt hat von dieser Kollege Planetas mal Veritas, sie hat mal irgendwann irgendwas vorgetäuscht. Für welcher Grund, das wissen wir nicht. Ob wir das mal jemals wissen werden, das ist die nächste Frage. Aber grundsätzlich, da wird mal eine Mindfuck an uns gespielt. Und ich meine, das ist offensichtlich. Ja. Ja gut, man muss natürlich sagen, auch zu der Karte, was du gerade gesagt hast, ich meine, es könnte ja auch sein, dass diese Karte auch auf 2D gemalt ist, beziehungsweise aufgeklappt gemalt ist. Also so wie wir unseren Atlas aufmachen, haben wir ja auch nichts Rundes, sondern das wird ja dann sozusagen auf die Ebene projiziert. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass diese Karte halt auch auf die Ebene projiziert wurde, um halt einen Überblick zu bekommen, ja, in 2D oder so, ja. Also das kann man ja jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt der Beweis ist, dass es jetzt flach ist in dem Sinne, ne? Also das könnte ja auch, wie gesagt, so eine Darstellung sein, so wie wir das ja heute auch aus unseren Atlanten oder Landkarten kennen, die sind ja auch nicht der Erdkrümmung nachgemacht, sondern einfach dann in die 2D-Ebene gebracht, ja. Genau. Interessant fand ich ja auch, dass diese Karte ursprünglich dann aus, so wird es auch jedenfalls erzählt, aus China kommt. Das ist auch interessant, weil was die meisten Leute gar nicht wissen ist, China hat mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, haben die schon vor ganz, ganz langer Zeit, also weit vor Kolumbus oder Vasco da Gama und diesen ganzen Seefahrern, viel früher, wir reden so in der Antike oder so, haben die Chinesen wohl schon eine Weltumsegelung gemacht. Ja, die waren, ja, sind schon mal um die Welt gesegelt so. Haben dann allerdings die Welt gesehen, haben gesagt, am schönsten ist doch im Reich der Mitte und sind wir nach Hause gefahren. Ja, haben nichts kolonialisiert oder sowas. Aber das passt auch, also chinesische Seefahrt ist... Hm. Geht weit zurück auch, weißt du? Deswegen passt es auch, dass es von dort kommt. Das ist also nur so ein bisschen Glaubwürdigkeit mehr. Ja, ja, natürlich. Und jetzt sagst du gerade was. Du sagst gerade was, Reich der Mitte. Wenn ich mir das nochmal angucke, ja, die Karte, ja, dann liegt China tatsächlich auch von den ganzen Inseln tatsächlich in der Mitte fast. Oh, damn, ja, echt, ja. China. Bei dieser Karte, was ja auch interessant ist, die ist genauso wie diese UN, dieses UN, United Nations Logo, da ist ja keine Antarktis drauf auf der Karte. Der Kontinent Antarktis, der fehlt dort. Hm. Aber was noch interessanter ist, Frank, wir müssen mal auch verstehen, ist, dass die chinesische Astrologie, weil damals haben die keine Mittel mehr gehabt, also mal die Sterne mal mit zu navigieren, oder? Und dann, wir müssen mal auch überlegen, ist, dass die chinesische Astrologie viel älter ist, als das, was wir hier im Westen kennen. Als dieses Zodiac. Na, das ist die andere Sache. Hm. Naja, wer weiß, wo dieses Wissen herkommt. Das ist ja, muss man auch klar sagen, also diese Karte mit als normaler Seefahrer, wenn du mit deiner Junke da um die Welt gesegelt bist, kannst du nicht so eine Karte zeichnen. Das ist auch diese Mercator-Projektion, also das ist schon nochmal rein vom Technischen her, vom Geografischen im wahrsten Sinne des Wortes, so kartentechnisch. Ja, das ist schon heftig, ja. Tja. Aber der Schlüssel zu dem Ganzen scheint doch immer wieder die Antarktis zu sein, ja. Immer wieder die Antarktis. Auch da, in dem Modell, hier fehlt die Antarktis. Das ist die sozusagen, die Antarktis ist dann wieder der Eiswall oder so. Hm. Und hier, ich hab mal eine Story vor euch. Kommt mal wieder was Neues. Ich glaube, die meisten kennen das noch nicht. Also mir war das völlig neu. Aber wusstet ihr, dass es in den 70er Jahren Sightseeing-Flüge gab in die Antarktis? Das hat die neuseeländische Fluglinie gemacht, New Zealand Airlines. Mhm. Die sind zwischen 1976 und 78 mit richtig großen Passagiermaschinen, DC-10, 300 Passagiere oder so, also 250, ja, also ja, fette Dinger so. Die haben Flüge gemacht, nur in die Antarktis runter, die sind auch nicht gelandet, sondern die sind in Auckland gestartet, und dann fliegst du erstmal 4-5 Stunden und dann bist du dort in der Antarktis und dann haben die dort so ein bisschen ein paar Runden gedreht, so, ja, nicht über die ganze Antarktis, ja, sondern eher so am Rand, ja, und dann haben halt die Leute aus dem Fenster geguckt und haben sich diese Eiswelten angeschaut.
war total begeistert, das war ganz toll so. Ja, ja, und die machen dann richtig, das mal mit Nordpol jetzt. Die haben dann richtig damit geworben so, die haben dann eine Kampagne aufgebaut, also wollten es auch weltweit machen. Neuseeland hat halt den kürzesten Zugang so und ja. Das sind halt nicht nur Neuseeländer mitgeflogen, sondern es ist auch Europäer, du konntest dort in den 70ern so einen Antarktisflug machen. Und ja, das ging 14 Flüge lang gut. Und dann ist ein Flugzeug abgestürzt dort, so eine DC-10. Alle Passagiere und die ganze Crew über ich glaube so knapp 300 Leute, alle tot da. Und man hat das Flugzeug zunächst, hat man es nicht gefunden. Dort, wo man es vermutet hat, dass es fliegen sollte, war es nicht. Man hat das Wrack an einer anderen Stelle gefunden. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Story, ja. Und dann hat man aber dort dann keine Überlebenden. Man hat aber recht schnell die Blackbox und so gefunden, hat das ausgewertet und dann war ziemlich schnell klar, Pilotenfehler, ja, die Crew. Die sind zu tief geflogen und die sind dann gegen einen Berg geknallt. Das ist der heißt Mount Erebus. Auch spezial, Erebus, klingt wie Airbus. Aber es ist ein Zufall wahrscheinlich. dieser Mount Erebus, so könnt ihr es auch finden übrigens, wenn ihr das googelt, Mount Erebus Disaster. Ja, das ist eine bekannte Sache. Ich meine, das ist ein Flugzeug mit fast 300 Leuten. Größte neuseeländische Lufttragödie. Also das ist ein großes Ding. Das Mount Erebus Disaster. Ja, und eigentlich war dann so klar, na gut, der Pilot war schuld, alles klar. Aber dann ist die Geschichte weitergegangen. Der so Angehörige von dem Piloten und auch Freunde von dem, das war ein sehr erfahrener Pilot, einer der erfahrensten, die sie hatten in Neuseeland, und dem seine Kollegen, die haben gesagt, das kann nicht sein, die Story stimmt nicht, das was fake, und die haben dann so viel Druck aufgebaut über die Öffentlichkeit auch, und das ging dann bis, dass die ganze neuseeländische Öffentlichkeit, Medien und so, dass da Druck aufgebaut, wir müssen das nochmal genau anschauen. Die Story, die man uns erzählt hat, die von New Zealand Airlines kam, ja, hier der Pilot und die Crew haben versagt, die stimmt nicht. Und tatsächlich kam es dann zu einer weiteren großen Royal Inquiry, wie auch immer sie das nennen, und man hat das richtig im großen Stil aufgewühlt. Und der Richter, der dann da war, ich glaube Mayen hieß der, die Mayen Inquiry war das dann, der hat dann festgestellt, nee, das war kein Pilotenfehler. Und was wirklich passiert ist, diese DC-10 war damals State of the Art ausgerüstet, ja. Die war also gerade für diese Antarktisflüge besonders gut noch ausgerüstet, und die hatte auch ein Bordcomputersystem, was State of the Art war damals, ja. Das ist das Feinste vom Feinsten. Und man hatte diesen Bordcomputer ausgerüstet mit Koordinaten und Flugrouten. Und das hat man so im Groundcomputer, also in dem Büro wahrscheinlich von New Zealand Airlines, hat man das erstellt, und dann hat man das rüber kopiert auf dem Bordcomputer von dieser DC-9. Und in dem Fall, wo dann das Flugzeug abgestürzt ist, hat man am Abend oder in der Nacht vorher, hat man das Programm ausgetauscht, das alte Flugroutenprogramm rausgenommen und ein neues reingetan. Und man hat es den Piloten nicht gesagt. Und das neue Flugroutenprogramm, was drin war, das war fehlerhaft. Und das hat dafür gesorgt, dass die Piloten, die richten sich dann nach dem Computer so, und die glauben, sie fliegen über den McMurdo-Sund. Das ist so eine Art, das ist noch über Meer, das ist noch der antarktische Kontinent, das ist dann voller Eis, natürlich so Packeis oder so, aber keine Berge oder so. Die glauben, sie fliegen über den McMurdo-Sund, weil ihnen das der Bordcomputer anzeigt. In Wirklichkeit fliegen sie aber 200 Meilen weiter östlich und knallen dann voll in diesen Berg rein. Krass. Ja? Und danach gab es nie mehr wieder Sightseeing-Flüge in die Antarktis. Und hey, nach all dem, was wir mittlerweile so gehört haben, weißt du, vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht, naja, kuriose Geschichte so, aber nach all dem, was wir mittlerweile gehört haben, stelle ich mir die Frage, ist das nicht, also hat man diese Maschine nicht mit Absicht scheitern lassen? Und damit danach auch nie mehr wieder sowas läuft, Sightseeing-Flüge gibt es seitdem nicht mehr, keiner hat das Recht zu schauen, was in der Antarktis wirklich gibt, und man hält halt alles fern, ne? Ja, Mount Erebus-Desaster, könnt ihr mal gucken, ja. Erebus. Michael, du sagst gar nichts mehr, ne? Ja, der Frank spricht ja auch. Nein, aber das lass mich durch. Nee, das hat mir genauso geschockt, weil diese Geschichte kannte ich nicht. Ja, ich kannte das auch nicht, aber macht natürlich Sinn, klar, wenn das ausgetauscht wird und die Piloten wissen das, dann kann man ja schon eine Absicht vermuten. Aber da ist auch nie was irgendwie richterlich festgestellt worden, dass man gesagt hat, der und der hat das ausgetauscht. Nein, also wer wirklich schuld ist, weiß man nicht, aber nachdem der Richter, dieser Mayen, der hat dann wirklich, ich glaube wortwörtlich, die neuseeländische Fluggesellschaft
Der hat denen gesagt, das ist eine Litany of Lies, eine unglaubliche, ein großes Lügengebäude, hat er den nachgewiesen. Ja. Und Air New Zealand hat dann schon ein paar Köpfe rollen lassen. Ich glaube, 8 oder 10 Leute mussten da gehen, Manager und Spitzenpiloten. So. Es war ein Riesenskandal. So. Aber was wirklich dann passiert ist, wer eigentlich da diese Manipulation gemacht hat, weiß man nicht. Ja. Also die Frage ist berechtigt. Ja. Und warum das auch heute Abend so schön reinpasst, ist, weil das ist vielleicht ähnlich wie bei diesen Geschäftsmodellen von Virgin und SpaceX, ja, die auch die Idee haben, Tourismus zu machen, ein bisschen Sightseeing. Oh Mensch. Und in der Antarktis wird es dir nicht mehr erlaubt. Und wenn es ganz dumm kommt, dann kommt die Katastrophe. Und ich glaube, denselben Druck, den spüren diese SpaceX und Virgin auch. Dieses Geschäftsmodell wird nicht laufen. Jetzt, ja, da gab es doch auch einen Absturz von der Virgin, ne, Frankie? Ja, genau, deswegen passt es so gut, weißt du? Und ihr macht es nicht mehr. Ihr bringt keine Leute dort ins All, die dann auf einmal vielleicht Dinge sehen oder, weißt du, weil das ist ja dann immer nur eine Tür aufgemacht. Ja, wenn erstmal die kommen, dann kann es ja sich erweitern, wenn da eine große Nachfrage ist und so viel Betrieb will man nicht. Naja, weder in der Arktis noch oben in den Himmelsregionen. Ich meine, Hilton hat mal ein Wort damals drin gehabt. Na, der wollte mal die erste Hotel auf den Mond bauen. Na, eine Hilton Hotel. Da gab's mal auch, das mal habe ich gelesen. Aber das ist schon länger her, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Hilton baut mal überall Hotels, ne? Da habe ich dir erzählt, dass wir mal in Indonesien waren, als wir wie heißt das nochmal, Skaramak, wo die Orangutans mal als noch in freier Wildbahn leben, ne? Da fährst du in einen von diesen Mango-Boats, na, mit deinen Koffern drin, es ist so Mango-Bäume-Boats, na, diese ganzen dünn und sowas, du fährst mal durch mal einen Regenwald und plötzlich kommt mal eine Hilton-Hotel. Das war sau günstig mal von dieser Reisebüro, aber die haben gesagt, dass die wollen mal das Ding auf dem Mond bauen, das wollten die mal auch machen. Aber wenn wir mal schon über Bauen sprechen, Frank, wir sollen mal auch mal die Gotthard-Geschichte mal hier reinbringen, wenn wir schon Micha dabei haben. Ja, Micha, magst du noch ein bisschen bleiben, wir noch über Gotthard reden? Ja, wir haben noch ein bisschen gerne, Zeit. Ja, klar, gerne. Na, weil über Baus, wenn wir mal darüber sprechen, also Gotthard wäre mal eine interessante Geschichte. Diese schöne Party, was die gehabt haben, na, die einzige, was mir gefehlt haben, war die Hors d'oeuvres. Frank, ne? Das war eine geile Tanzeinlage, was die dort gelassen haben. Ne? Schweizer Folklore. Interessant, ja. Tja, Micha, was sagst du dazu? Was hast du mal ja, über also, diese? Ja, ich meine, ich hatte das auch gepostet und dann wurde ich auch gleich angefeindet bei Facebook. Ja, das wäre halt, weil da diesen Teufelstal oder Teufelsberg oder irgendwie da so eine. Aber wenn ich mir das anschaue, entschuldige, es hat mir wehgetan in den Augen, ja, und auch so von den Emotionen, was darüber kam, es war einfach ein satanisches Ritual, was da abgezogen wurde, ja, und das war gruselig, also es war wirklich gruselig, also ich meine, wenn man sowas eröffnet, dann hat man ja unendlich viele Möglichkeiten, das in Szene zu setzen, aber warum gerade so? Früher kam doch da immer so irgendwie die Politiker mit der großen Schere und dann haben die da so ein Band durchgeschnitten und gut war. Ja. Die Blasen oder die Lok ist durchgefahren, weißt du, hat das, das Band zerrissen. Ja, also für mich war das also eine absolut gruselige Inszenierung. Also warum, ich meine, das sollte doch eigentlich ein feierlicher Moment sein, da ist halt wieder architektonische und Ingenieurskunst, Meisterleistung dort vollbracht worden. Und die längste Tunnel der Welt, ne? Ja, und dann mit so einem gruseligen Teufelstanz dort, also das ist unglaublich. Ja, in der Tat, das fand ich auch sehr, sehr befremdlich. In vielen hat es aber auch daran erinnert, doch an diese okkulten Geschichte rund um CERN. Ja? CERN, was auch gar nicht so weit weg ist, naja, 100 Kilometer weiter ist ja dann Genf. Mit CERN. Und da erinnert ihr euch vielleicht auch, da gab es so diesen einen komischen Film, wie hieß der nochmal? Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, kommt bestimmt gleich. Aber dort haben die auch so einen bizarren Film gedreht, auch mit so seltsamen Tänzen, die auch so ganz unschöne Vibrations irgendwie hatten, ne? Tja. Also. Und da hat man sich auch schon gefragt, was soll das? Ich meine, wir reden hier von Hightech und dann verbinden die das aber mit so archaisch anmutenden okkulten Bildern, ne?
Tja, ich meine, ja, die andere Ding ist, dass wenn du das anguckst, ich meine teilweise die Bewegungen, was dort gemacht ist, als diese ganze Leute mal reinmarschiert haben in ihre orangen Anzüge, da die Sklaven, ne? Ja, hey Frank, man, da habe ich mal gleich mal Pink Floyd The Wall gesehen, krass. Oder? Ging mir auch so. Na? Pink Floyd The Wall, man. Weil die waren da zum Teil so in Ketten auch irgendwie. Ja, genau. Hier, jetzt kommen die Sklaven, alle in diese orangen Bauarbeiteranzügen. Hey, das sind die Sklaven so. Ja. Ja. Und dann kam doch da auch dieses merkwürdige, ja, manche würden es einen Engel nennen, aber ich meine, wie ein Engel hat es nicht wirklich ausgesehen, so diese barbusige Frau mit dieser komischen Maske drauf und den Flügeln dann da über den Bauarbeitern. Tja. Ich habe noch was Interessantes. Und zwar wird ja gesagt, es hängt mit dieser Teufelsschlucht zusammen. Ja, in der Tat wird es damit zusammen. Hört euch das mal an. Eine Sage zufolge wurde die erste Teufelsbrücke vom Teufel errichtet. Die Urner scheiterten immer wieder an der Errichtung einer Brücke. Schließlich rief ein Landermann ganz verzweifelt aus, do sell de Tüffel e Bridge Bühe. Also soll doch der Teufel da eine Brücke bauen. War das jetzt Schweizerdeutsch? Ja, sollte sein, ja. Kaum ausgesprochen stand dieser schon vor der Urner Bevölkerung und schlug ihnen einen Pakt vor. Er würde die Brücke bauen und als Gegenleistung bekomme er die Seele desjenigen, der als erster über die Brücke überquere. Müssten wir mal gucken, wer ist zuerst durch diesen Tunnel gefahren, ne? Ja. Nachdem der Teufel die Brücke gebaut hatte, schickten die schlauen Urner einen Ziegenbock über die Brücke. Der Teufel war über diesen Trick sehr erzürnt und holte einen haushohen Stein, mit dem er die Brücke zerschlagen wollte. Es begegnete ihm aber eine fromme Frau, die ein Kreuz auf den Stein malte. Als der Teufel dieses sah, ergriff er die Flucht und ließ den Stein und die Brücke liegen. Deshalb wurde der Teufelsstein genannt. Aha. 1977 wurde der 2200 Tonnen schwere Teufelsstein mit einem Budget von 300.000 Franken um 127 Meter verschoben, um der Gotthard-Autobahn Platz zu machen. Die Verschiebung des Teufelssteins wird in einer modernen Erweiterung der Volkssage für die unerklärliche Häufung von Verkehrsunfällen auf dem Kilometer 17 des Gotthard-Straßentunnels verantwortlich gemacht. Tja. Ja, freaky stuff. Aber in der Tat, das sagen ja manche, na ja, guck, da gibt's ja diese Sage und deswegen hat man das halt so aufgeführt. Dann so. Aber man muss es ja umdrehen. Man muss ja dann eher fragen, ist es vielleicht tatsächlich ein besonderer Ort? Weißt du, eine besondere Qualität, die dieser Ort hat? Hey, es gibt diese ganzen alten Ortsnamen. Keiner von denen ist zufällig. Das kann ich dir sagen. Keiner von denen. Ja. Die gehen alle weit zurück. Selbst in Amerika, was nicht so diese lange Geschichte hat, ist es so. In Amerika gibt's dann Orte, der eine heißt Hungry Horse, da steckt eine Geschichte dahinter. Und wenn da irgendwo ein Devil's Creek ist, da stecken manchmal auch Geschichten dahinter. Ja, und ich möchte mal nur so ganz kurz das andeuten. Da gibt's diesen, wie heißt nochmal, David Paulides. Mhm. Ja, hier, Alex, kennst du auch David Paulides, der so dieses Phänomen beschreibt, wie viele Menschen eigentlich in USA in den Nationalparks, also wirklich in der Natur, in der Wildnis, auf ganz mysteriöse Art und Weise verschwinden. So. Yeah. Ja. Und warum bringe ich das? Weil das auch gehäuft vorkommt an Orten, die dann auch so komische Namen haben. Ja. Das ist kein Zufall. So. Und deswegen, müsste man auch fragen, muss man ausgerechnet dort dann hier den größten Tunnel der Welt bauen? So? Ja, und wenn du überlegst, was diese Teufelsstein mal verschoben wurde, na, um die Gotthardburg Autobahn mal freie Fahrt zu geben. Naja. You know, that's the funny thing. Man spricht auch über alte indianische Begrabungsstätte, die einfach, wie sagt man, übermauert wurden oder sowas, dass mal auch dubiose Dinge dort mal passieren. Naja. In Island machen sie das anders. Wisst ihr das? Oder es wird zumindest erzählt. Ja? In Island soll's ja eine extra Beauftragte geben, die für die Elfen und Naturgeister einsteht. Und für die Trolle und so, die in Island leben. Und wenn in Island eine Straße gebaut wird oder geplant wird und so viele genau, werden da nicht gebaut, genau, so quer durch die Insel durch, da wird nicht viel gemacht. So. Aber wenn da so Bauprojekte sind, dann wird erstmal auch die gefragt und die muss dann vor Ort das erstmal klären mit den Trollen und Elfen, ob das okay ist. Ja, oder genau. wenn das nicht okay ist, dann muss man da, kann man das dann halt nicht bauen, dann muss man es auch woanders bauen. Genau. Das habe ich gehört. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool, man. Das Geschichte kenne ich. Kennst du das, Micha?
Ja, ich kenne das, hab ich das gehört, ja. Ja, ja, das ist abgefahren, man. Ja, also das Ding habe ich selber angeguckt und also interessante Sachen, weil das geschieht, das fand statt vor der Tunneleingang und auch innen drin. Ja. Aber das wäre interessant, mal herauszufinden, wenn die mal als erstes dort mal durchgeschickt haben. Wir sind ja auch, also wir jetzt so als alternative Medien sind auch die einzigen, denen das irgendwie auffällt, so. Also, ja, ich meine, das hat ja auch in der internationalen Presse, hat das auch sehr viel Befremden hervorgerufen, dieses Ritual, also dieses Öffnungszeremonie. Ja. Ja, also auch, das ist schon vielen Leuten aufgefallen, dass das ja sehr, sehr seltsam ist und irgendwie nicht so wirklich was mit Schweizer Brauchtum zu tun hat, oder? Tja. Da waren ja dann auch so komische Sexszenen auch dabei und solche Geschichten. Naja, dann dieser eine Zug, wo die alles in diese durchsichtige weiße Klamotten. Micha, weißt du, ob die mal die Erdkrümmung mal in Berechnung genommen haben, als die diese 57 Kilometer mal Tunnel gebaut haben? Ja, kein Plan, müsste ich mal anrufen. Ich wollte mal so nebenbei mal reinschmeißen. Ja, es ist, man sieht das ja immer wieder, also man sieht das ja auch bei Olympischen Spielen und so weiter, also das ist einem ja früher nicht aufgefallen, aber wenn man halt ein bisschen auch in diesen Themen drin ist, mit Symbolik, was dort ja gezeigt wird, dann haben wir ja wie gesagt auch bei jedem Olympischen Spieleeröffnung und weiß ich was, wird da ja auch kräftig die Freimaurersymbolik etc. gezogen, ja, und satanistische Symbolik. Ja? Also wir haben es in der Popkultur, darüber habt ihr ja auch schon so viel berichtet. Man sieht es halt, ja, mit dem Wissen halt mit ganz anderen Augen, ja, und ich bin gespannt, vielleicht gibt's ja bald die ersten Unglücke dort im Gotthardtunnel, wer weiß, ja. Naja, aber apropos, sind ja auch bei den Bauarbeiten haben wir auch durchaus ein paar Leute ihr Leben gelassen, ne? Oh, echt? Okay. Ja, also es heißt, 9 Tote sind beim Gotthard-Projekt gewesen, aber die Allianz Swiss spricht sogar von 13 Toten, was auch schon wieder komisch ist. Wir sind jetzt 9 oder 13, ne? Entweder oder, das muss man wissen, so. Aber auch zwei beides auch wieder sind die Zahlen 13. Okay, aber beide wieder. Aber es ist halt, wollte ich nur dazu einwerfen, also, es hat auch schon einen Blutzoll gehabt und Geld hat es auch viel gekostet. Wir waren ja vorher bei Hubble und Hubble waren, glaube ich, die Startkosten 1 Milliarde oder sowas Dollar und dann geht es um diese 1,5 waren die Startkosten und dann kommt aber noch jede von diesen Missionen und überhaupt, es kostet einen Haufen Geld, das Wartung, Ding, ja. Aber also das ist ja billig jede, also im Vergleich zu dem Gotthard. Also er hat gesagt, die Startmission hat 1,5, also dieses Ding zu bauen, 1,5 Milliarden und jede weitere Service-Mission hat 1 Milliarde gekostet. Also jetzt überlegen wir mal, wenn das da nur ein Bubble ist und kein Hubble, da ist ganz schön Kohle reingesteckt worden. Ja, ja in der Tat, das wäre dann die nächste Frage, wo wandert eigentlich dieses Geld dann hin? Weil das Geld ist ja echt, ja, das ist in erster Linie amerikanisches Steuergeld, aber auch international, wenn man das nutzen will, braucht man Gebühren und so. Ja, wo geht das Geld dann hin, weißt du? Das ist echtes Geld. Und da kommen wir mal zu dieser Frau, worüber wir vorher gesprochen haben. Catherine Austin Fitz kann ich da noch jedem empfehlen. Fitz, genau. Catherine Austin Fitz, wenn ihr Englisch versteht, recherchiert mal nach, was die so erzählt. Das ist kurz gesagt eine Frau, die in der Wall Street Karriere gemacht hat, eine Bankerin. Ja? Und die hat im Laufe ihrer Karriere schwarzen Budgets entdeckt, also wie halt Finanzströme aus der Realwirtschaft, aus der Welt, die wir kennen, in abgezogen werden, gewaschen werden und in diesen Black Ops verschwinden. Ja. Was auch immer dann die damit machen, so. Das ist dann wieder die nächste Frage. Aber kann ich euch nur empfehlen, Catherine Austin Fitz, Fitz mit Doppel-T ist das geschrieben. Genau. Ja. Die hat da richtig interessanten Stuff am Start. Da hat auch eine eigene große Webpage und so. Hm. Ja. Aber hier, das Hubble-Teleskop war immer noch billig im Vergleich zum Gotthard. Ja. Ich hab mal geschaut hier, In Tante Vicky stand, das Stand Juni 2010, das ist schon wieder 6 Jahre her, ja? Aber Stand Juni 2010 hat das Ding schon 12 Milliarden Franken gekostet. Boah. 12 Milliarden Franken. Ich meine, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte und Mathe war auch noch nie meine große Stärke, aber jetzt so grob hochgerechnet, ich meine, wie lange dauert es sich, bis sich sowas wirtschaftlich amortisiert? Wir wissen auch nicht, was die Gesamtkosten sind. Das war 2010, 12 Milliarden Franken. Und der wirtschaftlichen Vorteil bringt es. Wenn eine Stunde schneller fährt, statt 4,5 brauchst du jetzt noch 3,5 Stunden.
Ja, eben, also welchen wirtschaftlichen Vorteil verschafft es, dass sich das überhaupt gerecht, also dass man das rechtfertigen kann, ne? Das ist ein Wahnsinnsding. Nur eine Frage gestellt auch wieder, vielleicht ist da auch noch mal eine etwas andere Idee hinter dem Gotthard, als nur, dass da halt Eisenbahnen fahren. So. Well, nicht nur das. Ich meine, Akupunktur oder sowas. Ja, aber andererseits musst du mal überlegen, wenn du in Zürich wohnst oder sowas und du mal tatsächlich mal vielleicht in Genfer bist, deine Ferrari wird schneller geliefert jetzt. Das ist die andere Seite, muss man mal auch so sehen. Also als Passagiertunnel, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist nicht so, als wenn du mal in die Schweiz kommst, dass du musst mal so wie nach England. You bit a channel. Das ist das Ding, ne? Was hat die Eurotunnel gekostet, weiß man? Ungefähr hat das... Der ist auch nicht so lang wie die Gotthard, ne? Der Gotthard ist jetzt die längste Tunnel der Welt, glaube ich. Auf jeden Fall der längste Eisenbahntunnel der Welt. Und auch der am tiefsten reingeht. Ja? Das 57 ist so Kilometer, tief, ja. Deep. Interessante Geschichte. Mich, hast du noch was zu Gotthard zu sagen oder wollen wir das Thema hinter uns lassen? Nö, also eigentlich nicht. Ich wollte gerade gucken, was Eurotunnel Baukosten hatte. Vielleicht kriege ich das schnell noch raus. Ich frage mich, ob das mal ein 1,8 Milliarden. Das ist billig. Man muss die Frage stellen, was hat denn da so viel gekostet in der Schweiz? Warum? Ich meine, 12 Milliarden. Nee, warte, Entschuldigung, ich habe was Falsches gesagt hier. Ich hab das nur ganz schnell. Finanzierung, wirtschaftliche Bedeutung, Hintergrund, bla bla bla. Planung, Bau und Inbetriebnahme. Beteiligte deutsche Unternehmen, Auftragswert. Doch, es waren schon ein paar mehr. Nee, es sind eine Million. Nee, also doch 1,4 Milliarden scheint es doch gewesen zu sein. 1,4 Milliarden im Vergleich zu wie viel, Frank? 12 Milliarden, Stand 2010, ne? Wer weiß, wie viel es heute sind, ne? Was hat das so viel gekostet? Ich stelle nur die Frage, Leute. Ist es vielleicht auch, erleben wir hier auch sowas Ähnliches wie eben bei dem Hubble-Fall? Haben wir dort auch wie ein Beispiel, wie zum Teil öffentliche Gelder vielleicht auch in schwarze Side-Projects gehen. Vielleicht hat man da auch nicht nur an dem Tunnel gegraben, sondern wo man schon mal am Tiefgraben war mit irgendwelchen Hightech-Dingen. Vielleicht hat man noch ein paar andere Dinge auch gegraben. Mhm. Gerade Schweiz wird immer wieder auch erzählt, dass er da so in den Schweizer Bergen viel so Black Technology auch am Start ist. Es wird schon lange erzählt. Auch in dieses UFO-Phänomen ist in der Schweiz gehäufter als woanders. Und wer weiß. Ich frag's ja nur so. Ja. Das ist halt auf jeden Fall auffällig. Das ist doch eine Wahnsinnssumme so. Dafür, dass man könnte ja tatsächlich spekulieren, ob da nicht eventuell noch ein paar Gänge nach links und rechts ausgebohrt worden sind. Ja, genau. Richtig tief so. Ja. Oder so. Ich meine, das geht da auch dann zurück mal zu dieser eine Link, das der Kollege dort mal geschickt hat, ne? Diese Fuliberg oder wie heißt das? Was wir letztens auch hatten mit diesem. Ja, wo. Hab ich dir, glaube ich, auch gezeigt, Micha, oder? Mit dem Berg, wo es diese Sage gibt, dass da so ein Goldloch gibt, eine Goldhöhle und nur ein Venezianer kann da rein. Ja, genau. Ja, Schweizer Berge, das ist. Fuliberg. Aber es sind alles nur Sagen bestimmt, ja. Hm. Ja, ne, Fulibrig war das, irgendwas. Wo ich dir gesagt habe, wo Blue Brigade, was auch immer, Flurbrig, was das war irgendwie. Aber auch mal sehr interessant, ja, Schweizer Berge, aber you know something, das ist auch weltweit so, Frank. Ich habe mal hier die anderen Dinge aufgeschrieben, aber wir haben mal nicht sehr viel Zeit dafür. Zum Beispiel in Sibirien, wo wir darüber vorher, was ich dir, Kotschatka, dieser Okrug heißt das oder sowas, ne? In diese Sibirien. Alten Städte, ja. Aber dafür haben wir jetzt gar nicht mehr die Zeit, dass wir da noch tief reinsteigen hier. Aber wenn wir jetzt nichts mehr zu Gotthard haben, dann schmeiß ich noch zwei kleine News hier rein, so, über die wir noch reden können. Habt ihr ja mitbekommen, letztes Wochenende Rock am Ring, ja? Blitzeinschlag in Rock am Ring? Nee. Über 70 Leute, glaube ich, mussten ins Krankenhaus. Und wir haben erst letzte Woche, Alex, haben wir darüber gesprochen, über Wetter, Blitzeinschläge. Ja, genau. Haben unseren Leuten auch gewünscht, hier immer schön die Erdung behalten und so. Ja, Rock am Ring. Das zweite Mal, letztes Jahr war es auch schon so. Haben wir auch schon darüber berichtet hier. Letztes Jahr gab es schon Blitzeinschläge im Rock am Ring, Leute ins Krankenhaus gekommen und dieses Mal wieder. 70 Leute. High Voltage, ja. Krass.
Interessant war ja auch, dann hat man ja die ganze Zeit so überlegt, so, soll man jetzt die Veranstaltung absagen oder nicht? Und das ist auch eine faire Überlegung. Ich meine, es sind ein Haufen Leute dort und so. Und dann sind auch die Bands und alles. Soll man es absagen oder nicht? Oder soll man weitermachen? Und irgendwann hat man dann doch am nächsten Tag, man ist dann endgültig abgesagt, also wieder so schwere Unwetter angesagt waren. Aber vergleich doch das mal mit dem letzten Fasching, mit den Rosenmontagszügen. Die wurden doch auch da, die Großen, abgesagt. Ja? Und dann posten die Leute Bilder und eitel Sonnenschein, aber gar nichts. Ja. Tja. Waren wir damals schon spekuliert, weil, ob das mit dem Wetter wirklich der Grund war, dass man die Rosenmontagszüge absagt, glaube ich nicht. Weil man kann schon ein bisschen was ab. Man kann schon ein bisschen was ab, ja. Ja. Was hältst du von Rock am Ring? Ja, ich habe das auch mitbekommen und naja, es war ja eh, wir hatten ja ganz schöne Wetterkapriolen in den letzten Wochen und Tagen und also eins ist klar, das ist kein natürliches Wetter, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es ja auch ein schönes Video, auch von einem Ami, der hat sozusagen die meteorologischen Daten ausgewertet. Unter anderem auch diese Wolkenbewegung und in der Tat sah man, dass das ständig kreiste, also dass es irgendwie also unnatürlich im Kreis lief dort diese Wolkenformation und am Rand dieser Wolkenformation konnte man tatsächlich sowas wie geriffelte Wolken sehen, also das, was wir auch kennen, was Leute ja vermuten, dass das von Haab auskommt, also dass dort Energie reingegeben wird und so weiter. Also ich denke mal, dass welchen Grund das auch immer haben möchte, um den Leuten jetzt zu sagen, ja, guck mal, das Klima ändert sich, also diese ganze CO2-Idiotie vielleicht damit ein bisschen mit unterstützen möchte oder keine Ahnung, ich meine Baden-Württemberg, da gibt es Stuttgart, ja, da gibt es halt auch Militäranlagen der Amerikaner, vielleicht ist es ja auch was von den Russen gewesen, keine Ahnung, aber zumindest konnte man dort sehen, dass das keine natürlichen, anscheinend keine natürlichen Bewegungen waren am Himmel, ja. Also ich sag mal, gerade wenn sowas in der Art runterkommt, dann müsste doch eigentlich, also ich meine, wir haben doch angeblich, also Meteorologie ist ja nun nichts, was wir erst vor 10 Jahren erfunden haben, ja. Also da müsste das hätte man doch zumindest erkennen können, ja, an der Warnung, ja. Also und warnen müssen. Was auch interessant ist, dass diese eine Video, was man in Schleswig-Holstein aufgenommen hat, dieser Typ mal mit seiner Freundin, Hamburg auch. Ja, ich weiß es nicht, Windhose oder Tornado. Ja, das ist nicht das Gleiche, aber mittlerweile spricht man auch offiziell von Tornado, der da in Schleswig-Holstein auch Hamburg war. Wo der Typ das gefilmt hat, einmal diese ganze Hagel. Aber Deutschland ist doch kein Tornado-Land, oder? Gibt's, ich weiß es nicht, also solange das ich nur aus Blech gibt es die bei uns. Also solange das ich in Deutschland wohne, ich weiß es nicht, ob ich mal von einem Tornado, ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, bei uns war doch auch gerade einer hier in der Nähe, in Bützow. Ja, das ist ja hier bei mir oben, zwar noch etwas weg, so sagen wir 60 Kilometer, so 60 Kilometer von mir weg, 70 Kilometer vielleicht. Und da war ja, wann war das eigentlich? Im letzten Jahr, ne, war da ein Tornado. Und der hat ja da auch ganz schön gewüstet oder gewütet und die Stadt verwüstet und unter anderem auch so ein Pennymarkt dort. Und seitdem existiert ja dieser Witz, was macht ein Tornado, der nach Bützow kommt? Oder sagt ein Tornado, was sagt ein Tornado, der nach Bützow kommt? Erstmal zu Penny. Ja, also, ja, ich weiß es nicht. Ist das mal, Deutschland natürlich liegt anders als USA, aber Deutschland ist grundsätzlich nicht irgendwie so ein Land, wo Tornados sich gehäuft haben oder sowas in eurer Wettergeschichte, oder Frank? Ja, Windhosen gab es schon immer mal, ja. Das okay, schon, vielleicht mal am Nordsee und sowas, ne? Normalerweise finden die statt übers Wasser, ne, Micha? So diese Wasserhose oder Windhose, man spricht darüber. Ich kenne das von Puerto Rico, wo kalte Luft mal mit warmer Luft in die Karibische Meer zusammen, du kriegst mal dieses Windhose, die saugt das Wasser ab. Und ich weiß es nicht, ob das heißt mal eine Wasserhose oder sowas hier in Deutschland, keine Ahnung. Ja, das heißt eigentlich Wasserhose, glaube ich. Hm? Okay. Ja, ja, klar, natürlich gibt's sowas auch bei uns und Unwetter gab's auch schon immer, aber wir haben ja letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen und
Es ist anders als früher. Ja. Wir leben es anders. Wir haben Gewitter, da plötzlich siehst du Blitze ohne Donner und manchmal hast du Donner ohne Blitze und du hast so ganz viele horizontalen Blitze und du hast Donner, der bis zu 40, 50 Sekunden lang andauert. Es ist sehr anders. Und wir haben dieses Phänomen, dass es dann einfach nicht wirklich danach auch wieder klar ist, dass sich die Entladungen dann wieder zu einem Gleichgewicht geführt haben, sondern es geht halt dann 2 Wochen lang so, ja. Wobei ich zu sagen muss, hier in Chemnitz haben wir jetzt die letzten paar Tage richtig schönes Wetter gehabt. Ja, ein paar Tage lang ohne Donner. Vorher waren es, glaube ich, fast 3 Wochen lang am Stück. Aber Franka, also ich sag dir was, na, auf dem Weg heute mal ins Club, mal dort mal vorzubereiten für den Abend heute. Also als ich entlang gegangen bin, also du kannst mir sagen, was du willst, das waren keine Kondensstreifen, weil die Dinge waren lang. Und die haben gesprüht wie die Säue wieder, man. Und das ging in X-Formen und alles drum und dran entlang. Und also von einer normalen Betrachtung, ich hätte gesagt, dass die Dinge teilweise 20, 30 Kilometer lang gewesen waren. Na, und man spricht über, dass es soll mal zum Wochenende mal jetzt wieder Regen und bewölkt und so ein Scheiße sein. Ja, also heute Morgen, als ich aufstand, es war blauer Himmel. Ja, und dann hast du mal eindeutig gesehen, wie die dir da gesprüht haben. Kein Kaiserwetter für die Bilderberger? Ja, das wurde ihnen ein schönes know. Wochenende bereitet. So. I don't know, man. I don't know. Kann man ja, auch schön dann auch wieder spekulieren. Ich meine, es war wirklich tatsächlich, ich meine, gestern hatte ich hier 28 Grad und heute 18, glaube ich, war die Höchsttemperatur. Oh, ja, krass, das ist der. 10 Grad Unterschied, man. Überleg doch mal. Habe ich euch eigentlich schon mal von dem Fürstenzug erzählt? In Dresden, Alex, habe ich das schon mal erwähnt, ja? Nee. Nee? Ich glaube, mich habe ich davon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich das hier on air gemacht habe oder nicht. Nee, nicht, dass ich euch langweilt mit irgendwelchen alten Kram. Nein, aber der Fürstenzug in Dresden, weil da könnten dann nämlich die Bilderberger jetzt am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, kann man da so schön vorbei flanieren. Der Fürstenzug in Dresden, das ist ein Kunstwerk, gemalt auf Meißner Porzellan, ja, so sächsisch halt. Mhm. Und das ist ganz lang gezogen. Es ist im Grunde genommen auf der Außenmauer von den Stallanlagen. Ja, da hast du mal erzählt, wo diese verschiedenen Bildungen, genau. Abbildungen sind und so weiter. Wie genau, da sieht man nämlich die Bettiner Blattlein. Ja. Die Blattlein kannst du da zurückverfolgen, bis ins Mittelalter rein. Und das würde sich halt schon anbieten, wenn das Wetter dann hält, dass dann die... Dann könnt ihr da vorbeiflanieren an der Blattlein und sich das so angucken. Take a look, this is your... Das ist ja schließlich auch der niederländische König da. Ist das dein Urgroßvater? Ja. Schau mal, das ist der Opa. Ja. Eingemeißelt. Kann man dem halt huldigen irgendwie, den Bettinern. Weil ja, das Haus Sachsen, ja, das ist eben nicht nur irgendeine unbedeutende Blattlein, das sind schon die Big Player auch. Ja. Sure. Britisches Königshaus, niederländisches Königshaus. Ja. Micha, da kennst du dich auch mal mit dieses Bloodlines aus, ne? Du bist mal auch ein Bloodline aus Preußen. No, ich kenne mich aber nicht mit der sächsischen Bloodline aus. Okay. Ja, man, großartig. Also, heavy stuff. Morgen geht's los. Was heißt morgen, man? 3 Minuten, man. Da haben wir schon eine 9. Eine Winznachricht kann ich noch reinschmeißen hier. Vielleicht hilft da auch nur noch beten in dieser Zeit hier. Eine Papstreliquie wurde aus dem Kölner Dom gestohlen. Ja? Und zwar war das ein Stoffläppchen mit einem Blutstropfen von Johannes Paul II. Wurde gestohlen. Das Stoffläppchen. Mhm. Also, die wollen die doch nicht etwa klonen. Ja, das ist die Frage. Ich meine, mit Blutstropfen, das ist mir auch gleich aufgestellt. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. So. Was dann dann haben wir dasselbe Ergebnis mit George Lucas, man. Wer braucht hier das Blutströpfchen vom Papst? Oh Mann. Alter. Krasse Geschichte. Aber hey, bevor wir aus der Show rausgehen, Micha... Darf ich kurz noch was ansprechen? Genau, ich wollte dich fragen, ja, und nämlich, wie heißt eigentlich nochmal das Video, was du über Hubble jetzt hier auf Deutsch gemacht hast? Haben wir noch gar nicht gesagt. Wie finden es die Leute auf YouTube? Und was muss man eintippen? Achso, das ist bei uns natürlich auf dem YouTube-Kanal und das Ganze heißt unfassbar Hubble-Betriebsleiter... Hubble-Betriebsleiter in 25 Jahren nie das Teleskop in Echtzeit gesehen. Also praktisch fast die Übersetzung auch wie der Originaltitel war. Hm. Und wo du das doch gerade sagst mit Blut und Klon, da gibt es einen Werbefilm, der gerade gemacht wird, auf hochemotionaler, Hollywood-mäßiger Art und Weise präsentiert, wo Leute in einem Raum sitzen, so ein bisschen im Style von Deutschland sucht den Superstar Casting Show like und die werden dann gefragt, ob es wen sie mögen in der Welt, wen nicht, welche Nation und so weiter, dann würde es euch interessieren, woher ihr kommt und dann geben die praktisch alle
Speicheltests ab und kriegen eine genetische Auswertung. Ah ja. Ja, und alle sind auf einmal, und auf einmal sogar der Cousin war da mit bei, und du hast sogar einen Cousin hier mit dabei. Genau. Und du bist irgendwie hier die Nation aus der Nation und weiß ich was. Also absolut hier natürlich diese One World und ja gleichzeitig nochmal einen Gentest mal schnell mitnehmen von irgendwelchen Leuten, ja. Tja, ja, ich hab das Video. Also einerseits fand ich mal das interessant, um zu zeigen, weil witzigerweise, Michael, wenn du mal an dieses Video mal erinnerst, die eine Mädel sagt, ja, ich komme aus dem Kaukasus. Und da sind wir bei Caucasians und wieder in Katsaria, Frank. Mhm. Ne? Und also einerseits fand ich das mal sehr beeindruckend, weil das zeigt uns, Frank, das, was wir mal die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ist, dass wir sind alle mal Bruder und Schwester. Ne? Wo das ist das positive Aspekt. Wobei andererseits, Micha, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt falsch interpretiert habe, aber du sagst, dass diese One World Order und One World, das, you know. Also mir war es einfach zu pathetisch aufgezogen, diese ganze Nummer, weißt du? Okay. So wirklich mit den einfachsten stilistischen Mitteln, die man halt als Werbespot halt, ja, also ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen Werbung dafür, halt, sagen wir mal, Gen einzusammeln, ja, also Genpool einzusammeln, ja, also keine okay. Ahnung. Ja. Okay, so wie ich das in dem Moment gesehen habe und ich, also ich hoffe, dass ich mal nicht in irgendwelcher Art und Weise mal geblendet worden bin von diesen Dings, aber es war für mich, kam das so rüber, als wenn das eine Zeichen dafür waren, ist, dass wir sind keine Feinde, wir sind eine Familie, wir sind alle Bruder und Schwester. Und das ist die Beweise dafür, die man zeigt, dass wir tatsächlich von einem Ursprung hergekommen sind, die uns alles verbunden hat. Also das war meine. Ja, aber wissen wir das? Also ich meine, klar, dass wir, also ich will jetzt, ich sag mal, wissen wir das? Also das setzt ja vielleicht auch wieder deren Evolutionstheorie hervor. Ja, also vielleicht sind das ja doch unterschiedliche Rassen, die hier auf die Erde gekommen sind durch was auch immer. Das gibt's ja auch tausende Theorien von. Ja, zumindest Evolutionstheorie ist halt nur eine Theorie, ja, und die ist halt auch nicht belegt und kann auch niemals belegt werden. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch okay, ja. Wir wollen alle friedlich sein und wir haben auch alle irgendwie das gleiche Recht hier auf diesem Planeten zu leben und wir sollten das Beste daraus machen und diese nicht auf die Unterschiede gucken, sondern auf die Gemeinsamkeiten, keine Frage, ja. Hm. Aber ich denke, das ist eher auch eine Propaganda ist in diese Richtung dieser One World Order, weißt du, dieses Abschaffen der kompletten, also diese eine Weltstaat sozusagen zu initiieren, ja, um da halt auch emotional sozusagen schon mal ein bisschen bei den Leuten zu graben, ja, und nebenbei halt vielleicht noch ein bisschen Gen-Informationen einzufangen, ja. Naja, und in dem Zusammenhang möchte ich nur erinnern, was wir auch mal hatten hier, das Thema Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ. Ja, genau. Ja, diese seltsamen Geschichten rund um die Blutgruppen. Ja. Ja. Und wenn wir das jetzt noch, so zum Abschluss der Sendung können wir es ja machen, wenn wir das jetzt noch als Faden verknüpfen zu dieser komischen buddhistischen Weltkarte dort, tja, wer weiß, wo die verschiedenen Dinge, Gruppen herkamen. So. Tja. Tja. Ja, schon wieder mal 4 Stunden Sendung mal vorbei, Frank, mit spannenden Themen. Na, wir haben mal. Dieses Mal haben wir, ich glaube, die Hauptpunkte mal alles reingekriegt. Na, Gotthardbrücke, wir haben über Hubble gesprochen. Wir haben über das großartige Arbeit mal natürlich von Micha und die Mannschaft. Du, Uwe und alles drum und dran, großartiges Arbeit geleistet. Und natürlich, das mit Micha, das Ding ist, wir brauchen mal nicht so großartig darüber zu sprechen, aber das Ding schlägt richtig zu. Ne? Du hast mal über 6.000 Klicks mittlerweile auf dem Video bekommen? Ja, also im Gegensatz zu Hubble haben wir tatsächlich eine Realtime-Erfassung. Und die kann man ja bei YouTube einsehen. Das kann man natürlich noch nicht sehen, jetzt wenn man das anklickt, aber ich habe da jetzt gerade mal reingeschaut und da sind wir jetzt mittlerweile bei 7.000 Aufrufen, die das Video bis jetzt schon gemacht hat. Also es wird sehr gut angenommen, das ist schön. Und vielleicht bringt das halt den einen oder anderen auch weiter zum Nachdenken und auch vielleicht zum animiert es zum Nachforschen, zum Weiternachforschen und wer weiß, was daraus noch wieder sich ergibt, dass andere wieder da noch ein paar Sachen
finden, die interessant sind. Ja, also ich denke mal, das ist einfach eine klasse Geschichte. Das ist durch ein Netzwerk entstanden und geht durchs Netzwerk durch. Und das freut mich natürlich, dass das auch angenommen wird. Und mal sehen, wir werden schauen, was da rauskommt. Ich denke mal, das wird vielleicht auch für andere Leute Anstoß sein, um da Nachforschung zu betreiben. Und das finde ich einfach toll. Ja, ja. Fantastisch. Ja, über 7000 Klicks, das hast du doch erst letzte Nacht hochgeladen, oder? Ja, das ist erst noch nicht mal 24 Stunden online. Das ist krass, das sind schon mehr Klicks, als es in Englisch hat im Original. Ja, hey, das ist wirklich spannend. Und ich meine, dieser Planate, ich bring's aber nicht hin. Planate Viteris. Veritas. Der hat ja auch schon wieder was Neues hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, im Original, wieder in Englisch. Da telefoniert er mit jemand von diesem Sophia Project. Ja. Oh, das sind Telefonaten. Auch echt wirklich Hammer. Wo er auch nochmal einiges nochmal erklärt, so über diese Hubble-Geschichte, so das, was wir heute auch gehabt haben, nochmal klarer macht und boah, das ist hochgradig spannend, ne? Müsste man eigentlich schon gleich wieder das nächste übersetzen, aber ich meine, da kommen wir dann auch an unsere Grenzen. Und Micha, das war jetzt so als abschließende Frage. Wir haben ja, wir sehen uns ja demnächst auch mal in Realtime, ja. hier in Wolfenbüttel zum 10.9. Radio Emergency Fest. Und was meinst du, Micha? Ich meine, wenn Leute ihre Hilfe anbieten, jetzt so zum Beispiel diese Übersetzungsarbeiten zu übernehmen, hätten wir da auch Verwendung für die Leute? Ja, natürlich, also ganz klar. Also sowas ist natürlich dringend, wird natürlich dringend gebraucht. Ich meine, wir haben ja schon in unserer Kulturstücke-Zeit ganz schön viele Sachen gesynkt, also übersetzt und dann auch natürlich synchronisiert. Und das ist wirklich ein Heidenaufwand, eine Heidenarbeit. Ich habe es ja, wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, dass wir uns, wie gesagt, den ganzen Tag und die Nacht um die Ohren gehauen haben und den nächsten Tag auch nochmal 5 Stunden oder 4 Stunden. Mhm. Also da sind so 24 Stunden dicke draufgegangen, plus Schnitt, plus dann das Einsprechen, das ist wirklich viel, viel Arbeit, das sowas zu machen. Und wenn man natürlich dort Hilfe bekommt, dass Leute sagen, okay, wir können sehr gut Englisch, können das gut verstehen und können das auch gut eindeutschen, weil das ist ja immer so ein Problem. Es gibt ja so viele Wendungen, da haben wir ja auch sehr viel überlegt, oh Gott, wie kann man das, wie sagt man das im Deutschen? Das ist halt nicht wortwörtlich übersetzbar oder so. Ja. Also wer da sich berufen fühlt und das auch gut kann und meint, also der kann natürlich dann auch gerne dort unterstützen, also gerne, logischerweise, ja, so dass man vielleicht nur noch das Einsprechen hat und so weiter. Da haben wir ja zum Beispiel auch den Stoffi, der für uns sehr viel mittlerweile auch einspricht. Auch ein herzliches Dank an Stoff-Teddy mal an dieser Stelle, dass er uns auch immer zur Verfügung steht mit seiner grandiosen Stimme. Und ja, wie gesagt, also da, klar, also wer dort möchte, kann natürlich uns gerne unterstützen, weil, wie gesagt, das ist wirklich viel, viel, viel Arbeit. Also Leute, ihr habt's gehört, ja. Ich meine, wer wirklich jetzt gut Englisch kann und auch Lust hat, sich einzubringen, da wäre es nötig. Ich meine, Micha hat die technischen Möglichkeiten. Micha kann so ein Video machen, der schneidet das, der kann es einsprechen und so. Aber wirklich, was so auch so sehr viel Zeit kostet und was der Micha ja gar nicht machen müsste, wären diese Übersetzungen so. Also wer da Zeit hat und sich einbringen will, schließt euch mal mit dem Micha Kulturstudio kurz oder auch über uns, wie auch immer. Und dann können wir da noch mehr solche Dinge kreieren und letzten Endes so eine echte Atlantikbrücke bauen, ne? Also wirklich Informationen so aus Amerika hier in Deutschland verbreiten, weil oft scheitert es an der Sprache, aber da passieren großartige Dinge und es hat auch alles eine unglaubliche Dynamik und da könnten wir das ein oder andere dann via Kulturstudio euch dann in Deutsch präsentieren. Also Unterstützung ist da willkommen. Ja, absolut geil. Und auf jeden Fall, was wir auch in Hinterkopf halten sollten, ist das natürlich, das ist eine spannende Woche, denke ich mal. Ich denke, da werden mal verschiedene Themen, was für nächste Woche in die Sendung auch nicht nur bei uns hier auf Radio Emergency in the Amok Alex and Frank Stoner Show passieren würden, aber auch bei Micha und die Gang vom Kulturstudio. Denn sicherlich wird ihr mal eine wachsame Auge halten auf die Bilderberg-Treffen und mal natürlich mal der Start, das EM und alles drum und dran. Und wir können mal nur gespannt sein, was mal alles so in die nächste Woche passiert, oder Micha? Ja, es sind spannende Zeiten. Wie gesagt, Bilderberg haben wir. Wir haben die Geschichte dort in Rammstein, Stoppt Rammstein. Mhm. Können wir auch nochmal erwähnen. Entschuldigung, das habe ich vergessen, ja. Ja, und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wir bleiben am Ball. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, und ich sage von meinerseits mal, Micha, vielen, vielen Dank, dass du mal zu uns gestoßen hast und nochmal großartige Arbeit habt ihr mal geleistet und bravo dafür. Oder Chapeau, wie man sagen würde. Und Frank, man, freue mich, dass du auch mal hier beiseite warst. Und ja, natürlich alle unsere Leute im Chat, die hier mal mitgetippt haben und sowas. Und keep the information coming. Na, Frank und ich, wir versuchen nur unser Bestes. Natürlich, Micha und Boris sind auch am Start für Infos. Und keep it coming, so wie ihr das macht. Und wir versuchen unser Bestes mal auf alles mal irgendwie einen Blick zu werfen. Und ja, von meiner Seite mal, ich wünsche euch mal eine erfolgreiche Woche. Safe Woche. Peace to your minds. Micha, Frank, ein paar letzte Worte, bevor wir mal die letzten Titel spielen für heute Abend. Ja, danke nochmal an Micha und an alle Hörer, die heute Abend wieder am Start waren. Und ja, bleibt im Flow und hören wir uns nächste Woche wieder. Micha. Ja, ich danke natürlich auch erstmal euch auch für eure wunderbare Arbeit. Ich danke auch euren Zuhörern und möchte vielleicht nochmal hinweisen, wir sind morgen Abend 20 Uhr natürlich auch wieder am Start. Und zwar wollen wir uns mit dem Mars beschäftigen, mit Marsbildern. Das natürlich jetzt auch ein bisschen, mal gucken, wie wir das, wie ich das morgen angehe, das Thema mit unserem Gast zum Thema Marsbilder, mit dem Hintergrundwissen, aber wir schauen mal, wie er über so ein paar Dinge denkt, und zwar ist das Peter Denk, wird bei uns zu Gast sein, morgen 20 Uhr zum Thema Mars, also könnt ihr auch dort einschalten, wird vielleicht hoffentlich oder wird bestimmt wieder auch eine spannende Sendung. Ja, super, bleibt morgen die Glotze aus, ja? Morgen Kulturstudio, ab 20 Uhr, Livestream auf YouTube. Auf jeden Fall. Und wir sind mal aus um 10 nach 12. Wir sind mittlerweile in den 9. Junitag 2016. Ich close mal die Sendung mal heute mit einem neuen Titel von Pressure Drop, was ich gefunden habe. Und dieser Titel heißt Thema for the Outcasts. Und das sind wir alle, oder? Das Prekariat. Ja, absolutely. Einen wunderschönen Abend, Ladies and Gentlemen. Eine clean week für euch. Und keep it heavy and... Now, peace to your mind. Hau rein, Amok, Alex and Frank Stoner and Micha aus der Familie Grave here over and out on Radio Emergency.